Ja, wir sind live. Es geht. Technik. Thaddäus, wir haben es geschafft. Die Scheiße laden hier. Moment, Moment, Moment. Warum sind so viele Leute hier? Jetzt bin ich nervös. Ich mach gleich wieder aus. Geht mal alle wieder. Was ist los mit euch? Ich will nichts Besseres zu tun? Hä? Oh, meine Mods verabschieden sich. Was ist denn das? Ihr müsst moderieren. Achso, die Snookus bis unendlich zählen. Okay, dann geht noch. Dann mach mal eben. Mach auch zweimal. YouTube ist so geil, ne? Ich habe jetzt so ein Pop-up bekommen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen sehen, desto mehr Geld verdienst du als Creator. Also danke dir. Ja, ist genau das, was ich will. Ich will euch jetzt Werbung entgegenpressen. Das ist genau das, weswegen ihr hier seid. Werbung. Was?
So, damit ihr nicht länger wartet, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns mal ganz kurz in ein Katzenintro werfen und danach geht's auch los, ja? Dann können wir uns jetzt alle noch mal ganz kurz was zu trinken holen. Und warte, welches Katzenintro nehmen wir denn? Nehmen wir die, sagt mal 1, 2 oder 3. Ich habe 3 Katzenintros gerade. Sagt mal 1, 2 oder 3. Okay, 3, 2, 3, 1. Okay, 2, okay, 2, 2, 3. 3, 4, 4. 3 auf süß, 3. Okay, dann nehmen wir die 3. Oh, jetzt sind wieder 2. Mhm, 2, 2, 2. Oh, jetzt überwiege ich die 2 doch. 3. Okay, pass auf, dann nehmen wir die 3. Let's go. Wie soll man sich denn so auf die Arbeit fokussieren? Sam, mach mal. Sehr gut. Mal hier. Ich glaube jetzt nicht im. Ey! Sam! Okay, pass auf, nicht erschrecken, ja? Wir stellen uns jetzt vor mein Gesicht, pass auf. 3, 2, 1, Jumpscare! Hallo? Herzlich willkommen! Was macht ihr denn alle hier? Die Katzen, die ihr gerade gesehen habt, die sind übrigens da oben. Und die andere, ja, die ist versteckt. Die chillt da oben am Fenster. Was geht? Was macht ihr alle hier? Was ist denn los mit euch? Ich habe vor 2 Wochen zu 9 Leuten gestreamt und jetzt sind wir auf einmal, weiß ich nicht, wie viele sind wir denn? 60! Hä? Wo kommt ihr alle her? Was ist denn los mit euch? Hallo? Über YouTube Shorts gefunden, die Videos gesuchtet und jetzt glücklich, dich streamen zu sehen. Schönen Abend dir. Yo, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hanfmann ist nun ein Schütze, aber ein schlechter. Ja, da musst du noch ein bisschen trainieren, aber bleib hier, kriegst das beste Training überhaupt, keine Sorge. Kannst immer auf mich zielen, triffst immer den richtigen. Ich wirbel mir gerade entspannt mein Essen rein. Das ist eine Umschreibung, die klaue ich dir irgendwann. Ich weiß gar nicht genau, was wir heute machen wollen. Ursprünglich war geplant, ein bisschen Forest zu zocken, aber ich glaube, jetzt haben einfach alle so viel Erwartungen, was Forest angeht. Das kann ich gar nicht erfüllen. So, ihr erwartet jetzt alle von mir, dass ich wahrscheinlich live genau das mache, was ich auch in den Videos mache. Aber in den Videos gibt es ein Skript, da überlege ich mir vorher, was ich sage. Und hier live bin ich eher ungezogen. Da labere ich einfach so durch. No. Namenlos ist entzückt darüber, sich unterwerfen zu dürfen. Das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Beugt das Knie, du Knecht. Hi. Dude with Gasmaske. Ist Yudarum nun treu ergeben? Auch das freut mich. Auch das freut mich. Das ist ja schön, wie viele hier reinschneien. Das freut mich voll.
auf TikTok deine Sons of the Forest Videos gesehen. Geil. Das freut mich immer, wenn Leute auf anderen Plattformen einfach meine Videos sehen und dann einfach rüberschwappen. Ihr guckt, stellt euch das mal vor, was für ein Prozess dahinter steckt. Jemand sieht auf einer anderen Plattform mein Video. Erstens muss er es weiter angucken, ist ja schon mal Hürde Nummer 1. Zweitens muss er es auch noch gut finden, das ist schon mal die größte Hürde. Und dann muss er auch noch auf einer anderen Plattform mich suchen und mich dann da auch noch gut finden. Das ist ja crazy, ist ja unfassbar. Bin ich so überlichtet. Also vielen Dank dafür, bin da voll gehypt, wenn Leute von anderen Plattformen einfach zu mir kommen oder sagen, hey, gerade erst gefunden, mag das voll, ist voll geil, voll schön. Freut mich mega. Ich erwarte nur, dass mir jede Menge... Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich deine Sachen richtig vorlese. Warum funktioniert der Chat hier eigentlich nicht? Der Chat hier sollte funktionieren. Warte mal. Was ist denn hier los? Einen Moment. Das finde ich ja extrem. Warum sagt denn keiner was? Die Fläche hier sollte eigentlich nicht leer sein. Einen Moment. Kurz, ich muss ganz kurz in die Technik hier gehen. Wo kriege ich meinen Chat her? So, warte mal. Ich mache das hier erst seit ungefähr gestern. Einen Moment. Einen Moment. Wir sind sofort wieder live für Sie da. Bin ich hier in den Eigenschaften? So. Ne? Du bist lustig. Schön, dass ich dich mal live sehe. Dankeschön. Nicht so lustig ist es aber, dass der Kacke nicht funktioniert. Hä? Hey, hallo, hallo. Wie so zwei aneinanderfahrende Busfahrer. Können wir jetzt die ganze Zeit winken? Hallo, guten Tag. Hallo, was geht ab? Oh, Essen ist da. Wenn, apropos, gut, dass du es sagst. Ausrufzeichen Discord oder Ausrufzeichen DC, kommt auf meinen Discord-Server und postet da euer Essen. Das ist überlebenswichtig für alle, die da sind. Hallo! Guten Tag, hallo! Hallo! Also ich bin jetzt schon länger nicht mehr Bus gefahren, aber rasten die Busfahrer immer noch so aus, wenn die sich gegenseitig sehen? Ich habe das Gefühl, die wollten am liebsten immer aussteigen und sich umarmen. Sei mal so, oh, hallo! Oh! Der Richard, oh, da freue ich mich aber. Warum funktioniert jetzt der Chat nicht? Kaum sind mal mehr als 10 Leute da, funktioniert dieser Scheiß-Chat nicht. Hier vorne rechts sollten eigentlich eure Namen angezeigt werden und jetzt geht es einfach nicht. Was, hä? Muss man noch meinen Rahmen fertig machen. Oh, Rahmen habe ich vorhin erst gegessen, to be honest. Rahmen beste. Absolut beste. Die Scheiße funktioniert nicht. Ich bin echt enttäuscht. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht. Nein, eigentlich mit dem Chat, aber danke, Timon. Hi! Er ist schwerhörig, aber unterwürfig. Unterwürfig! Habe ich gesagt. Ach, ich mag meine Announcements. Die wurden nie benutzt, weil nie jemand abonniert hat. Und jetzt auf einmal rattern die hier runter. Voll toll. Der Chat ist einfach noch ein unbeschriebenes Blatt Papier. Hilft uns, diesen Chat zu formen. Ich bin immer noch etwas entrüstet darüber, dass das hier nicht funktioniert, to be honest. Das hat die letzten Tage prima funktioniert. Auch der Stream, den konnte ich gerade nicht mal starten, ist das Problem. Ich sehe schon, ihr kommt nächstes Mal einfach alle gar nicht wieder. Ihr kommt alle einfach nicht wieder, weil der Chat hier rechts am Rand nicht funktioniert. Das gibt's. Warum funktionierst du denn nicht? Das ist der richtige. Safe hat YouTube wieder irgendwas umgestellt. Safe hat YouTube wieder irgendeine. Es funktioniert nicht. Es tut mir leid. Ich krieg's nicht geschissen. Es ist einfach nicht möglich, da den Chat hinzuballern. Ich fasse es nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen unschön, um ehrlich zu sein. Ich kann ja nochmal den hier neu einfügen und sagen, hey, mach das doch mal so. Aber nö. Er ist nicht so schön, wie er vorher mal war. Er ist genauso hässlich, wie er vorher war. Wunderbar. Es funktioniert. Guck mal, jetzt könnt ihr euch auch da rechts sehen. Es tut mir leid, leider habt ihr alle nur dieselbe Farbe. Die ändert sich von Stream zu Stream. Dieses Stream ist also leider pink oder violett oder lila oder wie man es auch nennen möchte. Ah. Hab Essen gepostet und wurde schon mal in der Wohnung als erstes Treffen ausgewählt. Perfekt. Hier könnte ihre Werbung stehen. Jetzt kann da eure Werbung stehen. Jetzt ist sexy. Fast so sexy wie diese Katze da oben. Guckt es euch an. Das kleine Schmucke-Ding da. Ich muss euch was erzählen. Etwas, was jetzt vielleicht den Mut etwas dämpft. Gestern, als ich nach Hause gekommen bin mit meiner Freundin, lachen Eichhörnchenbaby wie nennt sich das? Vor unserer Haustür halt. Das,
Das war voll, also das hat noch gelebt. Und das lag wahrscheinlich daran, dass die Temperatur so mega warm war die letzten Tage und dann plötzlich wieder mega kalt. Und wir wussten nicht genau, was wir machen sollen. Dann liegt einfach so ein kleines Eichhörnchenbaby vor deiner Haustür. Was sollst du denn tun? Und dann haben wir natürlich erstmal einen Tierarzt angerufen, weil es hat sich auch nicht bewegt oder so. Es hat einfach nur ganz langsam geatmet. Und dann haben wir einen Tierarzt angerufen, haben gesagt, hey, hier liegt ein Eichhörnchen rum, können wir das rumbringen? Und die so, ja, habt ihr schon das Tierheim angerufen? Die müssten das bekommen. Dann haben wir das Tierheim angerufen, sagt das Tierheim, ja, habt ihr schon den Tierarzt angerufen? Am Ende haben wir es dann zum Tierheim gebracht und da haben uns dann zwei Frauen begrüßt. Die eine war für uns zuständig, die andere war für das Tier zuständig. Die eine kam nämlich zu uns so, ah, hallo, vielen Dank, dass ihr vorbeigebracht habt. Und die andere, voll im Modus, kam auf uns zugestapft, hat sich das Ding geschnappt, war so, oh, das sieht nicht gut aus und war weg. Die haben wir nie wieder gesehen, weder die Frau noch das Tier. Ja, hoffentlich haben wir es gerettet. Wir wollten da mal morgen anrufen beim Tierheim und mal nachfragen, ob die kleine Maus geschafft hat. Das wäre voll toll gewesen. Grüß dich. Grüß Gott. Hallo. Was geht ab? Und ja, Buschi, du bist jetzt Fame. Du bist jetzt sowas von Fame. Übrigens, da hier gerade so viele neu sind, ich darf es jetzt eigentlich nicht sagen, weil es sonst absolut abused wird. Ich sage es trotzdem, weil ich dumm bin. Pass auf. Es gibt hier eine An- und eine Abmeldepflicht. Wenn ihr kommt, ne, wir machen es andersrum. Wenn ihr geht, wenn ihr weg seid, wenn ihr den Stream nur noch im Hintergrund aufhabt, wenn ihr mal eben was zu essen macht oder sonst irgendwas macht, dann müsst ihr euch mit Ausrufezeichen Lurk, steht auch im Titel unten, müsst ihr euch abmelden. Dann sagt euch der Bot, was ihr machen müsst oder was ihr gerade macht und damit seid ihr offiziell vom Stream abgemeldet. Wenn ihr euch wieder anmeldet, könnt ihr euch mit Ausrufezeichen Unlurk wieder anmelden. Bitte abused es nicht, sonst stehen im Chat nur noch Bot-Nachrichten. Es ist nicht konfiguriert für viele Zuschauer. Aber so sollte es theoretisch funktionieren. Das heißt, wenn ihr geht, dann packt Ausrufezeichen Lurk in den Chat. Wenn ihr wiederkommt, Ausrufezeichen Unlurk. Und Luvo beugt sich meinen Willen. Hi, herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Guck mal, zum Beispiel Bushi ist wieder da. Ausrufezeichen Unlurk. Und Bushi kehrt mit frisch gemachten Fingernägeln zurück. Das ist toll. Das freut mich. Nur schneiden lassen oder auch mit einer Farbe? Sag mal. Ich muss ja gestehen. Jetzt geht's los. Jetzt ist vorbei. Oh. Felix geht jetzt erstmal richtig deftig einen wegwursten. Das würde ich auch meinen. Das ist schon ein bisschen gestunken, muss ich sagen. Und der Gentleman, der Gentlefuchs hat es einfach nicht mehr alleine, nicht mehr ausgehalten. Das kann ich verstehen. Das ist ja auch hart. Das ist harter Tobak, dieser Content. Auch Farbe natürlich. Finde ich gut. Das funktioniert wahrscheinlich nicht bei allen. Weil der Bot eine gewisse Refresh-Rate hat. Es geht, glaube ich, nur alle 5 Sekunden oder sowas. Ja, ich bin massiv überfordert. Bin ich auch, glaub mir. Bin ich auch. Ich habe absolut keine Ahnung, was ihr alle hier macht. Was ist hier los? Fleckmann, schaut weiter zu, aber aus sicherer Entfernung will ich dir auch geraten haben. Aus weiter Entfernung sehe ich auch besser aus. Definitiv. Pay for me, macht sich jetzt erstmal eine Knifte mit einer richtig dicken Scheibe Wurst. Habe ich mir heute zur Arbeit tatsächlich gemacht. Ich verfolge ja die Logik. Wenn ich mir einen Toast mache, sagen wir mal, ich mache mir einen Toast, ne, nur eine Scheibe, da lege ich ja dann eine Wurstscheibe zwischen, also drauf, und dann esse ich das. Wenn ich mir aber einen Toast zusammenklappe, muss ich ja, um das Toast-Wurst-Verhältnis einigermaßen im Einklang wieder zu haben, muss ich ja dann zwei Scheiben nehmen. Das heißt, ich nehme dann zwei Scheiben und klappe es aufeinander. Amen hat sich soeben unterworfen. Dankeschön, Amen. Oder Amen. Amen Meyer, danke dir. Und. Fairy Tale trägt zu dick auf. Unser beides Schicksal ist eines, ich weiß ja nicht. Ja, ist komplett logisch, ne? Und heute auf der Arbeit habe ich ein bisschen sehr hart reingetuppelt und habe einfach drei Scheiben draufgelegt und wurde direkt darauf angesprochen, ob das nicht zu viel Wurst ist. Habe ich natürlich verneint. A, kann man nicht zu viel Wurst nehmen. Und B, ist das Wurst-Toast-Verhältnis dann nur ein bisschen in Favor zur Wurst. Und das ist was Gutes. So, Ends Review muss doch für den Drogentest lernen, ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Ich wurde tatsächlich noch nie angehalten. Ich wurde noch nie angehalten beim Autofahren. Ich habe jeden Tag lerne ich für diesen Scheiß-Test, ja, aber noch nie angehalten. Easy. Ach, guck mal, kannst dich mit Mycross zusammentun, Ends. Das ist doch geil. Kannst direkt mit ihr zusammenlernen. Habt ihr eine Lerngruppe? Oh, und Hashimoto Vlogs ist wieder am Start. Ist nach langer Überlegung doch wieder hier gelandet. Schade, du hattest echt Potenzial, heute noch was Sinnvolles zu tun. So ist es. So ist es. Servus, Jono. Hallo.
Danke dir. Das Gesicht, ja, so merkwürdig. Früher, damals, vor meinem Erfolg, kannten alle mein Gesicht, weil ich früher sehr viel mit Facecam gemacht habe und jetzt eben nur noch in den Streams, weil mein jetziger Videoschnittstil es mir einfach nicht erlaubt, mein Gesicht damit einzublenden. Das passt einfach nicht so richtig. Und hey, Itcher, du bist neu im Chat, aber schrei mich doch nicht so an. Warum sind hier so viele? Yo, ich hab keine Ahnung. Ja, 09, was geht ab? Herzlich willkommen. Hallo, Alicia, hey. Nasi, Nasi. Und Felix schlurft los, um den heißen Haffe zu trinken. Den heißen Haffe, den kannst du direkt mit Arthur teilen. Den hat er ja auch schon getrunken. Grüß Gott, Stefan. Hi. Und Fox ist auch neu. Und Don hat sich verlaufen. Ja, ich glaube, viele haben sich hier verlaufen, oder? Wo kommt denn alle her? Und hattet ihr eigentlich eine schöne Woche? Eigentlich starten wir die Streams nicht mit Game oder sowas. Eigentlich labern wir erstmal. Würde alles für mich tun. MTB im Biebertal. Danke dir, dass du alles für mich tun würdest. Rebecca, deine Kraft lässt die Muckis tanzen. Auf Befehl. Rebecca, lasse tanzen, heute den ganzen Abend lang. Bitte, bitte. Hallo Roy, du bist von jetzt an magiesüchtig. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, das sind die Abo-Sounds. Wenn jemand abonniert, kommt irgendeine random Nachricht. Ich habe irgendwie, glaube ich, 100 Befehle oder 150 Befehle mit Soundeffekten. Die wurden bislang noch nicht ausgereizt, aber so langsam kommen sie an ihr Limit. So, ich habe euch gerade gefragt, was ihr denn so Schönes gemacht habt. Aber Steffen muss noch die Hausaufgaben vom Hund essen. Das ist auch immer ganz wichtig. Man muss ja auch dem ein bisschen was zurückgeben, ne? Ich habe dich bei deinem ersten Video abonniert. Das ist geil. Das ist so toll. Das ist schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich voll. Wir haben keinen Sound. Ihr habt keinen Sound. Sag das doch. Ich habe die ganze Zeit Musik laufen. Ich habe die ganze Zeit Musik laufen. Voll episch, weißt du? Wart ihr hier die ganze Zeit ohne Musik? Das tut mir leid. Jetzt habt ihr aber hoffentlich Musik im Hintergrund, oder? Oh, mir wird warm. Ich habe hier so einen Pulli an. Aber es wird doch etwas warm gerade. Diese Woche war anstrengend. Ich bin so K.O. wegen dem Praktikum. Oh, boy, fühle ich. Damals Schülerpraktikum oder sowas. Boah, haben die reingeschallert. Das erste Mal richtig arbeiten. Da sah ich genauso aus wie der Keck da oben. Na, Sammy? Genau so. Weißt du, und die. Die pennen halt einfach 12 Stunden am Tag. Und unser eins muss schackern gehen. Was wird denn gespielt, Meister? Sonst alles cremig bei dir. Es könnte nicht cremiger sein, du. Es flutscht richtig durch diese Woche. Heute wird gespielt, ich weiß noch nicht. Ich hatte überlegt, Sons of the Forest zu spielen. Und jetzt seid ihr alle da und ihr kommt ja, der Großteil von euch kommt ja wegen meinen Sons of the Forest Videos. Und ich habe einfach Angst, dass ich euch maximal vergraule, wenn ihr mich jetzt einfach live sehen spielt, weil ich meine Videos, ob ihr es glaubt oder nicht, aber bei meinen Videos, da kommentiere ich ja nicht live. Ich habe das ja, ich gucke mir ja mein Gameplay an und schreibe mir dann ein Skript. So, jetzt bin ich halt live und live bin ich halt nicht ganz so entertaining, glaube ich. Es tut mir voll leid, aber ich bin langweilig. Was soll ich denn machen? Söhne des Waldes, Unterhaltung pur. So ist es. Kelvin, der Superschlaukopf. Kelvin ist ein Netten. Auf seine Art und Weise, Kelvin ist ein Netten. My Little Pony, Inselparadies wäre doch super zu spielen. Ich hatte mal überlegt, ob ich mir mal so ein Barbie-Spiel hole. Aber Gronkh hat das halt auch so als seine Nische, weiß ich nicht, diese Barbie-Ponyhof-Spiele zu spielen. Da will ich das. Ich will halt niemanden kopieren. So, ich versuche, meinen eigenen Shit zu machen. Ob man es glaubt oder nicht, ich habe ewig lang gebraucht, um meinen eigenen Stil zu finden, was Videos angeht. Und dann kommen Leute rein und sagen mir, ey, du kopierst voll den. Und das ist einfach ein Name, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. So. Das ist halt so, Mann, ich versuche doch nur was Eigenes zu machen. Lass mich doch. Du Schmock. Du Elendiger. Es fällt dir ein. Ich habe dich nur wegen Lego Racers entdeckt. Das ist auch cool. Dass so Nischendinger so viel Aufrufe kriegen. Ich habe ja auch, ich muss gestehen, warte mal. Pass auf. Ich habe hier eine Nostalgie-Spielkiste. Wo noch einmal ein externes 3D-Laufwerk drin ist. Lego Racer 2. Ich habe hier Schlacht um Mittelerde 2. Kennt das noch jemand? Das habe ich nie Ich gespielt. schwöre euch meine Treue. Joshua, deine Treue ist bei mir sicher. Danke dir. Schlacht um Mittelerde 2. Skyrim gibt es tatsächlich drei Videos zu auf dem Kanal. Kann ich nur empfehlen. Es gibt drei Skyrim-Videos auf dem Kanal. Guckt einfach mal nach Skyrim.
Aber könnten wir auch mal spielen eigentlich im Stream? Habe ich immer noch nicht durch. Also ich habe Skyrim schon mal durchgespielt, aber ja. Nice, das Game. Suchtgame. Marco, hi. Salam alaikum. Was geht ab? Ja, nee, sorry. Also Schlacht um Mittelerde ist einfach ein Strategiespiel. Und das ist, hat eine originale Lizenz eben von Mittelerde. Von Mittelerde, von Herr der Ringe. Und wurde damals von EA vertrieben. Aber dann sind die Lizenzrechte zu einem anderen Studio gegangen. Und seitdem wurde das nicht mehr, oder kann das nicht mehr produziert werden, nicht mehr verkauft werden. Und ja, der Markt glüht. Also für so ein Spiel bezahlst du mittlerweile zwischen 30 und 100 Euro. Ist total dumm. Damals auf dem 5-Euro-Stapel bei Saturn konntest du dir mitnehmen. Ich habe hier auch noch Lego Rock Raider. Sorry, es ist spiegelverkehrt, aber ich bin jetzt zu faul, das umzustellen. Lego Rock Raiders, das muss ich auch dringend noch spielen. Das habe ich ganz, ganz früher beim Kollegen immer gezockt. Eigentlich habe ich mich nur mit ihm getroffen, um das Spiel zu spielen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber das habe ich auf jeden Fall beim Kollegen gezockt. Dann habe ich hier noch Lego Island 2. Das müssten viele von euch kennen. Freaking Lego Island 2, da habe ich Bock drauf. Das werde ich definitiv in Video umwandeln. Lego Rock Raider vielleicht auch, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber die muss ich erstmal ans Laufen kriegen. Sam, ich schneide mit DaVinci Resolve. Mit der kostenlosen Version. Ah, Fleckmann dreht eine Runde um den Block mit dem Dreirad. Viel Spaß dabei. Hol dir keinen Platten. Wenn du sagst Nostalgie-Spiele, kannst du ja mal Anno zocken. Ja, ich habe tatsächlich ein Anno auf der Wunschliste. Ich glaube Anno 1400 irgendwas. Fleckmann ist schon wieder da. Hype? Fleckmann, wie schnell warst du denn? Hast einen neuen Rekord im Dreiradfahren aufgestellt? Hä? What the hell? What? Ich liebe dich. Dachte, du schneidest mit Premiere. Okay. Danke. Wollen wir heiraten oder so? Also, ich finde, das ist jetzt schon einfach, nämlich. Jao schleicht sich heimlich an. Schleimt sich erfolgreich ein. Heimlich. Sorry, ich kann nicht mal lesen. Legacy of Kain. Legacy of Kain. Irgendwas sagt mir das. Irgendwas sagt mir das. Lego Island mit dem Pizzaboten ist legendär. Mit frickin'. Heißt der Pepper? Irgendwas Pepper heißt er, glaube ich. Oh, hell yeah. Ich muss die alten Lego-Dinger safe spielen. Das kann man bestimmt in ein richtig knuspriges Video umwandeln. Aber ich habe gerade so viel Spaß an Red Dead Redemption. Ich muss gestehen, ich wollte Red Dead Redemption erstmal so 2 Stunden aufnehmen. Die meisten Videos, die ihr seht, sind so eine Aufnahme von 2 Stunden rum. Je nachdem, wie viel passiert. Gib mir eine Schaufel. Swiss will sofort losbuddeln. Wohin möchtest du denn, mein Bester? Ja, das Ding ist, ich habe Red Dead Redemption, glaube ich, 4 oder 5 Stunden am Stück gespielt, einfach weil ich nicht aufhören konnte. Und ich muss das jetzt in Videos, also ich muss nicht, aber ich will das jetzt in Videos verwandeln. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nichts anderes machen. Das heißt, das nächste Video wird auf jeden Fall auch Red Dead Redemption. Ich war noch nie in deinem Stream, aber Alter, der Background. Ja, ist ein bisschen voll hier. Es tut mir leid. Ist ein bisschen sehr voll hier. Aber es war nie ausgelegt für viele Leute. Das war mehr so eine gemütliche Schaukelecke für so 3, 4 Leute, die sich einfach so die Eier hin und her schaukeln lassen. Aber irgendwie werden das gerade ein bisschen mehr. Sag mal, Leute, wir haben nur 50 Likes. Da geht noch was. Jetzt liken und ein besserer Mensch werden. Lego Indiana Jones oder Lego Star Wars zocken. Oh, Lego Star Wars habe ich früher gespielt. An der Playstation noch. Also ich hatte nie eine Playstation, aber ich hatte immer Leute, mit denen ich an der Playstation spielen konnte. Oh, Lego Star Wars war damals schon cool. Lego Indiana Jones kenne ich gar nicht. Wir haben auch im letzten Stream, haben wir versucht, Lego Hobbit. Nee, Lego Herr der Ringe. Lego Herr der Ringe haben wir versucht zu spielen. Mein Koch, hallo, ich bin neu. Kein Ding, hi, herzlich willkommen, mach's dir gemütlich. Ich will hier einfach mal Stronghold in die Diskussion werfen. Boah, ich hab vor Jahren ein Let's Play zu Stronghold Legends gemacht. Ich glaube, es war Stronghold Legends. Hab dich letzte Woche entdeckt, bist ja, jetzt bist du mein absoluter Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Ich glaube, dem werde ich nicht würdig. Aber danke, freut mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Genieß deinen Aufenthalt. Soll ich meine Community von Twitch dazu holen, so als Empfehlung? Ey, du, ich halte dich jetzt nicht auf. Also von 74 Views, 82 Likes ist eine ganz gute Quote. Ja, ihr wollt alles bessere Menschen werden.
Die neue Trenddiät. Jetzt liken und 20 Kilo abnehmen. Experten sagen, ein Abo sorgt für weniger Jugend im Herzen. Für weniger Jugend. Für ewige Jugend. Für ewige Jugend. Vertraut nicht mir. Vertraut nicht dem, was ich sage. Vertraut nur dem, was ich sagen will. Ah, oh, Mamfi, hey. Was geht ab, mein Bester? Was macht die Bude, sag mal? Erzähl doch mal. Was macht die neue Bude? Wann wirkt das? Das braucht so ungefähr 40 Jahre zum Wirken. Ungefähr. Ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Oh, Pray for Me ist wieder da und die Meute rastet aus. Siehst du nicht, wie die Leute ausrasten? Wir waren gerade dabei, was ich spielen wollte, ne? Ich wollte ja Sons of the Forest spielen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich gehorche mit Freuden. Ralf, danke schön. Hör aufs Wort und bleib bei mir. Guck den Stream an und bleib einfach. Ich weiß noch nicht mal, ob die Leute, die hier gerade rein abonnieren, gerade zugucken, aber falls du zuguckst, Ralf, wenn du gehorchst, dann bleib mal schön hier, guck schön weiter. Wollt ihr... Wir haben unterschiedliche Dinge zur Auswahl. Pass auf, wir können ja einmal durchgehen. Ich glaube, die meisten wollen Sons of the Forest sehen und die allermeisten gehen, sobald ich das Spiel starte, so traurig das ist. Hast du schon mal Sea of Thieves gespielt? Nee, tatsächlich noch nicht. Steht noch auf der To-Do-Liste. Die Bude steht. Zwar schon seit 1914, aber jetzt wird die Bude auch mal saniert. Alles super, viel Arbeit, aber freue mich. Ah, ja, ist safe, viel Arbeit, so eine Bude, das glaube ich dir. Auf jeden Fall. Aber geil, so ein richtig Eigenheim zu haben, ist schon nice. Schon geil, auch ein kleiner Traum von mir, irgendwann. Hab dich auf TikTok gefunden, jetzt hast du mir mein Sons of the Forest Spiel begeistert. Ja, freut mich, hi, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du rübergeschwappt bist. Und Sons of the Forest ist auch ein geiles Spiel. Hands down. Ich kann aber, obwohl ich selber Sons of the Forest so geil finde, kann ich es jetzt noch nicht empfehlen. Wenn ihr auf der Kippe seid, wartet noch, bis das Spiel komplett draußen ist. Aktuell werden noch Game-Mechaniken erweitert, Dinge, die man tun kann, die Story wird erweitert. Wenn das Spiel komplett fertig ist, kommt es aus dem Early Access raus und dann könnt ihr es komplett durchsuchten. Leute wie mich, die sowieso immer Freude an Klötzchenbau und sonstigem haben, ist das immer geil. Kann ich da so immer wieder von vorne anfangen. Ich wünsche dir sehr viele Zuschauer. Danke dir. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich hatte noch nie so viele Augen auf mir. Was mache ich denn jetzt? Guck bitte die Katze da oben an. Sam. Sam. Mäuschen. Die Leute wollen dich angucken, Maus. Der tut so, als würde er schlafen, aber... Aber der schläft nicht. Ich schwöre euch, der schläft nicht. Ja, der hat das rechte Auge. Seht ihr das? Nee, das seht ihr gar nicht. Ist mit dem rechten Auge ein bisschen am Rumblinzeln. Gibt's hier irgendwo eine Dönerbude? Okay, Dr. Yeti, nee, aber hier links um die Ecke, nur die Straße runter und einmal dann gegenüber. Da hast du sie. Ich diene euch gut. Und Puller Shark wird auf Lebenszeit dein Diener sein. Oh, das freut mich aber. So, ihr wollt alle Sons of the Forest, ich weiß. Ich muss euch ganz kurz beruhigen. Wir spielen heute Sons of the Forest. Es wird sich sehr viel im Chat gewünscht. Ich muss euch... Ich weiß nicht genau, was ich machen soll bei Sons of the Forest. Ich habe schon alles gemacht, gefühlt. Ich warte gerade eigentlich auf mehr Inhalt, damit ich ein weiteres Video zu Sons of the Forest machen kann. Weil das Ding ist, wir beobachten dich wie im Zoo. Das ist jetzt, soll ich jetzt auch mit Kacke nach euch werfen oder so? Mach was! Ich warte für ein Video zu The Forest. Es wird bestimmt noch was zu Forest kommen, keine Sorge. Aber für ein Video brauche ich Inhalt, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich kann nicht einfach die ganze Zeit ein Haus bauen und dann drüber kommentieren und alle finden es gut. So, ich muss was zum Spielen haben, damit ich was zu tun habe. Und dann muss ich gleichzeitig etwas Neues haben, über das ich reden kann, weil ich würde ja schon gerne, dass ein neues Video nicht das gleiche ist wie das alte. Ich kann natürlich die ganze Zeit weiter Hütten bauen und Kelvin beleidigen, aber ich würde gerne ein bisschen mehr... ich würde gerne schon ein bisschen mehr haben. Und aktuell... versuche die ganze Insel abzuholzen. Du, viel Spaß dabei. Ich habe anderes vor mit meinem Leben. Ey, warum nicht das normale The Forest? Das ist eine gute Frage. Eigentlich, weil Sons of the Forest das normale Forest nur in besser ist. Für mich zumindest. Hol dir eine Goldrüstung. Die habe ich schon. Die haben wir im letzten Video, haben wir uns die gekrallt. Die haben wir schon. Ich habe die Story, die es aktuell gibt, noch nicht ganz durch. Aber ich bin auch ein bisschen... Ich habe die Familie schon gefunden, die Puftons.
Aber ich würde gerne noch warten, bis ich viel weiter Story mache, bis die Story entsprechend erweitert haben. Hol das Katana, das könnte ich allerdings mal machen. Ist halt auch nicht so richtig spannend. Ich würde mir halt gerne noch ein bisschen was fürs Video aufheben. Wenn wir jetzt alles machen, dann... Weiß ich nicht. Du könntest mal Ghost of... Oh, Planet, danke dir. Danke für deine Unterwürfigkeit, mein Bester. Hier bist du sicher. Ich würde... Ghost of Tsushima. Habe ich schon mal gehört, den Namen, aber... Kann ich bestimmt mal spielen. Ich habe so viele Dinge auf der To-Do-Liste. Wie wäre es mit Red Dead Redemption 2 Online? Da kannst du nicht spoilern beim Story-Modus. Ja, ich glaube, da muss ich mich erstmal in Ruhe einfinden in Red Dead Redemption Online. Werden wir vielleicht mal irgendwann machen, aber jetzt erstmal noch nicht. Muss ich erstmal, ich glaube, ich würde erstmal in Ruhe ein bisschen Story spielen, einfach ein bisschen weiter ins Game reinzusuchten. Ja. Laster, hey. Bin weg. Okay, bis dann. Mach's gut. Mach Resident Evil 4 Remake. Tatsächlich hatte ich überlegt, ich habe, entweder hole ich mir das Dead Island 2 oder ich hole mir das Resident Evil 4 Remake. Und das Resident Evil 4 Remake können wir auch echt gut im Stream zocken. Was haltet ihr denn davon? Hätte man daran Interesse oder eher nicht? Mach doch was mit Minecraft. Ah, es hat auch vorhin jemand gefragt, ob Story Minecraft weitergeht. Es tut mir leid, denn alle, die Story Minecraft verfolgen. Minecraft. Meine Kraft verfolgen. Ich würde das gerne weitermachen, auf jeden Fall. Ich habe nur gerade viel zu viel Spaß an dem Skripten schreiben. Guten Tag wünsche ich. Guten Tag auch dir, Marie. Hallo, herzlich willkommen. Ein glücklicher Bauer. So ist es. Viel schöner als ein trauriger Bauer zu sein. Ich habe nur gerade viel zu viel Spaß an anderen Videos. Das heißt, ich muss die Story-Minecraft-Projekte erstmal auf Halde legen. Aber das kommt. Ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Keine Sorge. Dead Island 2 hätte ich schon sehr Bock drauf. Resident Evil kenne ich schon. Okay, Resident Evil 4 Remake wäre schon ultra cool. Ich gucke alles. Es ist perfekt. Das ist sowieso das Beste. Wenn du alles guckst, dann fühl dich abgeschmatzt. Das ist... Resident Evil 4 Beste, okay. Medieval Dynasty wäre doch eine Idee. Medieval Dynasty ist, glaube ich, auch auf meiner Liste. Das würde ich ungefähr irgendwann mal machen. Auf der irgendwann mal Pile of Shame machen Liste. Resident Evil 4 wäre nice. Ich bin sowieso dabei. Warum nicht mit deinen Zuschauern im Stream Projekte machen? Also sowas wie zum Beispiel 10 vs. 10 oder anderes. Ja, die Frage ist, das muss ja organisiert werden und dafür brauchen wir dann ein Spiel. Ich würde gerne irgendwas mit euch machen, auf jeden Fall. Das wäre voll cool, aber das muss ich erstmal vorbereiten. Jo, moin Rüdiger, was geht ab? Herzlich willkommen, hi. Und denk dran, nicht so tief. Wie wäre es mit Ark? Ark habe ich auf die Liste gesetzt, was ich niemals spielen werde. Ich habe mir Ark bei Kollegen mal angeguckt und das ist mir einfach zu viel. Ich muss zu viel Zeit in das Spiel investieren, um da das rauszukriegen, was ich bei anderen Spielen rausbekomme, mit deutlich weniger Zeit. Scribble auf die guten alten Zeiten. Können wir safe auch nochmal machen. Können wir safe auch nochmal machen. Auf jeden Fall. Gartic Phone wäre jetzt mega mit zu vielen. Gartic Phone wäre mega cool. Aber da muss ich mir erstmal in Ruhe reingucken, wie das denn funktioniert und was ich da zeigen kann, wo ich meine Cam dann hinmache und sowas. Können wir aber auf jeden Fall machen. Bin ich nur jetzt nicht vorbereitet drauf. Warum? Kennst du nicht das Meme, Rüdiger? Rüdiger, nicht so tief. Ist ein Meme. Da fliegt einer mit so einer Drohne rum und der Papa oder sonst wo steht daneben und sagt, Rüdiger, nicht so tief, keine Kapriolen, Rüdiger. Da muss ich einfach immer dran denken, wenn ich den Namen Rüdiger lese. Rüdiger, nicht so tief. Titanfall. Titanfall könnten wir auch zocken. Ich weiß nicht, ob ihr da so Bock drauf habt beim Zugucken. Irgendwann lasse ich mir den Shit-Namen, den Shit. Namen patentieren. Das versucht mal. Viel Erfolg dabei. Reaction. Ich kann auch bestimmt auf irgendwas reacten, aber ist erstmal nicht im Pedo. Erstmal nicht im Pedo. Oh, Tovanger. Viel Spaß beim Rasentrimmen mit einer Nagelschere. Ist wichtig. Muss natürlich auch mal gemacht werden. Ich meine, wir sind hier in Deutschland. Da ist mit der Nagelschere, muss man da manchmal ran. In Deutschland ist das üblich. Ich meine, in Deutschland... Du weißt einfach, dass du deutsch bist, wenn du mit dem Fahrrad fährst, weil du den Führerschein für dein Auto verloren hast, weil du betrunken Fahrrad gefahren bist. Dann weißt du, du bist in Deutschland angekommen.
Darum wird Reaction-YouTuber. Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Jetzt nochmal der Versuch. Wieso ist das so voll hier? Was habe ich verpasst? Ich bin Fame geworden. Ich bin abgehoben und Fame. Also, ich kenne dich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich... Kauft mein Merch und hier, warte, hier ist mein Code für 0% Rabatt. Ich meine, ist besser als nix. Mumphy, um das zu erklären. Ich bin jetzt was Besseres. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt YouTube-Klicks, jetzt bin ich was Besseres. Nein, ich habe meine Videos als Short- und TikTok-Formate hochgeladen und habe damit irgendwie einen Nerv getroffen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie dachten sich Leute, ja, das kann man sich angucken. Das könnte man sich angucken. Was ich ein bisschen sehr krank finde. Und jetzt denken sich die Leute, hey, guck mal, jetzt ist der live. Kann ich mir einmal sein Gesicht angucken? Und das machen gerade irgendwie ziemlich viele, habe ich das Gefühl. Hi, Anne! Hi! Was geht ab? Was? Deate 4.0 mit der Frau? Ich weiß nicht, was das ist. Es tut mir leid. Jetzt mit NordVPN! Ich habe tatsächlich, Fun Fact, ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich Werbung für einen Gaming-Booster machen soll. Ich schwöre euch meine Treue. Lars Grocke, hi, herzlich willkommen. Danke für deine ewige Treue. Deine Shorts sind mega. Danke dir, freut mich sehr. Es freut mich auch immer sehr, wenn die Leute die Shorts sehen, weil die Shorts sind ja eigentlich nur Ausschnitte aus meinen richtigen Videos. Und dann zu den richtigen Videos überspielen. Das ist sehr nice. Was wollte ich denn sagen? Ja, ich hatte ein Angebot für so einen Gaming-Booster bekommen, ob ich den bewerben möchte. Ich muss gestehen, die haben mir einen Link gesendet, da hätte ich so ein Probierpaket bekommen können, so ein kostenloses. Aber es war mir legit, ich bin so ein faules Stück Scheiße, es war mir legit zu viel Arbeit, das auszufüllen, dass ich einfach gelassen habe. Also erstmal hätte ich A, nur etwas beworben, was ich auch selber gut finde, deswegen wollte ich ein Probierpaket, aber es war mir einfach zu viel Arbeit. Ich dachte mir, nee, scheiß drauf. Mein Vater findet dich lustig, ja, deine Mutter auch. Das ist eine Lüge, wir sind alle nur wegen Lego Racers hier. So ist es, die Lego-Spiele. Da habe ich auch voll Spaß dran, muss ich sagen. Also das Video zu Lego Racers und zu Lego Football Mania, das sind auch wirklich Herzensprojekte. Also alle meine Videos steckt viel Herz drin, aber ich muss mir das halt irgendwie rationieren, weil irgendwann ist kein Herz mehr über. Also in die Lego-Videos, da, die Lego-Videos ist viel Herz drin. Hat mir auch super viel Spaß gemacht, da mich einzufuchsen und überhaupt. Deine Mutterwitze. Das war der lämste deine Mutterwitz überhaupt. Ich glaube, mein Lieblings-deine Mutterwitz ist, deine Mutter kostet so wenig, nur Überwindung. Weiß nicht, irgendwie fühle ich den. Oder deine Mutter bellt, wenn es klingelt. Den finde ich auch ganz gut. Egal, wir sind ja nicht in 2010. Rock Raiders, das war noch Zeiten. Oh, Lego Rock Raiders. Ich weiß nicht, ob du gerade schon da warst, aber... Warte, Sekunde. Habe ich's denn? Guck mal da. Und was ich hier rumliegen habe. Lego Brickin' Rock Raiders. Warte nur darauf, gespielt. Erstmal muss ich das irgendwie ans Laufen bringen, das ist auch immer so eine Sache. Warte nur darauf, installiert, ans Laufen gebracht und dann gespielt zu werden und dann in ein Video verwandelt zu werden. Kommt bestimmt. Hast du auch ein Herz für Calvin oder wie der Typ heißt? Ach, für den habe ich ganz andere Sachen. Für den habe ich einen Speer, für den habe ich eine Axt, für den habe ich eine Kettensäge, für den habe ich einen Katana, für den habe ich so viel. Deine Shorts sind nicht schlecht geschnitten und dann der Sons of the Forest Type. Musste einfach funktionieren. Zumindest funktioniert, ne? Ich weiß nicht genau, warum es funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht durch die Custom-Untertitel oder sowas. Also ich mache die Untertitel tatsächlich alle selber. Das ist jetzt kein Programm oder sowas, da drüber läuft. Weil ich da einfach gerne Charakter einbaue. So, ich baue da ganz gerne so ein bisschen was. Ein bisschen mehr Charakter in die Untertitel ein. Teilweise werden ganze Sätze eingeblendet, teilweise nur die einzelnen Wörter, teilweise wenn es groß, klein, manchmal fliegt es durch Bild oder sowas. Vielleicht ist das so ein bisschen, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Vielleicht verklicken die. Ich glaube, tief in mir drin glaube ich, dass die Leute sich einfach konstant verklicken. Ich glaube konstant einfach, die wollen sperren und dann aus Versehen so abonnieren, folgen. Kommt heute auch Sons of the Forest. Als Video nicht, aber wir spielen es gleich. Nimm doch einfach den Erfolg an und freu dich. Ja, ich versuch's. Es kommt nur so plötzlich. Ich bin voll froh, dass ihr alle da seid. Und Felix flüchtete vor allen sozialen Verpflichtungen. Schön, dass du wieder da bist, denn hier bist du sicher.
Hier bist du sicher. GTA 5 Roleplay. GTA 5 habe ich tatsächlich auch schon zwei Videos oder drei, ich glaube zwei Videos. Da habe ich GTA Roleplaying gemacht. Da habe ich Opa Joe gespielt. Wenn ihr euch für GTA Roleplaying interessiert und wie ich einen alten Opa spiele, dann könnt ihr euch das ja auch mal angucken. Hatte ich auf jeden Fall mega viel Spaß dran. Ich habe auch einmal ganz kurz mit Gigant und Revinzeit, ich kenne mich da leider nicht so richtig aus, gespielt. Die haben mich getroffen und in eine Psychiatrie eingewiesen. Das war unser Erlebnis gemeinsam. Das war mein Erlebnis mit Revi und Gigant. Wir haben uns in GTA Roleplay getroffen, zufällig. Ich wusste nicht mal, wer das ist vorher. Also Revi habe ich schon mal gehört, aber Gigant nicht. Und die haben gesagt, jo, der muss in eine Psychiatrie. Das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Es ist bestimmt überwältigend, aber du hast es einfach verdient. Es ist einfach dieser trockendumpfe, behinderte Humor, der einen einfach den Tag rettet. Das freut mich sehr. Das ist immer geil. Ach, das ist so cool. Wird heute Forest gezockt, habe gerade alle Streams nachgeholt. Also wirklich so vor 10 Minuten den letzten Part. What the hell? Du hast alle Streams nachgeguckt? What? So spannend sind die Streams jetzt, glaube ich, nicht. Krass. Erstmal mein Beileid, dass du das alles ansehen musstest. Und ja, heute wird noch Forest gespielt. Ich wurde ja überstimmt. Ich warne euch, es ist nicht so spannend. Es ist nicht so spannend, Forest jetzt bei mir zu sehen. Wir sind im Stream einfach nur entspannt am Machen. So. Deine Clips haben ihren eigenen Charme und Charakter. Nicht so 90% der anderen Clips. Die sind im Prinzip alle den gleichen Aufbau und Ablauf haben. Das freut mich sehr. Das ist schön. Ich bin da tatsächlich gar nicht so unterwegs. Als ich meine ersten Clips gepostet habe, haben viele Leute geschrieben, hey, das ist voll die Kopie von dem oder hey, das ist voll der oder erwähn doch wenigstens den, wenn du ihn schon so dreist kopierst. Und ich kannte die alle nicht. Ich habe sie mir dann angeguckt und habe Ähnlichkeiten entdeckt, ja, aber auch Unterschiede. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich versuche mein eigenes Ding zu machen. Es ist schön, wenn es anderen ähnelt, aber ich versuche wirklich keinen zu kopieren. Frage des Tages. Gehst du gerne in den Freizeitpark? Mit Achterbahn und Pipapo. Freizeitpark? Nee, ich habe Angst vor Schlangen. Setup-Tour oder Katzencheck? Die Katze kannst du da oben abchecken. Die andere liegt da vorne am Fenster. Setup-Tour. Mein Setup ist nicht so spannend. Kann ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Ich wollte sowieso ein bisschen mehr RL-Content irgendwie mal bringen. Vielleicht mache ich davon mal einen zweiten Kanal, wo ich mit euch was koche oder sowas. Dafür müsste ich mir aber mal eine Idee überlegen. Einfach dann kochen wir was zusammen oder sowas. Oder ein Kochstream wäre auch voll geil. Hab wie befohlen Rahmen auf Discord geteilt. Hab dich übrigens durch deine normalen Videos gefunden, nicht durch Shorts. Auch gut. Auch gut. Also gefällt mir sogar, also mindestens genauso gut. Egal, Hauptsache ihr findet mich. Geht ihr gerne in den Freizeitpark? Ich finde Freizeitparks ist einfach nur anstellen. Ich weiß nicht. Einfach nur anstellen. Ich hab da so... Fleckmon, was gibt's denn auf? Sechstes Mal, Call of Duty Modern Warfare 2. Das erste, die Story. Kann ich bestimmt auch mal spielen. Also könnte ich bestimmt auch mal in ein Video umwandeln. Aber habe ich gerade nicht auf der Agenda. Aber sowas in der Art auf jeden Fall. Also ich habe jetzt durch Titanfall... Ich bin nicht so der Shooter-Spieler, aber durch Titanfall habe ich so ein bisschen... einen Riecher entwickelt. Ronny, mach entspannt, ja? Hier musst du dich benehmen. Hier musst du dich wirklich benehmen. Freizeitparks sind nice. Naja, zu viele Menschen. Freizeitparks sind irgendwie so Menschenzoos. Freizeitparks ist ultra nervig. Ja, Freizeitparks finde ich so ein bisschen... Ich finde, man muss einfach viel zu lange anstehen für viel zu wenig Vergnügen. Und dann gehe ich noch nicht mal gerne so auf krasse Achterbahnen oder sowas. Wildwasserbahn finde ich mega geil. Aber boah, dieses Anstellen und überhaupt, boah, ich weiß nicht. Da denke ich mir immer, ja, jetzt könnte ich auch nicht hier stehen. Fantreffen wann? Ja. Ey, ursprünglich war ja mal geplant, dass wir uns in der Pizzeria treffen und ich euch alle auf eine Pizza einlade. Ich glaube, das kann ich mir jetzt nicht so wirklich leisten. Er hätte voll Bock darauf, mal was live zu machen. Nur ich glaube, ich bin live halt mega, mega langweilig. Ich weiß nicht, was für Erwartungen ihr live an mir habt. Ich bin halt ein Dude.
Ich bin halt einfach nur da, wisst ihr, was ich meine? So am Rumexistieren. Einfach so eine Entität, die da halt rumsteht. Alle S4, S4 League, uff. Oh, und Jules muss die Taste von der, die Taste von der Katze entfernen. Die Katze von der Tastatur entfernen. Mach das mal. Die hat doch schon aus Versehen auf Enter gedrückt. Ein Piccolini für jeden, das finde ich süß. Das machen wir. Blackmon macht sich auf, den Sinn des Lebens zu finden. Viel Spaß dabei und berichte uns, wenn du ihn gefunden hast. Ich liebe deine Sons of the Forest Videos. Dankeschön, dankeschön. Für alle, die hier noch nicht so oft dabei waren, was wahrscheinlich die meisten sind, wir quatschen erstmal am Anfang des Streams. Wir machen erstmal eine ganz entspannte Runde Geschnacke. Meistens so eine Stunde, die jetzt auch schon fast rum ist. Holy shit, wir reden schon fast eine Stunde? Ja, ist ja crazy. Baumolovio. Baumolovio, was ist denn das? Baumolovio. Ein cooler Name. Macht sich jetzt auf. Einen guten Tag wünsche ich. Call me Daddy. Nice. Daddy, viel Spaß mit deinem glücklichen Bauerndasein. Baumolovio macht sich jetzt erstmal eine Knifte mit einer richtig dicken Scheibe Wurst. Oh. Ich hätte jetzt auch gerne Knifte mit einer richtig dicken Scheibe Wurst. Bin seit Montag dabei und ein Freund hat mir deine Videos gezeigt. Oh, geil. Mund-zu-Mund-Propaganda? Das ist ja crazy. Also Mund-zu-Mund-Propaganda war und ist weiterhin eine der, naja, jetzt nicht mehr, aber war eine der einzigen Möglichkeiten, wie mein Kanal damals gewachsen ist. Und da habe ich Minus-Abonnenten gemacht zu der Zeit. Also sind Leute zu anderen Leuten hingegangen, hat gesagt, hey, hast du den abonniert? Mach mal nicht. Mach mal nicht. Spitfire 93, hi, schwört Gehorsam. Dann erwarte mal Befehle. Das sind Befehle, jetzt erstmal die Füße stillzuhalten. Mach ruhig. Wenn das hier so weitergeht, rutscht dein Stuhl gleich irgendwo rein und du bist eine Etage tiefer. Ja, ich bin eine hebelige Person. Ich muss auch immer mit irgendwas rumfiddeln. Ich habe jetzt hier Zahnstocher in der Hand, die ich schon fachmännisch zerbröselt habe in ihre kleinsten Atome. Die muss ich gleich mal einsammeln, bevor die Katze die finden. Ja. Alles Hobbylose hier. So ist es. Wir haben das Hobby, zueinander zu finden. Hab, by the way, dank dir mit einem Freund des Sons of the Forest angefangen. Und wir haben jetzt so ein mega Lost, aber uns macht es dank deinen Sprüchen viel Spaß. Ah, das freut mich. Das ist geil. Sons of the Forest kann man auch echt gut mit Leuten zusammenzocken. Das macht echt Laune. Ich habe halt meinen Kelvin dabei, so. Einst habe ich andere YouTube-Kanäle geguckt, dann habe ich ein Pfeil ins Knie gekommen und jetzt bin ich hier. So ergeht es den meisten. Wusstet ihr, Fun Fact, Pfeil ins Knie ist eine Umschreibung für verheiratet. Damals. Vor 80 Jahren. Das war tatsächlich nicht, dass die echten Pfeil ins Knie bekommen haben, sondern die haben geheiratet und konnten dann nicht mehr so viel, ne, und so. Es war damals, vor Ewigkeiten, hey, kommst du mit? Mein nobler Herr. Hi, Oliver, was geht ab? Netter Name. Schleimt sich erfolgreich ein. Oh, du hast es allein mit deinem Namen eingeschleimt. Naja, konnte man nicht mehr weglaufen halt. Das könnte so rum tatsächlich sein, dass man halt dann, ja, nicht angebunden, das klingt so harsch, aber ich dachte, als ich das erste Mal gehört habe im Skyrim, von wegen, hey, machst du noch das und das? Nee, ich habe meinen Pfeil ins Knie bekommen. Also ich war mal ein Abenteurer wie du, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das war damals für mich so, ja, dann hat er halt einen Pfeil ins Knie bekommen. So. Aber, ja, anscheinend nicht. Anscheinend hat er nur geheiratet. 70 Viewer und 121 Likes. Das ist ja crazy. Ich bin auch immer noch so ganz leicht angeschlagen. Wer mein Red Dead Redemption Video gesehen hat, der wird wissen, ich habe die Männergrippe überstanden. Also fast. Ich bin fast wieder gesund. Die Katzen gehen. Ja, ist gerade jemand nach Hause gekommen und die Katzen sind so, wuh. Jetzt bin ich nicht mehr Lieblingsmensch. Jetzt bin ich Lieblingsmensch Nummer 2. Katzen sind weg. Ja, die sind einfach abgedampft, ne? Lass mich einfach alleine. Da ist jemand nach Hause gekommen, gehen die einfach begrüßen, ohne meine Erlaubnis. Frech, oder? Einfach frech. Aber mich haben sie halt auch länger. Ich bin ja schon eine ganze Weile zu Hause. Ich mag deine Kommentarart auf deine Let's Plays. Dankeschön. Das freut mich sehr. Es freut mich sehr. Find's auch cool, dass so viele live dabei sind. Also wenn ich ein Video mache, dann mache ich mir ja ein Skript dazu. Das heißt, ich gucke mir das Footage an
dann gucke ich, welche Szenen ich wohl nehmen könnte. Und dann schreibe ich mir entsprechend ein Skript dazu. Und das ist phänomenal, dass ihr trotzdem hier seid, obwohl ich gerade kein Skript habe, um zu sprechen. Deine Videos retten den Tag. Boah, so weit würde ich nicht gehen. Aber wenn sie den Tag zumindest versüßen, dann bin ich schon glücklich. Es ist ja einfach nur Entertainment. Ich will ja einfach nur Leute entertainen. Und das ist so geil. Ich bin ja... Ich muss was gestehen, Leute. Pass auf, ich muss was gestehen. Ich bin süchtig nach Kommentaren. Es tut mir leid. Hi. Auch hier? Ich bin süchtig nach Kommentaren. Es tut mir wirklich leid, das zu gestehen, aber ich sitze teilweise im Bett so um, weiß nicht, 24 Uhr oder 1 Uhr morgens oder so, muss am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen und bin so am Handy und bin so immer am Aktualisieren, so, neue Kommentare, oh, habe ich einen neuen Kommentar? Ich bin da voll gallig drauf, keine Ahnung. Der flirtet einfach live, was ein Typ. So bin ich. Das heißt, wenn ihr was zu sagen habt zu meinen Videos, haut es in die Kommentare. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das meine Videos pusht wegen Algorithmus oder so. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Falls es euch aufgefallen ist, ich reagiere auf jeden Kommentar, wo ich auch nur irgendwie drauf reagieren kann. Weil ich einfach Kommentare liebe. Ich habe YouTube angefangen wegen Interaktion zu Zuschauern. Ich wollte einfach meinen geistigen Dünnpfiff in der Welt verbreiten und dafür irgendeine Resonanz bekommen. Und die bekomme ich gerade und das ist voll toll. Das ist voll schön. Da, ich muss, bitte, ich brauche das jetzt. Ich brauche das jetzt. Leute, ich habe die beste Errungenschaft. Ich kriege jetzt gerade die beste Errungenschaft überhaupt. Einen Moment, warte, eine Sekunde. Ich habe mal eine Frage. Ist es normal, dass bei dir Virginia lange noch... Virginia braucht so 3 bis 5 Tage. Du darfst sie halt nicht verscheuchen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich am Anfang halt wie so ein Psychopath mit dem Beil auf sie losgelaufen bin, weil ich halt gucken wollte, so, ey, böser Mutant oder so. Ich kannte sie halt nicht. Ich habe das Spiel 2 Stunden nach dem Release gezockt. Da gab's noch keinen Guide im Internet oder sowas. Aber eigentlich sollte die so, wenn du die nicht haust oder sowas oder aktiv auf die zurennst, sollte die... Danke sehr. Danke sehr. So, pass auf. Muskara 82, entpuppt sich als tapferer Ritter, danke dir. Ich diene euch ja. Gut. Hallo. Reingeguckt. Yeah. Ich brauch die. Die sind viel cooler. Gib mir die. Ei. Yes. Oh, yes. What the fuck? Ich grüße. Das ist voll toll. Weiß nicht, ich habe meine Freundin mitgebracht. Auf einmal fühlt sich mein Gesicht so groß an. So. Und die Hände hoch. Wuhu. Hast du Brutal Legends gespielt? Nee, habe ich in der Steam-Bibliothek aber. Mir fällt gerade noch ein Game ein, und zwar Days Gone. Days Gone habe ich schon mal im Stream gezockt ein bisschen. Wollte ich aber tatsächlich nochmal in Videoformat umändern. Tatsächlich. Hände auf den Stock stecken, dann hast du eine Hand, um dich zu kraulen. Das geht natürlich auch. Das ist so dreckig. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, aber sie sind einfach toll. Das ist einfach cool. Gefällt mir voll gut. Das ist voll toll. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was testen. Geht es noch? Ich hatte hier mal Facefilter. Pass auf. Warte mal. Es tut mir leid. Ich bin dumm. Okay. Contenance. Wir benehmen uns jetzt, ja? Wir benehmen uns. Habt ihr gehört? Du da. Du, wir benehmen uns. Na, hier.
Sorry, ich bin so dumm. Ihr wollt schon lange, dass ich irgendwas spiele, aber ich bin einfach dumm. Was darum ist wieder da. Pray for me sortiert jetzt den Basmati-Reis nach Farbe und Länge. Ja, du, ich habe da die perfekten Hände, um das zu machen. Ich kann dir da was leihen. Die. Sorry. Die Männergrippe schlägt zurück. Hey, ich habe dich auf TikTok gefunden. Du bist verdammt gut. Bitte? Ach, danke schön, Paul. Vielen lieben Dank. Das freut mich voll. Was hältst du von Dead Island 2? Erstmal noch Abstand. Ich finde das noch etwas zu teuer für das, was es kann. Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, weil ich mich eben nicht spoilern wollte. Oh, fuck. Ja, danke dir. Ich gebiete gerne über dich. Ich habe gerade einen Krampf im Fuß. Oh. Ich wollte mich gerade auf meinen Fuß setzen wie der letzte Monk. Oh, einfach weil ich gerne wie so ein Schrimp hier sitze. Oh, voll den Krampf unterm Fuß. Oh, kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr so einen Krampf bekommt und ihr euch einfach denkt, jo, das war's. So endet es also. Oh, holy shit. Tut's gut, wenn der Schmerz nachlässt. So, wo war ich? Dead Island 2. Erstmal noch Abstand. Ich würde es ganz gerne mal spielen. Aber ich weiß noch nicht wann. To be honest. Ich hätte ein bisschen mehr Bock auf Resident Evil 4, den Remake. Ich glaube, da könnte man auch ein richtig knusper Video zu machen. Das wäre voll toll. Ich habe ihn auf Pornhub und OnlyFans gefunden, seitdem bin ich auch am Start. Das freut mich auch. Dass da Leute herkommen. Ich gerade einen bösen Blick ab. Ja, ich mach's mit Maske, keines. Mit Stroh und Maske. Bequemste Art zu zocken, im Stuhl, im Schneidersitz und Buckel machen. Ja, ich sag immer gerne, gut geschrimmt ist halb gerollt. Also, ich bin nicht Schneidersitz, weil mein Stuhl einfach zu restriktiv dafür ist, aber ich bin auch ganz gerne so, ich lehne mich einfach immer weiter nach vorne, je länger ich zocke. Ach, das warst du mit der Maske? Ja, natürlich. Ich bin alles. Hallo. Hallo, ich freue mich schon damit, meine Katzen zu streicheln. Das ist ja... Du hast die Schrimp-Position aktiviert. Mit Hundemaske nicht vergessen. Ja, warte, pass auf. Pass auf. Ich hau euch mal ganz kurz die Kartoffel hier rein. Pass auf. So. Ich muss nämlich mal ganz kurz... Eine Sekunde. Wir bereiten mal ganz kurz das Ding vor, ja? Wir gehen jetzt tatsächlich rein in eine Runde Forest. Was haltet ihr dann davon? Einfach mal eine entspannte Runde. So ein bisschen Kelvin ärgern. Einfach mal gucken, was so geht. So. Steam. Ich habe Steam gefunden. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe Steam gefunden. So. Mein Schicksal ist besiegelt. Danke dir, Philipp. Vielen lieben Dank. Ich bin euer Zwerg. Alf ist behaart, klein und willig. Da kenne ich noch etwas. Ich schwöre euch meine Treue. Ihr denn jetzt alle her? Schwörst du auch? Also, Leute, so langsam, ich hab nur eine gewisse Anzahl an Treue, die ich vergeben kann. Die kognitive Dissonanz. Ich bin gerade einfach die Kartoffeldissonanz hier. Warte mal. Sons of the Forest, da. Ich starte das Spiel. Die abonnieren für die Kartoffel. Yeah. Wenn ihr noch mehr abonniert, dann schäle ich mich sogar. So, sorry, es war jetzt gerade ein bisschen laut, aber das Spiel startet gerade. Wir starten das... Ich könnte einfach weiter als Kartoffel machen. So, Relaxo wurde befreit. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir spielen, ne? Also, wir spielen Sons of the Forest, soweit bin ich schon. Aber ob wir ein neues Spiel starten oder ob wir irgendein altes weiterspielen. Weil ich würde ganz gerne den Spielstand, den ich für die Videos nutze, als Spielstand für die Videos behalten. Und jetzt einfach nur so ein bisschen mit euch, ne, so ein bisschen hihihaha hier so, ne, und so. Wollen wir... Wir können ja trotzdem den Spielstand nehmen, aber einen leicht älteren vielleicht. So, sorry. Neues Spiel. Pass auf, wir können ja mal abstimmen. Pass auf, wir sind ja hier eine Demokratie. Also,
zumindest könnt ihr das glauben. Am Ende entscheide ich. Was wollt ihr? Ein neuer Spielstand? Ich könnte mal ein bisschen Licht anmachen, ne? Es ist irgendwie so. Ich kriege die Finger gerade nicht ab, oder? Ich habe immer noch die kleinen Finger an den Finger. Neues Spiel oder wollen wir den Spielstand aus den Videos weitermachen? Neu, ein komplett neues Spiel. Man muss zwischen Spielstände umbenennen und mehrere. Ne, okay. Man kann. Das ist ja cool, dass man die mittlerweile umbenennen kann. Das hat mir irgendwie noch ein bisschen gefehlt. Na, jetzt habe ich außerdem eins geladen. Neu. Okay. Jetzt raus. Ja, nicht. Ist ja gut. Was ist denn hier los? Neu. Ich sehe das, wenn ihr das mehrmals schreibt. Hier, Master Wolf, hier, das zählt nur für einmal. Okay, wir starten 9. Ihr habt gewonnen. Ich lade gerade einen alten Spielstand, aber aus Versehen. Warum bin ich eigentlich immer nur eine Kartoffel? Warte mal. Swingity Spoody. So, ich bin wieder normal. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das könnte ich nicht mehr umwandeln. Habt ihr ein neues Lieblingswort gefunden, Leute? Ist das soweit? Habt ihr ein Lieblingswort, ja? Es freut mich aber. Warte. So, ich muss mal ganz kurz beenden. Ja, ich beende meinen Spielstand. Wir starten einen neuen. Du, normal. Ich geb mir zumindest Mühe, ne? Neues Spiel. Wir spielen einfach auf normal. Okay, pass auf. Wir gehen einmal rüber. Wir gehen einmal rüber in De Ström. So, da muss ich mal ganz kurz Sons of the Forest hier reinpacken. Okay, pass auf. Ich sitze ein bisschen niedrig. Ihr müsstet gleich das Spiel sehen. Ihr seht das Spiel. Oh ja, machen wir. Om nom 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 nom, wie lecker. Kairi Chan 90. Hi. Kostet doch gerne mal vom eigenen Schwert. Mach das mal. Ist gesund, ist richtig und wichtig. Alles klar, Rüdiger. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und kann man eigentlich Geldspenden opfern? Nee. Nur kostbare Lebenszeit darfst du aktuell verschwenden. Was aber schon Währung genug ist. Supercalifragilisticexpialidocious ist ein tolles Wort. Ja. Zumindest ein schön langes Wort. Wer sich das ausgedacht hat, der hat auch mindestens entweder zu viel oder zu wenig genommen, je nachdem. Ich gucke mir das Intro mal ein bisschen an, ja? Einfach nur, weil ich warte, wo wir landen. Achso, wir können schon. So, hier hängt jetzt ein schönes Foto dran. Wir suchen die. Virginia wissen wir ja, wo es ist. Das ist die Map. Die beiden Hannes haben wir schon im Video gefunden. Die finden wir auf jeden Fall. Ich würde gerne Calvin angucken eigentlich. Mitgliedschaft geht doch. Nee, Mitgliedschaft dürfte nicht gehen. Das ist deaktiviert. Das dürfte nicht gehen. Wir werden abgeschossen. Landet man immer woanders. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 Spots, wo man landen kann. Entweder im Wasser, im Wald, in den Berge und vielleicht noch einer, den ich nicht kenne. Was echt ganz cool ist. Und ich glaube, wir sind in den Berge gelandet. Wir sind in den tiefsten Berge gelandet. Haltet euch fest. Ach hier, Fischei hat es schon zerrissen, ne? Ich glaube, Fischei hat es schon zerrissen. Nur noch Calvin ist am Start. Wasser, Wald, Berge und Strand. Ah, okay, es gibt 4. Okay. Was, das gab doch schon mal Kanalmitgliedschaft. Ja, ich hatte mein Partnerprogramm beendet. Das heißt, das gibt es gerade aktuell nicht. Ich bin kein YouTube-Partner. Das heißt, ich kriege nicht mal gerade irgendwas für die ganzen Watches und Aufrufe und überhaupt. Ist ja unerhört. Macht das ja quasi freiwillig. Wer ist das eigentlich? Nee, ich will gar nicht fragen. Ich will gar nicht gespoilert werden. Ich will auf die volle Story warten, auf den vollen Release des Games. Tja, da sind wir im Schnee. Komm, schwing dich. Bruder, wir haben Dinge vor. Calvin muss geschlagen werden. Why? Ich habe einen Post auf dem Discord gemacht, warum? Unter Neuigkeiten. Und müssen alle ihre Festung an dem See bauen, weil irgendwie machen das alle, oder kann ich einen Standort aussuchen? Nee, man kann bauen, ich kann auch hier, wo ich stehe und gehe, kann ich mir auch was bauen. Das ist komplett Ralle. Aber es gibt halt gute Orte, etwas zu bauen und nicht so gute. Und da man hier konstant von den Ureinwohnern belagert wird, gibt es einige Orte, die nicht so gut sind zum Bauen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Mucke etwas lauter machen hier. Audio. Warte mal, Master, guck mal. Ich schneide mal ein bisschen hoch hier.
Kelvin, mein Bester, guck mal, ich hab hier was für dich. Shit. Oh, ich hab mir jetzt wirklich umgebracht, oder? Oh. Kelvin! Kelvin! Wach auf! Scheiße. Ich dachte, man kann ihn. Ich wusste nicht, dass man ihn jetzt schon umbringt. Ich dachte. Kelvin, brauchst keine Schneeengel mehr machen. Kelvin, dein Arm ist irgendwie ein bisschen. Wenn du den Arm richtig einrenkst, dann geht's dir, glaube ich, wieder gut. Ich dachte wirklich nicht, dass man ihn jetzt schon umbringen kann. Warum bin ich eigentlich so hell? Weil ich Schnee vor meinem Gesicht habe, deswegen wahrscheinlich. Den konnte man wiederbeleben, aber ich weiß nicht wie. Ja, man kann in den Dateien rumschreiben, um ihn wieder zu beleben. Kelvin, ich habe noch Dinge mit dir vor. Du kannst jetzt hier, du Schlafmütze, hey. Hallo. Fummelt er sich hier selber in den Taschen rum, ich glaub's nicht. Das war echt Speedrun, Kelvin umzubringen. Es tut mir leid, Kelvin. Ich kann noch eine Decke geben. Dann kann ich dich ein bisschen zudecken. Guck mal da. Wow, ich decke dich noch nicht mal zu damit. Das ist ja unschön. Okay, das hat ja jetzt nicht so gut funktioniert. Kacke. ja. Hm. Pass auf, ich lege noch mal eine Lampe hin. Vielleicht geht ihm ja dann noch ein Licht auf. Und er kommt wieder ans Leben da. Jetzt habe ich es weggesteckt. Ich wollte es eigentlich ihm hinwerfen. Ich habe noch Dinge mit dir vor, sagt er zu einer Leiche. Ja, wenn du es so drehst, dann klingt das jetzt etwas... Shit. Verdammt. Egal. Ich glaube, dem geht's hier gut. Den haben wir jetzt hier eine schöne Plane hingelegt. Und wer weiß, vielleicht ist er ja zur nächsten Session im nächsten Stream schon wieder da. Gut, ich glaube, wir flüchten erstmal von der Crime Scene hier. Wo wollen wir denn mal hin? Wir haben hier die ganze Windel. Die ganze Insel steht uns offen. Was geht hier für eine Party ab? Ja, wir feiern gerade die Rettung von Kelvin hier. Whoopsie. Ich glaube... Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Ich habe hier so ein Notfallkit. Ja, ich weiß, wie der Hase läuft hier. Komm, ja. Ich mach dich auf. Wir holen mal ganz kurz all unser Zeug. Guten Tag, Grüße aus Österreich. Oh, Grüße zurück. Hallöchen, Nasi. Herzlich willkommen. Ich habe auch mal in der Analytics geguckt. Ich habe tatsächlich einige Zuschauer aus Österreich und der Schweiz. Voll krank. Irgendwie sieht das hier alles nicht so wirklich begehbar aus, ne? Ich meine, ist mir eigentlich egal, oder? Jeten wir uns einfach mal darunter. Wenigstens haben die Kannibalen was in der Tiefkühltruhe. Das ist richtig. Kelvins Körper wird da eigentlich ganz gut preserved. Das heißt, selbst wir können da ja später mal hingehen und einfach mal gucken, wenn wirklich Not am Mann ist, wenn wir wirklich Hunger haben, was Kelvin denn noch so zu bieten hat, weißt du? Hier waren Stöcke. Ich hab so... Ja. Sorry, wir sind ganz am Anfang von Forest. Ich muss einfach alles weglooten, was ich finde. Grüße Brex und hi Perfect Man. Oh mein Gott, Kreuch! Kreuch ist hier wieder am Rumpfleuchen. Mein Bester. Schreit er mich hier plötzlich an? Ist hier unerhört. Ich spam einfach die ganze Zeit eh auf dem Boden, weil ich einfach noch gierig nach allem bin, was ich so finde. Tut mir leid. Spring. Nee. Warte mal, irgendwie ist der Chat sehr, sehr langsam. Kann das sein? Pass auf, ich kann ja mal den Chat hier wieder herstellen. Dann habe ich den etwas schneller wieder. So, dann kann ich nach oben den Chat nämlich angrützen. Grüße auch Magdeburg. Magdeburg. Grüße nach Magdeburg. Hallo? Was geht ab? Ist ja krass, von wo weit die Menschen wegkommen. Okay, ich grabbel weiter einfach alles ab. Ich würde sagen... Wir haben ja einiges zu tun. Wir sollten uns möglichst schnell ein Lägerchen suchen. Spring Wasserfall runter. Ja, den Scheiß werde ich. Ich will auch nicht so schnell draufgehen wie Kelvin. Ich will erstmal ein bisschen Survival. Also das war mal gezielt. Das tut mir jetzt so leid. Ich habe euch ja am Anfang des Streams die Story erzählt, wie wir ein Eichhörnchen hoffentlich gerettet haben. Und jetzt bin ich hier einfach und... Naja, es ist ein Geben und Nehmen.
War die anderen geben und ihr nehmt. So. Ist eigentlich schon ganz cool hier, ne? Also, ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut. Perfect Man ist soeben zum Unruhestifter geworden, okay. Bleib ruhig, benimm dich, dann darfst du auch weiter bleiben. Grüße aus Güstrow. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber Grüße zurück. Güstrow? 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 Greenpeace ist auf dem Weg. Adi, die knall ich auf weg mit meinem Beil. Die haben gar nichts können, die. Ich würde ungern... Also ich müsste ein bisschen weiter runter, weil hier ist ein bisschen zu felsig. Hier breche ich mir einen ab, wenn ich irgendwie Baumstämme fälle oder sowas. Ich würde erstmal so ein bisschen landinwärts wandern, ja. Mal so gucken, was da so geht. Unterwegs natürlich hier noch ein bisschen Grundsteine legen für... Ne, ihr wisst es, Asphaltierung. Mit Freuden. Markus gehorcht mit Freunden. Mit Freunden. Darfst auch gerne mit Freunden gehorchen. Aber mit Freuden ist natürlich noch besser. Okay, perfekt. Das erste, was ich mir in den Schlund schiebe, ist natürlich direkt giftig. Danke dir. Was habe ich gemacht? Dein Abo ist gerade reingeflogen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zeitversetzt ist oder sowas, aber wenn jemand abonniert, dann kommt da halt so eine Nachricht. Wenn er die Abos öffentlich hat, meine ich. Ich glaube, nur so funktioniert das. Hier eröffnet sich mir ja echt was Schickes da unten. Guckt euch mal an, wie schön das hier aussieht. Gibt es denn hier schon Wege? Hier ist nur ein Bach. Was ist denn mit dir? Kann ich eigentlich? Ich habe doch kleine Steine aufgehoben, ne? Hey, Kollege! Oh, Kräuch hier, hallo. Wo willst du denn hin, mein Bester? Ach, da oben hin willst du? Ich glaube nicht. Ich werfe den jetzt einfach mit Steinen ab. Komm mal runter! Komm da her. Oh, mein Gott. Ey, was ein Sprung, dass der sich nicht alles bricht. Guck die Gretten nochmal an, die der dabei nimmt. Boah, jetzt fängt er an mit den ganzen Grüßen. Imba, was geht ab? Herzlich willkommen. Penthouse auf dem Berg einrichten. Ich habe jetzt keine Lust. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir. Du hast mich jetzt... Ich schmeiß dich so lange mit Steinen ab. Wow, Chris, sorry. Erschreck mich noch nicht so. Chris, auch ein Unruhestifter. Hier kommen mir zu viele Unruhestifter. Irgendwie 100 verschiedene Voicelines gibt es da. Und alle werden Unruhestifter. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Grüße aus Hessen, Grüße aus Braunschweig, Grüße zurück nach Braunschweig. In Braunschweig muss ich mich auch gleich reinbegeben, weil wir langsam aber sicher mal ein Örtchen für unsere Unterkunft suchen müssen. Grüße nach Braunschweig und auch Grüße nach Hessen. Ach, guck mal, der ist sogar ein Kannibale, ne? Scheiße, jetzt hat er mich schon gesehen. Hier ist auch ein Weg hier vorne. Man sollte in Sons of the Forest nicht in der Nähe von Wegen bauen, weil die Wege eben von den Ureinwohnern benutzt werden. So, ich schiebe mir mal einen Pilz in den Schlund. Mal gucken, was passiert. Oh, der war tatsächlich bekömmlich. Aber hier ist kein Weg. Hier ist auch so eine Mündung. Oh, hier ist ein richtig schnieker See, ne? Oh, hier kann ich Kelvin richtig schön Fische... Ja, hier hätte ich Kelvin richtig schön Fische holen schicken können. Verdammte Kacke. Wird wohl Zeit, dass Bauski Mod wird. Aber wirklich. Es wären zu viele. Es wären zu viele. Oh, okay. Jono ist salopp gekleidet zum Stream zurück erschienen. Salopp gekleidet. Das gefällt mir aber gut. Was haltet ihr von dem Spot hier? Ich meine, wenn wir hier so ein bisschen uns ein bisschen frei machen, den Lachs. Ich will die ganzen Hasen umbringen hier. Ich weiß nicht, ob das so ein... Ich wurde von der großen Metallhand im Himmel auserwählt. Okay, Heinblöd, dann, wenn du das sagst. Und You Games. Hallo, herzlich willkommen, was geht ab? Im Wasser bauen soll wir gut sein. Ja, ich kann im Wasser bauen, aber ich kann nur im Winter hier drauf bauen. Ich müsste also warten, bis es Winter wird, damit ich hier bauen kann. Heißt, ich würde tatsächlich sagen, ich mache mir hier einfach mal eine kleine Fläche frei. Oh, guck mal, hier sind sogar Fische. Das funktioniert ganz gut. Ich kann die einfach mit der Handkante, also mit der Axtkante, einmal schlagen. Das ist ja voll easy. Mal direkt nochmal zwei Fische. Dann können wir uns einen Drying Rack machen und ein Feuerchen und die dann einfach wegmachen. Oder ans Meer. Ja, ich habe schon eine Bude an der Küste in meinem richtigen Spielstand. Ich glaube, wir machen es hier. Was macht Gollum in Sons of the Forest? Ja, ach, der ist, glaube ich, ein bisschen vom Weg abgekommen. Der sucht gerade noch Frodo. So, wollen wir hier den ersten Baum fällen? Wollen wir es einfach tun? Bam. Wir fällen hier einfach den ersten Baum.
Kelvin ist nur der Körper gestorben. Der war schon vorher Brain AFK. So ist es. Da ist also die Hürde, die er zum Sterben nehmen musste, die war nicht sonderlich groß. Sind wir mal ehrlich. Hm, was will ich denn zuerst bauen? Ich sollte zuerst einen Unterschlupf bauen. Ja, guck dir dein Buch doch mal an. Ist ja wunderschön. Ich sollte zuerst einen Unterschlupf bauen, weil ich ja meine einzige Plane benutzt habe, um Kelvin eine Decke zu geben, was super gut funktioniert hat. Einfaches Feuer wäre natürlich auch gut, dass wir ein Feuer hätten zum Dinge anzünden, vor allem zum Essen braten. Ich bräuchte aber eher Strukturen. Warum bin ich im falschen Modus? Ich glaube, ich bin im falschen Modus. Ich müsste mir so eine kleine Unterkunft da, so einen kleinen Jagdunterstand. Den müsste ich mir mal machen. Einfach, weil ich es kann. Warum kann ich es denn hier nicht? Deine Videos sind richtig lachig. Ey, danke dir. Freut mich sehr. Geil, dass es dir gefällt. Und geil, dass du hier auch im Live bist. Lass mich das doch bauen. Warum nicht? Was habe ich dir getan? Warum gibst du mir jetzt diesen? Ah, okay. Baue ich hier vorne hin. Okay. Wir brauchen Baumstämme. Das trifft sich gut. Die liegen hier nämlich auch gerade rum. Warum habe ich so wenig Leben? Ich sollte, glaube ich, mal ganz kurz mir eine Medizin reinknüllen. Sag mir doch immer, dass ich so wenig Leben habe. Dr. J, hi, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hast du schon Katana? Du, ich bin vor ungefähr 2 Sekunden abgestürzt. Mach mal ganz kurz ruhig. Ich muss ganz kurz mal meinen ersten Unterschlupf bauen. Und dann gucken wir mal weiter, was so geht. Ja, ein Stamm zu wenig. Das tut mir leid, aber dann muss ich ja leider noch einen Baum fällen, ne? Ich meine, die Kannibalen und sonstiges wird mich ja hoffentlich erstmal in Ruhe lassen. Ich hoffe zumindest. Gar keinen Bock auf die. Ich werde Böses mit Bösem bekämpfen. Okay, Jonas, ist eine liebe Seele, aber nur manchmal. Ja, dann hoffe ich, dass wir gerade den lieben Partner der Seele hier bei uns im Chat haben. Okay, wir können einmal speichern. Wunderbar. Dann speichern wir den Lachs ja einmal. Oh, wir können es jetzt benennen. Ström. Ist Tram. Ström. Bam. Wunderbar. Haben wir es gespeichert. So, und jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich hier schon Zäune bauen. Hanna, ich lege es erstmal... Wo wollen wir es denn hinmachen? Ich lege es einfach erstmal hier vorne hin. Einfach, damit wir es hier liegen haben. Dann sammeln wir mal ein paar Stämme. Ich weiß nicht genau, warum, aber wir sammeln sie erstmal. Bertel, was machen Sachen? Ja, gerade einfach Sachen machen. Einfach Sachen machen, weißt du? Einfach mal so ganz entspannt ein paar Sachen machen. Der Stumpf hier, der geht mir richtig auf die Eier. Habe ich gerade beschlossen. Was ist das Ziel in dem Spiel? Hauptsächlich überleben. Also ursprünglich ist das Ziel, du kommst als Soldat auf diese Insel. Oder als Security Guard oder sowas. Und sollst eine reiche Familie finden, die auf der Insel verloren gegangen ist. Aber dein Hubschrappschrapp wird abgeknallt. Und dann... Ich glaube, ich kann einfach einen Stock in der Hand nehmen für ein Lagerfeuer. Und dann kämpfst du hier plötzlich um dein Überleben. Und findest trotzdem weiterhin die Familie und sonstiges. Also es ist so ein... Kombination aus Überleben und Story. So, das hier einmal. Dann können wir es einmal anzünden. Dann haben wir unser erstes Feuerchen nämlich. Ist aber hell. Und dann gehen wir einmal ins Inventar, holen die Steine raus. Dann packen wir die da rein. So. Soll ich euch einen Trick verraten, wie ihr ein ewiges Feuer brennen lassen könnt? Ihr könnt Feuerholz machen. Ich muss nur ganz kurz noch ein paar Steine holen. Ihr könnt Feuerholz machen und mit dem Feuerholz brennt die Scheiße ewig. Ich schwöre euch, mit dem Ding brennt es ewig. So, es dürfen genug Steine sein. Tipp, eine Schrotflinte ist am Start sehr gut. Wo gibt's denn die Schrotflinte? Ich habe die in meiner richtigen Welt noch nicht mal gefunden. Das wäre auch noch sowas, was wir mal machen könnten im Video. Einfach die Schrot finden. So, pass auf. Wie machen wir das denn? Pass auf, komm mal her. Wenn ich dich hier vorne einfach hinlege. Und dann kann ich dich dann hier halbieren. Und dich dann nehmen, kann ich dann hiermit auch noch... Kann man hieraus nicht Feuerholz machen? Ich wollte Feuerholz... Nee, ich kann es anspitzen. Ich wollte aber eigentlich hiermit Feuerholz machen. Kann man daraus nicht Feuerholz machen? Bin ich dumm? Fangfrage. Bin ich dumm? Ja, Kelvin ist leider beim Hubschrauberabsturz gestorben. Ist ein Bug gewesen vom Spiel. Der hat es leider nicht geschafft. Leider sind wir diesmal der einzige Überlebende. Ist ein seltenes Event, aber kann vorkommen, dass Kelvin einfach auch beim Flugzeugabsturz stirbt. Das ist bei mir leider gestehen.
Darkis, hi. Dino, du da bist in aller Ewigkeit. Ich hoffe, du weißt, was dich da eingelassen hast. Und Johannes geht rein in den Dreck. Ab ins Schlammbad. Ob du willst oder nicht. Danke dir, herzlich willkommen. Bin ich dumm? Du musst seitlich dazu stehen. Also so. Jo. Ich danke dir für diesen Tipp. Ich danke dir. Das heißt, wir könnten jetzt hier einmal Feuerholz platzieren. So, dann machen wir das jetzt hier auch nochmal. Mein Bester, ich würde ganz gerne... Ich würde den Stamm hier ganz gerne teilen. Lass mich... Ja. Also ich finde das Bausystem eigentlich sehr intuitiv und nice, aber manchmal hat es so... Manchmal hat es so seine Eigenarten. Aber jetzt hat es mir gerade schon so angezeichnet. Na komm. Du willst doch. Willst du? Ja, du willst. Lass dich spalten. Lass dich... Ich danke dir. Die Gerüchte besagen, dass du darum Granaten an Kelvin ausprobiert. Ja, Gerüchte, weißt du, Gerüchte. Brauchst du gar nichts drauf geben. Gerüchte. So, ich lagere hier ganz kurz ein ganz kleines bisschen Feuerholz. Und dann können wir das hier einfach ins Feuer legen. Genauso sollte das, glaube ich, im Feuer sein. So. Genau so nämlich. Okay. Dann kann ich das hier nochmal spalten. Und du siehst doch so schön spaltbar aus. Jawoll, ja. Okay. Und wenn wir die beiden jetzt auch noch reinlegen. Ich glaube, einen können wir extra noch reinlegen. Jawoll. Guck mal, wunderschön. Und das brennt jetzt erstmal die ganze Weile. Und weil das Feuer so schön brennt, können wir einmal hier einen Raw Fish reinlegen. Und vielleicht auch noch einen. Mir denkt, die Gerüchte sind wahr. Quatsch. Gerüchte. Alle keine Ahnung. Kelvin ist beim Heli-Absturz gestorben. Ich werde meine Ehre beweisen. Blö, beweist deine Ehre. Danke dir. Hast du eben bewiesen. Durch das Drücken des Abo-Knopfes. Danke dir. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist. Mein Akku ist alle bei. Okay, schade, Panda. War schön, dass du da warst. Tschüss. Wieso kannst du nur im Winter im See bauen? Kannst du doch einfach viel schlimmer... Ja, theoretisch schon, Jono. Nur ich müsste halt echt viel Zeit aufwenden, um hier mit meinen Stämmen nach vorne zu kommen. Und im Winter kannst du halt einfach drauf... laufen. Oh. Ich kriege Getränke gebracht. Warte mal. Ist mein Fisch schon fertig? Ich sehe meinen Fisch jetzt nicht mehr hier drin, ne? Das ist natürlich etwas ungut. Guckt Fisch. Okay, der ist fertig. Merke, wir learning by doing. Oh, danke schön. Prost. Ich habe gerade ein Wasser in einer roten Verpackung bekommen. Genau, der Kelvin hat den Granatapfel gegessen. Weil ihr macht viel bessere Jokes als ich. Ich muss gar nichts mehr machen. Ich kann einfach ruhig sein und ihr macht einfach die Jokes. Was haltet ihr dann davon? So, esse mal ganz kurz einen Fisch, wie ein normaler Mensch den isst. Und zwar den Kopf abbeißen, dann zwei Bisse nehmen und dann drei Viertel des Fisches wegwerfen. Wir müssen weiter ein bisschen. Also, ist ja auch wichtig, dass der Boden mal etwas Luft bekommt hier, ne? Was ist eigentlich aus Timmy von The Forest geworden? Je nachdem, welches Ende du hast, ist er entweder komplett wegmutiert oder der lebt noch mit ein paar Einschränkungen. Aber in diesem Spiel gibt es tatsächlich ein Buch von Timmy selber, welches von Parallelwelten schreibt. Was eventuell darauf hindeutet, dass diese Welt hier eine Parallelwelt von The Forest ist. Was ganz spannend ist. Ich lagere übrigens gerade einfach nur meine Stämme. Die parke ich einfach mal ganz kurz da. Mache ich auch immer sonst, wenn ich zum Einkaufen fahre oder so, dann brauche ich extra immer extra noch einen Parkplatz für meinen Stamm. Muss ja auch irgendwo Platz finden. So, das alles einsammeln. Meine Freunde sagen mir, man spielt Timmy. Ja, dann haben deine Freunde leider Unrecht. Das ist eine Theorie, die aber falsch ist. Man ist nicht Timmy. Vielleicht ändert ihr auch noch was an der Story und irgendwann ist man Timmy, aber man findet halt selber Bücher von Timmy in dieser Welt. Aber man selber ist tatsächlich jemand anderes. Ich finde das Bäumefällen immer noch so geil, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich sagen soll, aber das Bäume... Wie schreist du denn so? Mein Kotze kommt hier rein und schreit und geht wieder raus. Richtig aus!
Was hast du? Was möchtest du von mir? Was ist mit der Schneelandschaft passiert? Ist ein anderer Spielstand. Ein anderer Spielstand. Und dieses Game hat tatsächlich Jahreszeiten. Und wir befinden uns gerade im Frühling, Herbst, irgendwas dazwischen. Was ein Swagger. So ist es. Hallo, bin zu spät und hab die Katze? Hi Locke, was geht ab? Herzlich willkommen. Schön, dass du trotzdem da bist. So, wir haben jetzt schon mal hier eine Mauer. Das ist nur mein Stammlager, das wird jetzt noch kein... Wir können jetzt schon anfangen, was zu bauen, aber ich würde ganz gerne einfach mir ein bisschen die Beine vertreten. So ein bisschen rumgucken, mal gucken, was so geht. Wir speichern nochmal ganz kurz den strömigen Spielstand. So. Es wird ja auch irgendwann Nacht, ist das Problem. Vorne ist doch noch ein Stamm, habe ich doch gerochen. Ich riech das doch. Einsame Stämme sind doch mein Fachgebiet. Eine Mauer wäre natürlich auch echt geil. Eine schicke Mauer zu haben. Ich würde mir auch ganz gerne einmal einen Speer craften. Timmy soll angeblich der sein, der mit dir im Hubschrauber mitgeflogen ist. Der alte Mann ist angeblich der Protagonist vom Vorteil. Okay, die Story kenne ich noch gar nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Das Spiel ist ja noch nicht ganz draußen. Und es wird ja noch weiter die Story... Doof. Es wird ja gerade noch weiter die Story erweitert. Ich glaube, sobald die Story ganz draußen ist, kann man da, glaube ich, mehr zu sagen. Alles klar, viel Erfolg beim Lernen. Viel Spaß dabei. So. Jetzt haben wir auch einen Speer. Ich weiß, ich mag den Speer. Der braucht super viel Ausdauer beim Schlagen, Machen, Tun, aber... Oh, ich will mit den Rehen schon wieder Fangen spielen. Aber die Rehe zu erwischen mit dem Speer ist halt echt, echt next level. Die musst du halt, die kannst du halt abwerfen mit dem Speer, aber dann rennen die einfach weiter. Das juckt die einfach maximal gar nicht, wenn du den Speer in den Kopf haust. The Great Wall of Yodarums Land. Ja, also von der Great Wall sind wir noch ein bisschen ab. Na komm, Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen. Sorry, Eichhörnchen. Ich muss meinen eigenen Drang stillen. Oh, okay. So, dem war warm. Ich pell den nur einmal so ein bisschen, weißt du? Und fett war der auch, deswegen klaue ich mir ein bisschen was. Und jetzt rennt es weiter. Seht ihr, da hinten läuft es. Das war wichtig. Können wir eigentlich einmal braten oder wir stellen hier einen Trockenrack auf? Ich mag ja diese Anfangsphase von The Forest, wo man einfach noch so ein bisschen gar nichts hat. Das ist irgendwie cool. Kann ich hier trinken? Ich kann hier trinken, das ist gut. Hier darum einfach Tierarzt, so ist es. Bring die Tiere zu mir. Ja, ich muss noch mein GPS ausrüsten. Wunderbar. Schöne Sache, das Harry. Reaper TV, hallo und herzlich willkommen. Na, was geht ab? Wie können eigentlich die Stämme so gerade bleiben? Werden die gestützt? Nein, die liegen einfach aufeinander. Ich bin einfach sehr gut im Stapeln. Die liegen einfach ganz entspannt aufeinander. So, die Map einmal weggepackt. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas Spannendes in der Umgebung ist. Wollen wir mal gucken, ob hier irgendwas ist. Virgie! Mein Liebe, mein Leben, mein Alles. Hi! Ich will dich, bitte bleib hier! Ich hab einen Stein für dich. Guck ihn dir an. Hier! Hier ist der Stein. Nimm ihn. Okay, Virgie wird aber wiederkommen. Das war unser Dreibein, unser Galoppelhoppel. Die kommt aber wieder. Die kommt wieder. Keine Sorge. Und jetzt, da wir Calvin nicht haben, bin ich noch einsamer. Also, warum spielst du nicht die Welt mit der Schneelandschaft? Wurde sich gewünscht, dass ich eine neue Welt starte. Dass wir komplett von vorne einmal starten. Wir können einmal gucken, ob irgendeine Höhle in der Nähe ist. Hier ist tatsächlich eine Höhle in der Nähe. Wollen wir da mal reinluschern? Einmal gucken. Nur mal gucken. Wir müssen eigentlich ein bisschen bauen und Schutz und sonstiges, aber einmal luschern. Einmal Lucky Lucky machen. Und ist hilfreicher als Calvin. Ja, ich meine, Calvin kann ja immerhin ein bisschen Zeugs... Oh, die ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Ein bisschen Zeugs ranholen, weißt du? Aber Virginia kann man halt eine Waffe geben. Oh! Komm her! Komm schon. Radio reicht nicht aus für den Scheiß. Oh! In den Nacken rein.
Oh, Tierarzt ist wieder am Start. Auch diesem Tier war offensichtlich warm. Ein bisschen Rind, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Omnomnom. So. Und das erholt sich gleich wieder. Den habe ich jetzt in meiner Speerspitze, ist ein Betäubungsmittel. Und das muss halt sehr, sehr tief rein. Und dann wird es betäubt und jetzt schläft es. Und dann wacht es gleich wieder auf. Wenn wir nicht hingucken, dann ist es wieder da. Oh, hier sind noch Fische. Voll gut. Oh, come on. Ich hab ein Aim. Ne? Also, wenn ihr mich kennt oder wenn ihr Videos von mir kennt, ich habe halt legit... Oh. Der Fisch, der wacht irgendwann wieder auf. Legit kein Aim in irgendetwas. Das ist schlimm. Entspricht das Spiel deinen Erwartungen? Zu Release noch nicht, aber immer mehr. Immer mehr. Das war schon bei The Forest so, dass es sehr früh released wurde. Und dann wurde es immer weiter erweitert. Immer erweitert, immer erweitert. Und als es komplett raus war, war es ein mega solides Spiel. Und hier ist es, glaube ich, auch so. Aktuell, wenn ihr das mögt, so ein Spiel, holt es euch jetzt schon, habt ein bisschen Spaß damit. Wenn ihr es einfach nur spielen wollt, uns einmal durchzuziehen und es dann nie wieder anzufassen, wartet darauf, bis es ganz draußen ist. Weil die Story ist noch nicht ganz fertig. Ihr könnt noch nicht alles bauen, was ihr später noch bauen könnt und überhaupt. Also, kurz ein bisschen Wasser aus der roten Dose trinken. Ja. Also wartet noch einen Moment, ist mein Tipp. Außer ihr habt super viel Spaß an solchen Spielen, an solchen Klötzchen-Aufbauspielen, so wie ich. Dann holt es euch jetzt schon, aber aktuell würde ich sagen... Oho! Okay, ganz ruhig. Bam, wir lassen mal ein paar Mutanten frei, wa? Gucken, was hier so geht in der Höhle. Höhlen-Action! Gerüchte besagen, dass Yudarum kein Arzt ist. Das sagen dieselben, die behaupten, ich hätte Kelvin umgebracht. Das sind die gleichen Verschwörungs... Die gleichen Folienkartoffeln. Also die deutschen Aluhutträger. Die sowas behaupten. Danke für deine Lumpen. Das nehme ich mal alles gerne. Oh, danke, danke, danke. Danke dir. Ganz viele Lumpen. Ist das einfach Fleisch? Kann ich das einfach essen? Sollte ich das essen? Ich glaube nicht. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Hier sind voll viele Skelette. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Die werden ja noch nicht als Skelette geboren worden sein, wa? Ich bin seit 10 Minuten da. Was ist mit ihm passiert? Kelvin ist beim Hubschrauberabsturz tatsächlich gestorben. Das ist ein random Event. Das kann passieren. Das sind Totenköpfe. Das sind ziemlich viele Totenköpfe. Holy schmoly. Ich bin dafür, dass das keiner von unseren wird. Ah, da unten kreucht und fleucht es. Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber ich sehe es schon. Da unten kreucht was. Oh. Habe ich da keinen Bock drauf. What's up, Doc? Nicht viel. Ich habe Respekt vor dem, was hier unten krabbelt. Eine Leuchtfackel. Ich meine, die könnte ich ja einmal ganz kurz... Oh, sorry für den Flashbang, aber... Mach mal hier ganz kurz an. Ja, perfekt. Ja, wunderbar. Direkt da unten stehen sie direkt. Ja, ist doch perfekt. Direkt aufgescheucht, das Volk hier. Hab Kreuch und Fleuch schon vermisst. Ja, hier sind die Vater und Mutter von Kreuch und Fleuch, glaube ich. Lass sie, mein Speer ist in deinem Kopf drin. Lass mich doch. Jawohl. Lass mich dich bitte cheesen. Ich bin ja ein Fan von fairen Fights. Aber ich bin noch ein größerer Fan davon, wenn ich einfach nur die Scheiße aus den rausschießen kann und mich nicht mit dem beschäftigen muss. Seid gegrüßt. Ja, sei auch du gegrüßt, Hamburg-Deal. Hamburg. Hamburg-Deal. Okay, ich glaube, ich muss in den richtigen Kampf hier rein. Upp. Kommt her! Ich habe keine Rüstung, ne? Die klatschen mich so weg, wenn die mich einmal richtig kriegen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen. Pass auf. Asylum of Gaming. Hi. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Na komm doch ran. Trau dich doch. Was ist denn los? Immer große Klappe und kaum mal mit dem Speer in der Hand. Ist er hier noch am Rumwuseln oder was? Komm doch. Mach doch hier nicht. Komm doch her jetzt. Ich will halt nicht zu weit reingehen, weil es halt zwei sind und die dann...
Von hinten kommen. Kaba, reitet in die Schlacht. Viel Spaß dabei. Ich will dich doch nur schlagen. Ohne selber geschlagen zu werden. Oh. Komm. Du willst es. Ich sehe das doch in deinen Augen. Oh, der andere steht da wieder so gut. Genau, dann geht er weiter. Der andere ist halt hinter mir. Oh mein Gott, ich bin schon fast tot, ne? Oh mein Gott, ich bin schon fast tot. Könnt ihr ganz kurz eine Runde chillen? Achtung, Flashbang in 3, 2, 1. Muss mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas zu beißen habe. Ich könnte ein bisschen Fleisch essen. Bringt mir Fleisch auch Leben wieder, wenn ich Fleisch esse? Ich mach das mal. Wir lernen ja nie aus. Ja, es regeneriert jetzt so ein bisschen Leben. Bringt mir jetzt aber nicht allzu viel irgendwie. Wie kriege ich den denn gekillt, ohne selber zu sterben? Das ist mein erster Tag hier und ich lege mich direkt schon mit den Mutanten an. Auf jeden Fall eine gute Idee. Na komm, du kleiner Krabbelheinz. Jawohl, da haben wir die Nummer 1. Okay, ich pelle den mal ganz kurz. So. Der andere Mutant, der lässt mich das hoffentlich auch machen. So, ich pelle den mal ganz kurz, weil ich kann mir seinen Torso um meinen schnallen. Wann kommen wieder Folgen von Minecraft Zombie Apokalypse? Das ist eine gute Frage. Flashbang, sorry. Das kann ich dir gerade gar nicht so ganz genau beantworten. Hier irgendwo eine Dönerbude. Oh, ja, unten links um der Ecke. Aber danke dem Mikro. Vielen lieben Dank. Hallihallo. So, jetzt haben wir hier schon mal so einen Güllearm. Der beschützt uns schon mal ein bisschen. Dann haben wir hier jetzt noch einen rumflitzen, ne? Irgendwo hier flitzt er noch. Wann Zombie-Apokalypse kommt? Ja, ich konzentriere mich gerade auf andere Videos, aber es kommt auf jeden Fall. Ich kann nur nicht sagen, wann. Es tut mir sehr leid für alle, die auf Zombie-Apokalypse warten. Ich würde es gerne weitermachen, aber ich weiß noch nicht genau, wann es kommt. Wo ist denn der andere Kollege? Ach, guck mal da, der kreucht es. Hi. Du, ich habe deinen Kollegen, der liegt da oben. Möchtest du zu dem, sag mal. Da ist noch einer! Was soll denn das? Oh mein Gott, ich bin fast tot. 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 Shit. Ich darf nicht mehr getroffen werden. Was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwas essen? Kann ich mir einen Draht einfach umschnallen oder so? Und was ist dein Lieblingsspiel? Oh, das kommt ganz drauf an, wann du mich fragst. Vor 3 Wochen war es Titanfall. Jetzt ist es... Ich hab nicht so das eine Lieblingsspiel. Also, ist echt schwierig zu sagen. Ich würde dich ganz gerne... Verfügt über mich. Okay, Finn, ganz ruhig. Mach ich, aber... Mach entspannt. Hast du jetzt gerade meine Lampe umgenockt? Markus ist ein Schütze, aber ein schlechter. Schieß einfach nicht... In Richtung Stream. Okay, pass auf. Ich mache jetzt was Mutiges. Ich nehme mir die Leiche und renne. Ich schnapp mir die Leiche hier oben hin. Lege die hier einmal ab und dann schnapp ich mir einmal kurz seine Rüstung. Wir machen das jetzt ganz strategisch. Und mit der Rüstung kann ich dann wieder mehr in den Fight reingehen. Okay, dann spielt er ein bisschen im Wasser. Ich ziehe mir mal ganz kurz wieder seinen Bruder hier an. Okay, da haben wir ihn jetzt um den Arm. Und jetzt versuchen wir den. Jawohl. Da ist noch einer! Die Rüstung ist schon wieder weg, ne? Ich bin fast tot. Ich bin halt schon wieder fast tot. Scheiße. 2 Stück sind da jetzt am rumkriechen. Wie soll ich denen im Herr werden? Du kannst die Leiche essen. Ja, aber nur weil ich es kann. Also, das hört sich jetzt nach keiner guten Idee an, um to be honest. Okay, den hätten wir. Ich schnapp mir ganz kurz wieder die Leiche. La. Ganz kurz wieder ablegen hier den Lumpen. Ganz kurz wieder aufschneiden. Boah, das ist ja... Boah. Was ist dein Lieblingsfilm? Habe ich mehrere. Die Herr-der-Ringe-Trilogie, so ganz langweilig. Es gibt so einen uralten Robin Hood-Film von Disney. Den finde ich voll geil, diesen Cartoon-Robin Hood-Film. Die Werner-Filme. Werner Beinhardt oder Werner Eiskalt haben einen Sprachgebrauch sehr geprägt damals. Finde ich auch sehr, sehr geil. Und Gladiator mit Russell Crowe. Der hat mir auch mega gut gefallen. Okay, da kommt er. So, den kriegen wir jetzt. Hör auf, hier rum zu hoppen. Jawoll, ja!
Lass mich dich beschneiden. Yes! Woo! Woo! We did it! Hell freaking yeah! Oh. Warum sehen die Farben, wenn du das Feuerzeug anmachst, so komisch aus? Das Feuerzeug hat so ein... Foxy, mach ich. Lass später machen, wenn ich den Stream ausgemacht habe. Achtung, Flashbang. Eine Flashbang. Jetzt Flashbang. Das Feuerzeug hat einfach so ein... Das ist so ein Elektrofeuerzeug. So ein Knisterfeuerzeug. Das hat einfach ein sehr merkwürdiges Licht. Deswegen leuchten die anderen Sachen so merkwürdig. Okay, hier ist ganz viel Shit. Geil. Oh mein Gott, war das Medizin? Jawohl, oh, Medizin. Ich bin wieder full life. Ich bin nicht mal mit einem Hit tot. Also, ich werde langsam full life. Oh, ein Kreuz. Oh, weiche Dämon. Weiche. Cool. So, einmal den Computer kaputt machen. Da kriegen wir nämlich ein paar Elektroparts raus. Geht sie noch weiter? Nee. Und das meinte ich mit erweitern. Hier könnte halt bald die Höhle weitergehen. Wie alt bist du? Ich bin... 26. Sorry. Ja. Ab so einem gewissen Alter verschwimmt das so ein bisschen. Da muss man immer nachrechnen. Es tut mir sehr leid. So nach dem 18. ist das irgendwie alles so ein bisschen... verschwimmen die Geburtstage. Alter Sack. Hör mir auf. Außerdem selber. Guten Tag, der Herr. Es wird nicht geschlafen auf der Arbeit. Hey! Wenn ihr Bauarbeiter oder sowas seid, also beruflich, kleiner Tipp, wenn ihr schlafen wollt, legt euch immer unten an eine Leiter. Falls jemand kommt, denkt ihr einfach, ihr seid von der Leiter gefallen. Dann bekommt ihr noch Mitleid, anstatt angeschissen zu werden. Ist doch perfekt. Eine Zeitung, wunderbar, eine E-Mail, aber... Okay, for your information, this is what we are looking for. Okay, die suchen diese Gesteine hier, die hier überall sind. Ich suche danach aber nicht, ich suche eigentlich nur nach... Oh, hab ich mich jetzt von meinem Schatten erschrocken. Ich suche eigentlich nur noch ein bisschen Spaß. Oh. Nee, ich bin erst 25. Ich bin noch nicht so alt wie du. Okay, erst 25. Du Jungspund. Ich wette, dein Rücken tut auch noch nicht weh, wenn du aufstehst. Das kommt aber. Gib dem Ganzen noch so ungefähr 12 Monate. Das kommt. Ach, Gülli. Hi, Gülli. Das ist Gülli. Gülli ist hier ein bisschen im Weg. Ach, Gülli. Oh, Gülli. Alles gut. Ich helfe dir. Oh, Pixi, bist du zu dick? Bist du zu dick? Nimm einfach die Datei raus, die dafür sorgt, dass die Mutanten sich bewegen können. Ich habe so ein Gefühl, dass die Mutanten... generell eine coole Idee. A, mag ich das Spiel mit Herausforderungen so, wie es ist. Und B, ich glaube, dass die Datei, die die Mutantenbewegung managt, wenn es eine einzelne Datei ist, noch andere Dinge managt, wie deine eigene Bewegung oder so. Mir tut alles weh, ich bin 20. Ja, der Verfall. Der Verfall beginnt sehr schnell. Gülli! Was habt ihr denn jetzt alle mit Gülli? Ja, Gülli. Das ist Gülli. Kennt ihr Gülli nicht? Ich werde meine Ehre beweisen. Oh, Patrick, ja, dann beweis sie doch mal und hilf mir hier, Gülli abzustechen. Der Beste, der steckt fest. Wir versuchen ihn gerade ein bisschen... Pass auf, ich mache Löcher in ihn rein, damit ein bisschen etwas rauskommt aus ihm, damit er hier frei ist. Weil der sieht so traurig aus. Na, als würde er hier gar keinen Spaß haben. Wir wollen ihm ja wieder Spaß im Leben geben. Deswegen mache ich hier gerade so einen Schweizer Käse aus ihm, damit Gülli ein bisschen Platz hat, hier durchzukommen. Gülli, alles wird... Oh mein Gott, Gülli! Ich meine, er ist durchgekommen. Kann man jetzt so sehen oder so? Hat mich gefreut, Gülli. War mein inneres Blumenpflücken mit dir. Darf ich hier einmal durch, Gülli? Oh, du hast ein paar Teile verloren. Ich esse gerade dein Bein, Gülli. Das wollte ich gar nicht. Naja. Ach, ich stehe auf den Stein. Das ist so laut. Okay.
Ich will gar nicht hier viel weiter reingehen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Just a flesh wound. Ja, mehrere gleichzeitig. F. Ja, F, F für Gülli. Ein Herz. Warum seid ihr eigentlich... Chat. Wenn ich mich erschrecke. Wenn ich am Rande des Todes bin irgendwo. Alle... Oh, geil. Ja, endlich. Oh, yes. Ihm passiert was. Er hat Schiss. Er kämpft so ein geil. Aber sobald irgendeine random Gülli-Figur... einmal so einen Schlag wegkriegt, alle direkt so, oh, oh Mann. Seid ihr denn alle so gegen mich? Was habe ich euch getan? Ach, du heilige Scheiß, guckt euch mal das da hinten an. Das ist mir eigentlich zu voll da hinten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich dem Speer in den Kopf hauen? Er hat meinen Speer. Danke dir. Danke dir, danke dir, danke dir. Ich wollte nur den Speer wieder haben. Ja, Mach mal kurz Sitz. Ich muss mal ganz kurz etwas ausprobieren. Was denn, wenn wir das hier mal ganz kurz auf die 3 machen? Weiche! Weiche, Dämon! Weiche, Dämon! Weiche! Bei der Macht Christi! Ich meine, ich bin zwar sonst nicht gläubig, aber wenn es gerade funktioniert... Los! Geh! Ich meine... ist immer noch besser, in der Bar an Gott zu denken, als in der Kirche an Bier zu denken. Hallo, geh, weiche, du bist durstig. Ja, ich habe gerade ganz andere Probleme, Spiel, tut mir leid. Weiche, mit der Macht, Gott, oh. Ist ja mit euch. Ist ja, bringt das irgendwas? Werner hat meine Jugend geprägt. Ja, ist so. Oh, guck mal, wie die hier rumhüppen. Ist aber mal gut. Treibt euch die Dämonen aus. Kelvin hat euch besessen. Ihr seid nicht ihr selber. Esst ein Snickers. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt hier nicht alle umbringen. Also kann ich theoretisch schon. Ich weiß nur nicht, ob ich fähig dazu bin, alle umzubringen. Ich will mich ganz gerne auf einen fokussieren. Autsch, und da hat er mich schon. Jawohl, einer ist weg, einer ist weg, einer ist weg. Okay. Okay, die rennt zu Gülli da hinten. Das kommt mir eigentlich ganz entgegen. Könnte ich ihn nämlich ganz kurz aufschneiden. Okay, einen Kopf. Ihr müsst immer versuchen, den Kopf zu treffen. Also nicht so wie ich. Kopf macht nämlich echt deutlich mehr Schaden. Jetzt kommt der nächste hier an. Ja, komm schon. Oh, oh. Komm, du liegst doch gleich. Ich hab's im Gefühl. Oh, meine Rüstung ist fast weg. Meine Rüstung ist fast weg. Geht! Kommen noch Red Dead Folgen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh nein, meine Rüstung ist jetzt komplett weg. Da liegt so ein leckerer Körper rum. Ich würde den ganz gerne einmal looten. Also, was heißt looten? Ich würde ganz gerne einmal seine Rüstung um mich schnallen. Was mache ich hier eigentlich? Ich könnte einfach entspannt im Wald sein und Häuser bauen. Ich gehe mal eine Höhle auschecken. Guck mal, hier ist doch eine Höhle daneben. Okay, das war Nummer 2. Das war Nummer 2. Komm. Eier, Eier, Eier. Einer ist noch. Einer ist noch. Ist mir egal. Der wird schon nicht kommen, während ich den hier aufschneide. Okay. Oh. Müde und durstig. Ja, ich habe andere Probleme. Trink mal ein Energy. Das könnte ich eigentlich tun. Das soll wohl alles mit dem Kreuz gehen, ohne bekämpfen. What? Oh mein Gott. Fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Oh. Oh. Also, der Survival-Horror, den spüre ich aber gerade. Das war's jetzt ja aber, oder? Darf ich euch jetzt mal ganz entspannt ein bisschen ausschneiden? Oh. Mach doch einen Mod, wenn wer 100 Euro donatet, musst du Spielstand löschen. Ist nach einer Stunde Millionär. Ja, so funktioniert das. Jeder wird direkt 100 Euro am Start. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass ihr das alles kostenlos bekommt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist einfach kostenlos. Genießt einfach den Content. Irgendwann mache ich auch Kanalmitgliedschaft bestimmt wieder oder so, aber seid erstmal da. Seid erstmal glücklich. Genießt die Zeit. Habt eine gute Zeit. Ah, so, die sind jetzt alle bei Kelvin. Und ich muss mal ganz kurz mir ein paar Rüstungen wieder um den Körper schnallen.
Nice. Oh, 4 Mutantenrüstungen. Und ich wollte mir ja einen Energy einmal reinknüllen, ne? Pass auf, das mache ich einmal. Ja, ein Energy-Riegel. Ihr kommt aufs Gleiche raus. Ich sollte mir zwar auch ein Energy nehmen, einfach weil ich Durst habe, aber doppelt hält besser. Drrrt. Wunderbar. So, jetzt sind wir wieder ready, einmal ein bisschen weiter durch die Höhle zu gehen. Und wenn mich hier schon 4 Mutanten empfangen haben, ich will eigentlich hier gar nicht viel weiter reingehen. Ich hab Schiss, was mich hier noch so erwartet. Okay, ein Seil erwartet mich hier. Das ist jetzt erstmal nicht so gruselig. Was steht hier? Gort. Wer heißt denn Gort? My co-workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves. In complete darkness. Oh, was ist denn mit dir? Ritzen, Richard. Ist doch gut. Oh mein Gott, macht der Damage. Der haut mir komplett meine Rüstung weg. Ja. Oh, okay. Huh. Und da liegt er. Okay. Elegant mit dem Speer wie eh und je. Ich mag deinen Content, auch deine Warum Metal Videos sind nice. Dankeschön fürs Ansehen von dem Content. Auch fürs Ansehen für die der Warum Metal Videos. Sehr cool. Sorry, dass das Inventar immer so hell aufblitzt. Ich werde selber immer davon mega geblendet. Ich vergesse nur immer, euch zu warnen. Und auch mich selber zu warnen. Wieder ein paar Pillen. Okay. Ich hoffe, das war's jetzt hier aber mit Mutanten. Das war safe nicht mit Mutanten. Das war safe mit nicht. Die Höhle ist viel zu groß, um mich hier... Ja! Da hinten stehen sie doch schon wieder. Ich sehe euch doch da vorne. Guck sie dir an. Da. Oh. Mach ruhig. Ah. Ritzen Richard seinen Bruder zweiten Grades. Oh, vielleicht auch dritten. Ganz ruhig. Hör auf zu schreien. Alles wird gut. Mein Name ist Roy. Ich bin Magiesüchter. Hallo, Roy. Hallo, Atari. Hi. Na, viel Spaß mit deiner Magie. Ich bräuchte gerade auch mal ein paar magische Hände. Ritzen Richard 2. Ja, ja, ja. Warum habt ihr gerade alle eigentlich schon wieder F? Warum F? Warum? Die sind böse. F für mich. Habt Mitleid mit mir. Das Kreuz hilft nur gegen diese Akrobatendinger. Ach so. Ich dachte, es wird gegen alles Mögliche helfen. Ich meine, ich habe es gerade ausprobiert. Es hat nicht geholfen. Aber ich bin ja weiterhin in dem Glauben. Okay. Dann hoffe ich, dass wir... Nee, ich hoffe nicht, dass wir Akrobaten begegnen. Höre ich da gerade Kinder? Also diese kleinen Klammerbabys. Hilfen da, die Kreuze auch? Bitte sag ja, bitte sag ja, bitte sag ja. Macht ruhig. Ich hoffe, den kriege ich mit dem Speer hier einfach weg. Was ist dein Lieblingsessen? Boah, ich würde sagen, Pizza. Weil Pizza einfach so mega flexibel ist, weißt du? Ich kann mir da halt was Deftiges drauf machen, was Sanftes. Dönerfleisch, Sucuk. Einfach nur, weiß ich nicht, Meeresfrüchte. Ja, okay, das ist jetzt eher weniger, aber... Ist halt so flexibel, weißt du? Ich glaube, Pizza finde ich mit am meisten. Oh shit, ich häng fest. Oh nein, 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 nein. Oh. Was mache ich denn jetzt? Oh. Autsch. Oh, shit. Ja. Wir haben ihn. Oh. Mit Ananas? Pass auf. Ich weiß, viele von euch werden mir jetzt den hier geben. Aber ich habe früher mega gerne Pizza Hawaii gegessen. Steinigt mich? Steine mich, werf mich ab. Ich war jung und unerfahren. F. Hört auf, den Mutanten hinterher zu trauern. Wie mal mit mir nicht. Mit ich. Ich bin der Main Character hier. Du kannst das Licht im Inventar dimmen. Das könnte ich eigentlich mal tun, ne? Autsch. Oh, aber jetzt sehe ich gar nichts mehr. Boah. So ist aber ganz angenehm. Leuchtet es nicht jetzt wieder so hell auf? Oh, okay.
Also früher habe ich echt viel Pizza Hawaii gegessen. Mittlerweile finde ich es nicht mehr geil. Nicht, weil ich Ananas auf Pizza nicht mehr mag. Muss ich leider gestehen. Ich finde das immer noch echt okay. Sondern weil ich einfach andere Sachen deutlich geiler finde. Und Ananas war meistens so eine Supperei. So. Also, meh. Oh, so dunkel hier. Ananas. Ananas auf Pizza beste. Ich würde ja gerne den moralischen Norm. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich habe Chat gelesen und plötzlich kommen die kleinen elendigen Dinger hier angesprungen. Jietet euch weg, ihr kleinen Drecksdinger. Geht zu eurer Kindertagesstätte, wo ihr hingehört. Ich würde ja gerne den moralischen Highground erklimmen und sagen, Ananas auf Pizza, was bist du für ein Mensch? Aber ich finde es halt selber nicht so schlimm. So, ich würde es mir jetzt selber nicht bestellen, einfach weil ich geilere Sachen auf Pizza esse oder mag und überhaupt, aber... Ja, es ist... Es ist okay, ich steinige euch jetzt nicht dafür. Ich steinige euch nicht dafür. Vielleicht mit einem Holzscheit würde ich euch abwerfen, du kleines Drecksding. Die haben alle Bock auf Speer, ne? Oh. Moin Matthias, hi. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Pizza Hawaii schmeckt super. Ich würde gerne die moralische Keule schwingen und sagen, du Untermensch, du, was kannst du, was ist... Du Untermensch darf man nicht mal sagen, ne? Das meine ich auch nicht böse. Weil du Schandluder, es fällt dir ein, Pizza Hawaii zu mögen, aber ich habe es halt selber gerne gegessen. Ich kenne die Story von Sons of the Forest noch nicht so richtig. Ich warte auch damit, bis ich die Story komplett durchzocke, wahrscheinlich bis mehr Updates draußen sind. Aber irgendwie, der ist in so einem Kasten drin und alle anderen um ihn rum verrecken gerade oder haben einfach nur ein mega Breakdance-Battle. Magst du Lochbrot? Weiß ich nicht. Also, meinst du Gülli vorhin? Der war Lochbrot. Ich weiß nicht, was Lochbrot ist, um ehrlich zu sein. Nutella mit oder ohne Butter? Beides. Ich esse nicht gern Nutella. Also Nutella an sich kaufe ich sowieso nicht, weil da halt Palmöl drin ist. Aber ich mag beides. So eine Schokocreme mit oder ohne Butter esse ich halt mega selten, so gut wie nie eigentlich. Aber wenn, dann bin ich, also kann ich beides empfehlen irgendwie. Nochmal F für Gülli. Hört auf, F für Gülli zu geben. Gülli hat's verdient. Gülli stand mir im Weg. Gülli hat's legit nicht anders verdient. Weißt du, so ein großer Raum. Und nicht mal ein bisschen Loot können sie mich hier hinlegen, weißt du? Wenigstens so ein bisschen was. So ein bisschen was hätte ich gerne gehabt. Ist hier in den Pinatas wenigstens was drin? Hey. Hallo. Nichts. Nichts kommt da raus. Gar nichts. Richtig geizig. Bitte nicht spammen, bitte nicht so viel spammen. Die anderen wollen doch auch noch was schreiben und gesehen werden. Will ich denn hier weitergehen, ist die Frage. Okay, der schämt sich. Brauchst du nicht schämen, ist alles gut. Ach, hier bin ich hergekommen, hier war Gülli, ne? Warte, hier ist Gülli gestorben. Bin ich hierher gekommen? Yo, hier bin ich hergekommen. Bin ich echt den Weg zurückgelaufen aus Versehen? Bin ich dumm? Wie kann man denn so... Wait a second. Yo, hier bin ich hergekommen. Hä? Das heißt, ich müsste ja... Das heißt, das war's mit der Höhle, ne? Da geht's zurück. Da vorne bin ich schon hergekommen. Yo, das war's. Das war's. Okay, gehen wir zurück. Ich bin zufrieden. Ich habe gar nichts gefunden. Gar nichts. Absolut gar nichts habe ich gefunden. In den Höhlen verliert man gerne mal den Überblick. Ja, maximal. Ich finde mich auch so gar nicht zurecht in den Höhlen. So, dann stürzen wir einmal wieder raus und gehen wirklich wieder zurück. Es ist auch safe schon wieder Nacht draußen. Reicht dir jetzt auch hier? Definitiv. Ja, Fledermäuse, ihr könnt mir gar nichts. Außer mich erschrecken. Boah. Weißt du, wir haben gar nichts gemacht. Wir sind abgestürzt, haben Calvin... Ich meine, Calvin ist abgestürzt und
brutal gestorben. Nicht durch meine Hand. Hat den verbotenen Granatapfel probiert. Da gibt's was. Zurück, stopp. Zurück. Wir gehen bestimmt nochmal rein. Lass mich doch erstmal leben. Lass mich doch erstmal hier glücklich sein, dass ich mein Leben... Ich kann das Fleisch eh nicht mitnehmen. Ich wollte den grillen. Den Rehen hier gerade Hallo sagen, aber ich kann eh nichts tragen von denen. Euch meine Treue. Oh, Martin Konrad, danke dir. Vielen Dank für deine Trolle. Für deine Treue. Du gibst dem Monster direkt nach Gronkh die besten Spitznamen. Das ist ein gutes Lob. Mit dem Herrn und Meister würde ich mich aber... Warte mal, wo habe ich gelagert? Wo habe ich mein Lager? Wo habe ich mein Lager aufgebaut? Scheiße. Shit, warum wird mir das nicht auf der Karte angezeigt? Ach, weil ich da noch nicht geschlafen habe, ne? Oh, shit. Ich weiß nicht mehr, wo ich gelagert habe. Verdammt. Am See. Stimmt, ich war am See, ne? War das der große See da vorne? Das könnte der hier groß gewesen sein hier, ne? Das könnte sein, ja. Ja, am See. Okay. Das finden wir. Keine Sorge. Ich habe eine Orientierung vom Stein, aber das finden wir. Guck mal, der See ist hier vorne. Das heißt, im besten... Das war hier. Ah, irgendwas... Fragezeichen. Das stecken wir uns doch mal rein. Es war natürlich nicht gut. Und hier ist noch was mit Fragezeichen. Das stecken wir uns mal rein. Das war in Ordnung. Okay. Sammeln wir mal ganz kurz ein. Was ist denn das? Schafgarbe. Okay. Sammeln wir mal alles ein. Und hier vorne müsste ja irgendwo unser Lägerchen sein, nicht? Jawohl, hier ist es. Oh, Dankeschön. Dankeschön an euch, die ihr im See geschrieben habt. Jetzt Ohrwurm, Haus am See. Oh, Haus am See. Damals das Album von Peter Fox, eine Stadtaffe. Habe ich schon sehr gefühlt. Da war ich mega jung, aber ich habe es voll gemocht. Voll nett hier. Es ist echt voll schick hier. Die große Frage der Fragen ist ja jetzt. Erstmal das hier wegpacken und dann das hier wegpacken. Fangen wir jetzt einfach an, ganz geschmeidig mal zu bauen. Ich meine, jetzt haben wir ja ein bisschen einen Grundstein gelegt und so. Mal kurz ein paar Knospen wegmachen. Ein paar Stämme. Damals gefühlt war das letztes Jahr erst. Peter Fox und Stadtaffe? Holy, das war ewig her. Gefühlt noch nicht so lange, wie es eigentlich ist, aber das ist... Uftata. So, pass auf, ich nehme mir mal ganz kurz ein paar Stämme in der Hand und fange einfach mal an, hier irgendwie ein kleines Häuschen zu bauen, oder? Was haltet ihr davon? Einfach so ein kleines Häuschen. Damit wir was haben, wisst ihr? Damit wir einfach etwas haben. Ich hätte hier ganz gerne so eine Brücke drüber oder so, dass wir das safe voll knusprig aussehen. Das heißt, ich baue mal so in... ungefähr parallel zum See. Vielleicht so ungefähr. Dann können wir da vielleicht noch so eine Brücke drüber machen irgendwann. Das würde safe sexy aussehen. Kelvin ist in so einer Phase in seinem Leben, da möchte der gerade einfach in Ruhe gelassen werden. Für immer. Ja, genau, das wollte ich machen. Wunderbar. Kelvin braucht ein bisschen Zeit. Ich habe aber so ein Gefühl, dass Kelvin für den nächsten Stream wieder da ist, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir den von seinem ewigen Schlaf wiederholen? Warum kann ich denn hier kein... Warum will er die denn hier nur spalten? Gibt's doch nicht. Lass mich doch da einfach hier einen Baumstamm hinlegen. Danke dir. So nämlich. Okay, ich lege mal ganz kurz ein Fundament, ja? Nur so, damit wir hier schon mal ein bisschen was liegen haben. So. Schon mal so ein bisschen fundamentartig loslegen. Kelvin kann dann fliegen. Auf die Fresse fliegen vielleicht, aber meh. Also was Kelvin kann, kann man legit an einer Hand abzählen. Aber ich finde, so, Kelvin ist ja schon eine Hilfe. Also, sind wir mal ehrlich. Kelvin ist schon cool. Ich finde, Kelvin ist so mit der best eingebaute NPC, den es so gibt. Der ist absolut verklatscht und ein bisschen
Ja, ein bisschen ab vom Strich, so sagen wir mal. Aber dadurch, dass der halt, das ist halt... Hordekappen. Ja, alles klar, steht, dann mach das mal. Viel Spaß dabei. Hast also noch anderes vor. Rauf auf die Horde. Dadurch, dass der eben nichts hört und sowas, so ein bisschen Dulli rüberkommt, bin ich das eigentlich sehr in Ordnung, dass er so ein bisschen sehr verplant ist, weil es halt storytechnisch einfach passt irgendwie, wisst ihr? Es passt halt einfach. Oh, jetzt habe ich den schon wieder aus Versehen gespalten. Ich hasse es. Einmal zu schnell drückt hier. So. Den lege ich mal ganz kurz hin. Guck mal, ich habe jetzt irgendwie 3 oder 4 Bäume gefällt und habe hier gerade mal so eine Fläche hier. Da kann ich ja gerade mal kacken gehen. Da ist ja gar nichts. Ich brauche mehr. Ich brauche einfach mehr. Er hat mal dein Baumhaus zerstört, oder? Ja. Ja. Erinnere mich nicht dran. Dafür bezahlt er jetzt auch bis in alle Ewigkeit. Aber ja, er hat schon mal losgelegt. Der Keck. Und ich wusste das damals noch nicht. So, ich habe Sons of the Forest gespielt. Da war es legit 2 Stunden draußen. Da kannte man noch nichts. Da gab es noch keine Tutorials oder sowas. Und dann habe ich mir natürlich, weil ich es cool fand, ein Baumhaus gemacht. Und dann habe ich Calvin befohlen, in meiner unendlichen Weisheit, mir zu helfen, weil ich so testen wollte, was die KI so kann. Ja, und was die KI so kann, wurde mir dann gezeigt. Calvin hat einfach gesehen, hey, ich brauche Holz für das Baumhaus. Ach, guck mal, an dem Baumhaus ist ja Holz dran. Ja, dann hole ich das mal runter. Lass uns feiern. Oh, lass uns feiern. Duster und Tour, hallo. Wurde zum Mundschenk ernannt. Ja, mein Bester. Ich schwöre euch meine Treue. Und Blackberry schwört mir auch seine Treue. Danke dir, herzlich willkommen. Ja. Also seitdem Calvin das abgezogen hat, sehe ich dem ein bisschen anderen Licht, aber ich bin trotzdem froh, dass er da ist. Auch wenn er gerade woanders ist. Er ist immer noch bei uns. Im Herzen. Calvin soll weitere Befehle bekommen und ab sofort 2 Baumstämme tragen können. Das finde ich natürlich echt cool. Das ist echt ganz nice. Ich fände es aber schön, wenn es so progressiv ist, weißt du? Wenn Calvin erst am Anfang so einen Baumstamm tragen kann und dann immer mehr und mehr und mehr, wisst ihr? Das wäre echt ganz cool. Damit man so ein bisschen ihn mehr benutzen sollte. Wisst ihr, was ich meine? Das klingt so dumm. Sollte Calvin benutzen. Benutz mich. Aber dann mache ich mehr mit ihm, wenn ich dafür belohnt werde, dass er dann nützlicher ist in den Dingen, die er so tut. Das wäre schon cool. Warum kann ich hier nichts bauen, weil hier noch das Dings liegt? Mach dich doch mal weg hier, du Stump. Ich kann hier nichts bauen. Was ist denn? Nur weil der Stump noch da ist, kann ich jetzt hier nichts hinlegen? Der ist schon gar nicht mehr da. Guck mal, der ist nur noch hier so ein bisschen Holzscheite. Am Ende trägt er wie Steve einfach 2 Millionen. Ja. Kann ich dienen? Einfach Baumstämme bis oben hin. Würde ich auch schon fühlen, wenn er das könnte, aber naja. Noch ist es nicht so weit. Irgendwann bekommt er seinen LKW voller Holz. Ach, Calvin. Calvin, mein Bester, der bekommt alles, was er will. Und gerade wollte er einfach mal ein bisschen in die Berge spazieren gehen. Calvin. Der wird aber wiederkommen. Calvin werden wir hier noch erleben. Calvin werden wir sowas von noch erleben. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Der Holzschlitten aus Teil 1 soll auch wiederkommen. Ich hoffe ja, die implementieren den etwas besser. Weil ich glaube, 99% der Bugs, die The Forest hatte, waren durch diesen verdammten Holzschlitten. Warum lege ich das denn hier drauf? Bin ich dumm? Also wirklich, der Holzschlitten war echt so Buggrund Nummer 1. Egal, was du mit dem Ding gemacht hast. Es war irgendwie buggy. Ich hoffe, das kriegen die hier gut implementiert ist das Wort. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich habe die letzten Wochen zu viele Skripte geschrieben und eingesprochen. Ich habe, glaube ich, meine Worte für mein Leben einfach aufgebraucht. Ich kann, glaube ich, einfach nichts mehr sagen. Es hat sich ausgewortet mit mir. Bald kann ich nur wie so Neandertaler-Laute von mir geben. Habe ich jetzt hier echt durch das Baumfällen das hier abgerissen? Das hätte auch Calvin nicht besser hinbekommen. Stell dir mal vor, ihr habt so eine bestimmte Anzahl an Worten, die ihr sagen könnt und sagen dürft. Dann müsst ihr euch echt überlegen, wann ihr was sagt. Also Calvin würde ich direkt am Anfang sagen. Das wäre mein erstes Wort, damit ich das hinter mir habe. Muss ich nie wieder diese Schandtat in den Mund nehmen. Nein, Calvin ist cool. Ich ziehe viel über ihn her, aber Calvin ist eine coole Sau. Sind wir mal ehrlich. Calvin macht schon sein Ding.
sein Ding ist nicht immer das Ding, was wir wollen, was er macht, aber der ist schon ganz in Ordnung. Okay, hier scheint irgendwie nichts mehr zu sein. Dann fällen wir den nächsten. Bäume fallen auch übrigens immer dahin, wo ihr hinguckt. Ich weiß nicht, ob hier nur Forest-Profis sind, so wie ich. Ich habe keine Ahnung von irgendwas hier. Aber Bäume fallen immer dahin, wo ihr hinguckt. Bom-bom. Kelvin, du geile Sau. So ist es. Alicia geht jetzt erstmal richtig deftig ein Abwursten. Viel Spaß dabei. Die Details hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber du, mach mal. Hauptsache, es stinkt so sehr, dass die Nachbarn sich beschweren. Das ist immer ganz wichtig. Bam, bam. Bam, bam. Ist auch beim Musikhören ganz wichtig. Wenn ihr Musik hört, hört es so laut, dass die Nachbarn einen Stein durchs Fenster werfen. Und das heißt dann, dass die Nachbarn es einfach noch mehr hören wollen. Die wollen es einfach lauter haben. Das ist ein gutes Zeichen. Mm. Für seine Lordschaft. Lilith Ujasset. Sorry, ich verstümper die Namen komplett, aber Dankeschön für ihre Unterwürfigkeit. Die Dame, der Herr. Der irgendwas dazwischen. Oder außerhalb. Locke ist wieder da. Hey, herzlich willkommen zurück. Locke hat den Dreck unter seinen Fingernägeln gereinigt. Das will ich auch hoffen. Das wird kontrolliert. Regelmäßig hier. Also wenn ihr glaubt, ihr könnt hier einfach zugucken und ein bisschen Spaß haben oder euch entspannen. Nix. Hier ist An- und Abmeldepflicht und Kontrolle der Fingernägel. Ganz wichtig. Wichtig und richtig. Warte, kurz hier Zuschauerschaft bedienen. Da seht ihr noch den Schwanz einer Katze. Da sitzt er. Warte mal. Ihr wollt immer meine Katze sehen, deswegen zeige ich, da ist er. In all ihrer Pracht. Guckt euch an, solange ihr noch könnt. Gleich komme ich wieder in die Kamera. Gleich ist wieder vorbei. Gleich beginnt der Ernst des Lebens wieder. Du könntest doch ein Haus auf dem See bauen. Ja, kann ich im Winter mal anfangen. Also im Winter ist der See halt zugefroren. So. Jetzt seht ihr mich wieder. Sorry. Sorry, aber irgendwann müssen wir halt zum Ernst des Lebens hier zurückkehren. Ess die Katze. Was halten wir davon? Was halten wir davon? Ich soll dich essen. Ne? Also ich glaube... Ach, guck mal, da ist sogar noch eine. Ja, richtig. Meine Katze ist süßer. Wetten nicht. Wetten nicht. So, ich glaube, ich habe schon... Also... Ein Fundament ist schon irgendwo da, nicht? Also, ist schon irgendwie da. Ich könnte hier auch so einen kleinen Staudamm bauen, obwohl brauche ich gar nicht. Die Stämme kommen ja eh nicht weiter als hier vorne hin, ne? Eichhörnchen! Tut mir leid. Es ist mir einfach in den Weg gelaufen. Meine Katze steckt mir gerade ihren Hintern ins Gesicht. Okay. Ich weiß nicht, ob es mich freut für dich, aber viel Spaß damit. Also, ist ja mal so ein Geruchserlebnis, was man mal machen muss. So ein Katzenhintern hat man ja echt nicht alle Tage. Ich sollte mir ein Trockengestände bauen, ne? Pass auf, warte mal. Wo ist denn hier... Ich muss irgendwas zum Trocknen bauen. Gibt's das hier? Ne, das gibt's im anderen Modus, ne? So ein Trockengestell, weil trockenes Fleisch hält etwas länger. Stocklager. Nee, das ist falsch. Ich bin doof. Ist einfach in die Axt gesprungen, das Eichhörnchen. So ist es, Fraggy. Da kann ich nichts für. Stammlagerknochen. Ich erkenne das kaum. Trockengestell. Das hier brauche ich. Das kann ich mal, weiß nicht, hier vorne eine Ecke stellen. Ich glaube, das stört's nicht. So, da so hin. So, bap, 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 bap. Und dann werfen wir mal hier ganz kurz einmal ein Zeug dran. Wir können übrigens auch mehr Stöcke und mehr Steine und sowas mitnehmen und mehr Fleisch halten. Je mehr unser Kraftlevel aufsteigt. Wir sehen unten rechts, da unten, sehen wir das Kraftlevel. Ich bin voll tief, ne? Mach doch mal was. Bin hier voll abgesackt. Warum bin ich denn so tief? Oh, mein Fleisch ist fertig. Gib mal her, mein Fleisch hier. Kann die Kamera auch nicht tiefer machen. Hallo? Kamera, bleib mal bitte. Hallo, Kamera? Was ist denn da? Warte mal, Sekunde. Technische Probleme. Ist es? Hallo? Kamera. Das ist aber auch ein Kack mit dieser Kamera, ne? Ich krieg's nicht geschissen. Sorry, wir müssen so bleiben. Dann rutsche ich ein bisschen nach oben. So, dann sitze ich jetzt halt auf meinen Füßen. Okay, wir haben schon mal ein Trockengestell, da können wir ein bisschen was trocknen. Ich weiß nicht, lockt das die Kannibalen an?
Im ersten Teil hat es, glaube ich, die Kannibalen angelockt, ne? Aber Fische passen nur 3 ins Inventar. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, mit dem Kraftlevel steigt auch das irgendwann. Jetzt habe ich den Bärenbusch weggemacht. Naja, egal. Ich glaube, mit Kraftlevel steigt auch das irgendwann. Also ich habe eine autistische Katze, die wurde einfach von dem Vermieter hier zurückgelassen. In meiner Wohnung, jetzt habe ich sie aufgenommen und ganz toll. Oh. Das ist aber knuffig. Das ist aber schön, dass du sie aufgenommen hast. Das freut mich sehr. Ach, viele Tiere sind auch einfach so lieb. Und verdienen einfach die Menschen gar nicht, die sie haben. Ich würde ganz gerne hier vorne erstmal... Das hier vorne erstmal offen lassen, weil ich ja hier viel hin muss. Aber ich muss ja auch irgendwo mal was zumachen. Die Frage ist, was wir für eine Hütte haben wollen. Es wäre schon cool, hier was Offenes zu haben. Aber es wäre auch sehr cool, irgendwas Sicheres zu haben. Und irgendwann muss ich ja hier eine Mauer drumherum machen, wa? Und das Fleisch lockt die Veganer an. Ja? Ich meine, da muss ich ja keine Angst haben. Die essen mir das ja immerhin nicht weg. Ich mache jetzt mal hier ein paar Stämme hin. Muss ja erstmal irgendwas geschehen. Bam. So, ist hier noch mehr Stock. Da ist noch ein Stämmchen. Oh, das sind sogar noch einige Stämmchen. Ich bin ein bisschen unschlüssig, wie ich es bauen will. Wo ist Kelvin? Kelvin ist, der ist in den Bergen und der macht ein paar Schneemänner, baut der. Der ist gerade höchstgradig beschäftigt, der Gute. Den will ich auch gar nicht stören. Der ist gerade wirklich, wirklich, wirklich beschäftigt. Der ist quasi in seiner eigenen Welt. Bei einer Wohnungsbesichtigung hat mir wegen meinem Kater heute eine Absage gegeben. Ich solle sie loswerden, dann kann ich einziehen. What? Sehe ich auch so, das ist einfach Familie. Aber, also, gesetzlich kann der Vermieter es dir nicht verwehren, to be honest. Oh. Willst du, die ich noch nicht mehr in den Schlund geschoben habe? Ja, aber gerne doch. Ich meine, Katzen können dir nicht verwehrt werden. Das muss dir der Vermieter erlauben, gesetzlich. So exotische Sachen wie Krokodil oder sowas, das kann dir verwehrt werden. Aber Katze und Hamster und sowas, das kann alles, gehört alles zu dem Bereich Haustiere, wo der Vermieter kein Mitspracherecht hat. So, ich mache mich hier wieder ein bisschen frei. Ich bin neu hier und wer ist Kelvin? Kelvin ist die Verkörperung des Intellekts. Wenn du eine Frage hast, auf die du keine Antwort weißt, dann geh zu Kelvin, dann hast du immerhin einen, der die Antwort auf die Frage genauso wenig weiß. Das heißt, wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst und dich alleine fühlst, dann geh zu Kelvin und dann bist du einfach nicht mehr alleine in deinem Unwissen. Ich weiß noch nicht genau, wohin ich hiermit möchte. Das heißt, ich baue erstmal einfach so ein bisschen drauf los. So ein bisschen gerüsttechnisch. Stamm, du bist im Weg. Oh, hier ist auch voll der Stein, ne? Das ist ja ätzend. Kann ich den Stein noch irgendwie abbauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schlag mir nur die Axt stumpf. Oh, ich muss noch mal was essen, ne? Pass auf, ich habe da bestimmt irgendwas Essenstechnisches dabei. Jawohl. Ein bisschen gekochtes Fleisch habe ich dabei. Das können wir uns mal in den Schlund schieben. Und ich habe noch einen gekochten Fisch und noch einen rohen Fisch. Na, hauen wir uns erstmal einen gekochten Fisch rein. Nums. Kelvin hat viele Würmer und Maden als Haustiere. Ja, und die hält er, glaube ich, auch in seinem Kopf. Da sind sie sicher. So, essen. Muss kurz weg, komme wieder. Yo, aber hier herrscht An- und Abmeldepflicht. Wenn du kurz gehst, dann musst du dich abmelden mit Ausrufezeichen Lurk. Wenn du gehst, mit Ausrufezeichen Lurk einmal abmelden. Steht auch im Titel, wie es geschrieben wird. Oh mein Gott, wow, 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 wow. Hey, Leute. Alles easy. Pass auf, ich hab ein Geschenk für euch. Da. Guck mal da. Da, guck mal da. Da, Götter. Kreuze. Habe ich noch irgendwas Spannendes für euch, was ich euch zeigen kann? Was hab ich denn noch so? Guck mal, ein Bein. Ich mache euch Beine. Voll der Stinkemauken. Warum sind die denn jetzt schon hier? Warum checken die hier schon meinen Shit aus, sag mal?
Was da los, ha? Ich schwöre euch meine Treue. Oh, Harald, danke dir für deine Unterwürfigkeit. Herzlich willkommen. Was geht ab? Oh, und Senna zieht los, um Werbung für diesen Stream zu machen. Das mach mal. Vielen lieben Dank dafür. Die sind weg, ne? Also ich glaube, der Stinkefuß hat die echt verjagt. Den stecke ich mir mal wieder ein. Der ist ja echt zu was Nütze. Cool. Danke dir, Stinkefuß. Heilige Stinkefuß einfach. Warum kann ich hier nichts bauen? Warum? Spiel, warum kann ich hier nichts hinlegen? Als ob der Stein hier im Weg ist. Nicht dein Ernst, der ist nicht im Weg. Das glaube ich nicht. Immer rein in den Dreck. Boah, immer rein in den Dreck. Eilossos. Rein da, würde ich sagen. What the hell? Es geht. Warum geht. Wo kann ich da nichts hinlegen? Das ruiniert mir jetzt hier komplett meine Planung. Ich will jetzt hier nicht mein Haus um den Stein rumbauen. Hast du schon die Pistole? Nee, ich kämpfe mit einem Bein. Hätte ich die Pistole, müsste ich das nicht tun. Oh, jetzt geht's. Okay, nevermind, es geht. Wunderbar. Keine Ahnung, was das gerade war. Manchmal ist noch ein bisschen merkwürdig. Ich muss die Stümpel ja auch mal wegmachen. Überbackener Käsefuß. Ich meine, Käse macht ja alles besser, aber in Kombination mit Fuß ist, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen, oder? Herzlich willkommen zurück, 1-4. Wie lange streamst du heute noch? Oh, schwer zu sagen. Ich streame meist so... Ich versuche, um 21 Uhr Feierabend zu machen. Mit Versuchen meine ich, es geht meist bis 21:30 oder 22 Uhr. Aber es angedacht ist so 21 Uhr rum. 21 Uhr, genau. Weil ich habe leider... Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Wo ist das denn da, du kleines Ding? Komm mal her. Achtung, hier fallen Stämme manchmal umher. Achtung, hier fallen manchmal... Ich hab sie gewarnt. Ich hab gesagt, Achtung und vorsichtig und hey, aber... Bei mir ist alles Töfte 1-4 und bei dir? Wie ist die Lage? Mein Lennox ist bereit für die Schlacht, mein Lennox. Willkommen. Ich brauche auch dich bald an meiner Seite, muss ich sagen. Weil ich glaube, die Eichhörnchenarmee wird bald kommen und mich holen. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Da Ureinwohnern sie schon wieder rum. Was denn da los, Leute? Lass mich doch hier einfach mal in Ruhe machen, ha? Doch, lass mich doch einfach mal in Ruhe bauen. Ich tu doch hier keinem was. Außer Kelvin und der Natur und den Tieren und euch und den Mutanten. Aber ich tu eigentlich den meisten... Ein paar Dingen... Wenigen Dingen tue ich hier etwas. Ja? Es muss wieder sein. Ich glaube, es muss wieder sein. Der Stinkefuß muss wieder rauskommen. Hier, da! Mit der Macht des Stinkefußes. Riech an dem Fuß. Riech an dem Fuß. Also es wirkt. Komm her. Du stehst jetzt hier gerade auf meinem Grundstück, ja? Oh mein... Wow, wo kommt der Schlag denn jetzt her? Das kann ich auch. Oh, Bam, Junge. Das Chaos brodelt in meinen Armen. Oh, yo, Fabrizio. Lass das Chaos mal brodeln. Weg von meinem Grundstück, nimm das Bein. Ich muss mal ganz kurz mir eine Pille reinpfeifen. Einen Moment. Medizin. Gib Kelvin einen Zettel, wo auf beiden Seiten bitte wenden steht. Ja, da ist er erstmal beschäftigt. Aber ich glaube, aktuell würde er selbst den nicht verstehen. Aktuell würde er den nicht mal annehmen. Kannst du bitte woanders Pause machen? Ist doch nicht so... Ja, ist doch alles easy. Geh doch einfach. Das ist mein Fuß hier, den brauche ich noch. Ist aber auch nervig, die Dinger. Meine Güte. Mach bitte was richtig Lustiges. Oh. Was denn? Irgendwann ist mal wirklich hier Schluss mit vorbei. Ja, das hast du jetzt. Hab ich dir den Arm abgesemmelt?
Vielleicht kriegst du den ja wieder dran. Warte mal, wir können eine quicke OP machen, warte. Ich muss den Fuß wieder nehmen. Da, pass auf hier. Nein! Kurz vor der OP ist er gestorben. Da, ich wollte ihn seinen Fuß hier als Arm amputieren. Da. Der gehört jetzt zu dir. Dir gehört er, ganz alleine. Aber ich kann ja vielleicht in seinem Tode... Kann ich ihm ja vielleicht doch da einen kleinen Gefallen tun. So, man sagt ja manchmal, dass die Sinnesorgane nach dem Tod noch ein bisschen weiter funktionieren. Und ich hoffe, dass sein Geruchsorgan es nicht tut. Viel Spaß mit dem Fuß. Ich finde es schön, dass die Ureinwohner hier so authentisch leiden. Das authentische Erlebnis der amerikanischen Ureinwohner. So, hier vorne machen wir da auch nochmal ein bisschen Boden rein hier. Soll hier nicht umsonst gestorben sein, der Baum. Kann ich hier schön in meinen eigenen vier Wänden flanieren gehen bald. Das ist ja ein kleiner Traum von mir. So, hier so eine kleine Ecke rein. Bäm. Hier vorne müsste eigentlich noch ein weiter, ne? Ein weiter nach hier vorne. Weil hier in der Mitte würde ich ganz gerne einen Weg über den Fluss drüber machen. Das wäre schon ziemlich cool. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Weg machen kann. Sie müsste so ein bisschen nach oben gehen erstmal. Das würde ich ganz gerne mal machen. Yo. Armbrüste könnte ich auch mal gebrauchen eigentlich. Armbrüste zu haben wäre hier ziemlich cool. Armbrust allgemein hier wäre ziemlich cool. Oh ja, er stürzt sich noch immer ins Getümmel. Oh, Dima, Dankeschön. Ab ins Getümmel. Wie viele Bäume habe ich denn hier gefällt, ohne die einzusammeln? Ein Wunder, dass die Ureinwohner kamen. Ich wollte mir einfach darauf hinweisen. So. Wurm. Wurm, bum, bum. Wie baue ich denn hier irgendetwas, was Sinn macht? Eigentlich muss ich ja hier dann einen hochgehen, oder? Wenn ich hier einen hochgehe. So, und dann hier den runter mache. Der ist jetzt hier aber nicht ganz dran, ne? Wie mache ich das denn, dass der hier ganz dran ist? Ja, so nicht so wirklich. Pass auf, ich muss den nochmal wegnehmen. Den vielleicht ein bisschen weiter nach hier vorne machen. Das hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Ich meine, so ist er zumindest dran. Kann man sagen, was man will. Nicht schön, aber er ist dran. Oder kann ich hier hinten auch erst einen hochgehen? Ich muss hier vorne schon einen hochgehen, ne? So, ich könnte den erst hier hinlegen und dann hier vorne einen hin. Und dann den hier... Dann den hier weg. Du brauchst einen Steg. Ich brauche einen Steg? Kann ich einen Steg machen? Einen Steg? Warte mal. So, ich dachte, das muss ich hier selber rausfummeln. Ich wechsle mal kurz den Modus. Ist ein Steg hier vorne drin? In dem bauigen Dings. Grundlegende Sachen. Aha. Türen ist alles easy. Fenster kriege ich auch hin. Einfache Balken. Dach. Stützen. Interessant. Treppe. Rampe. Auch interessant. Verteidigungsmauer. Türschloss. Seil. Seilbrücke. Seilbrücke ist auch irgendwie cool, ne? Moin, Coco. Hey, was geht ab? Wo ist Kelvin? Ah, der ist, ja, wie das schon gesagt wurde, in den Bergen. Der geht ein bisschen spazieren. Der geht ein bisschen wandern. Okay, ein Steg. Gibt keine Vorlage für einen Steg. Ich glaube, ich muss hier echt einfach so ein bisschen Pi mal Daumen ein bisschen rumhantieren. Aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt sagen, dass wir hier... Warte mal, eigentlich will ich gar nicht so hoch, ne? Eigentlich will ich den hier einmal ganz kurz hinlegen. Und dann, wenn ich den jetzt hier einfach halbiere, weil ich muss ja nur einen halben hoch. Du kannst auch halbieren, dann ist es nicht ganz so hoch. Ja, genau. Genau das ist der Plan. Guck mal, du. Zwei dumme ein Gedanke. Ein Gedanke. Ein Gedanke. So ist doch schön, oder? So ungefähr. Und wenn ich dann noch hier irgendwo einen Stock mir wegklaue und dann den hier vorne hinlege, funktioniert das natürlich ziemlich gut. Auf ins Getümmel! Oh ja, stürze ich ins Getümmel. Ich habe so viele Sprachdinger und irgendwie kommen gerade nur die gleichen. Vielleicht muss ich ja nochmal... Warum bist du so, Spiel? Was ist denn los mit dir?
Was ist denn? Warum darf ich denn? Warum darf ich denn nicht? Lass mich doch einfach das machen, was ich will. Hab mal heute meine Hand an einem Baum blutig geschlagen wegen Aggressionsproblemen. Okay, das hört sich nicht gesund an. Ich hoffe, du kriegst dafür Unterstützung, Hilfe oder am besten beides. Hm. Warum möchte er den jetzt hier nicht drauflegen? Guck mal, den kann ich drauflegen. So einen Krüppel will er machen. Aber hier nicht. Ciao, Microsurfing. Hau da rein. Du kannst mit Stützen und Treppen eine Brücke oder einen Steg selber machen. Ja, das ist der Plan, aber ich bin einfach zu dumm. Das ist genau das Richtige. Hm. Ich würde hier ganz gerne... Funktioniert denn das nicht? Das kriegen wir ausklamüsert. Vielleicht steht der erste auch noch falsch. Ich mache erstmal noch einen langen hin. Kann der jetzt nicht angehen? Stell dir einfach so ein Stöckchen hin. Steht viel zu weit weg. Hier vorne hin. Und wenn ich dann jetzt noch einen langen nehme, darf ich den dann... Warum darf ich den nicht hier runterstellen? Guck mal, darunter möchte der. Will ich um eine Kurve gehen oder was? Ich muss mal ganz kurz pufen gehen, ja? So, ich speichere auch einmal. Ist vielleicht auch ganz wichtig. Einmal den Ström speichern. Und dann gehen wir einmal pufen. Gucken, was der nächste Tag gibt. King, melde dich ab, alles klar. Hau da rein. Mit Ausrufezeichen Lurk kannst du dich auch ganz offiziell abmelden. So, neuer Tag, neues Ich. Ich gehe erstmal ein Schlückchen aus unserem Seechen hier trinken. Schönen guten Hallo auch an dich. Vogata. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich verstehe nicht, was du vorhast. Erstmal dieses Eichhörnchen von der Qual namens Lebens befreien. Und dann habe ich vor, hier vorne so einen Steg drüber zu machen, ist der Plan. Jetzt pisst es auch noch. Ja, perfekt. Das heißt, ich würde das, was ich hier vorne, hier so einen halben, hier auch einen halben und dann hier so das verbinden. Aber das möchte der gerade einfach nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass ich die hier nochmal ein bisschen anders machen muss. Dass ich quasi hier so einen hinmachen muss. So, den hier nochmal wegwerfen, dann hier den halben nehmen. Hier hin, so, vielleicht geht's ja jetzt. Nee, der möchte den hier rüber nicht verbinden. Vielleicht ist der hier noch ein bisschen zu weit, zu nah dran oder so. So vielleicht? Ich meine, so verbindet der den so ein bisschen. So verbindet der den etwas besser. Und wenn der sich jetzt hier auch noch verbindet, ja... Ich meine, das funktioniert irgendwie so ein bisschen. Kann ich jetzt auch noch einen drüber legen? Das wäre ja richtig Premium. Nee. Kann ich nicht. Die sind nicht so schön, dass ich die hier... Ich finde es einfach, die Stämme erst zu legen und dann aufzubocken. Ist es nicht möglich, einen ganzen Stamm als Entfernungsmesser zu nehmen? Ja, das könnte ich eigentlich auch. Warte mal, wir machen das anders. Pass auf. Vielleicht ist das echt einfacher, sich erst ein anderes Gerüst zu bauen. Wo habe ich denn jetzt die Platte her? Auf der Hell. Bleib mal schön da, Platte. Ich wollte jetzt nicht aus deinem natürlichen Umfeld klauen. So, wir legen die hier vorne einmal hin. Auch den hier einmal weglegen und auch diesen hier einmal mitnehmen und einmal hier vorne hinschmeißen. So, pass auf. Wir legen jetzt erstmal einen ganzen Stamm. Da vorne hin. Pass auf. Und jetzt nehmen wir noch einen Stamm. Ich weiß, es kommt jetzt überraschend. Jetzt haben wir noch einen Stamm und legen den hier hin. So, und dann legen wir einen hier zwischen, sagen wir mal. Dann können wir einen halben nehmen und da drauf tun. Dann nehmen wir noch einen halben und tun den hier drauf. Dann brauchen wir nochmal zwei lange Stämme. Den hier und den hier. Und dann können wir die hier hin. Ja, so hätte ich es auch direkt machen können, ich Idiot. Oh, okay, wunderbar. Kann ich jetzt hier auch so ein Querdings legen oder ist das nicht mehr nötig? Ach, das ist möglich. Ach, wie schön. Guckt euch das nochmal an. Ach, ist das ein Traum. So, wunderbar. Und jetzt könnten wir ja theoretisch einfach so weitermachen. Bis nach drüben, oder? Ich weiß nicht, wie man einen schönen Steg baut, um ehrlich zu sein. Jetzt bräuchte ich aber erst noch ein paar schönere. Gut, dass ich mich auch gar nicht um irgendwie Dach oder sonstiges kümmere. Einfach mich hier an den Steg mache.
Naja, Prioritäten müssen natürlich gesetzt sein. Der geht aber hier abwärts. Ist das gewollt so? Ist das richtig so? Muss das so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo sind denn die zwei laufenden Gehirnzellen namens Kelvin? Der geht in die Berge spazieren. Der hat von der illegalen Frucht The Forbidden Snack hat er gekostet, namens Granatapfel. Aber der kommt bestimmt bald wieder. Bin ich mir sicher. Oh, ja, nee. So, jetzt ist die Frage, wie ich da rüberkomme. Kann ich einfach so weitermachen? Nee, so geht der ja nach unten, ne? Wenn ich da jetzt noch... Okay, ich muss mehr Bäume fällen. So, ich pack mal ganz kurz einen Baum da hinten. Ich versuche das oder jetzt mit einer Seil- oder Hängebrücke bauen. Ich hätte ganz gerne einen richtigen Steg nach ganz drüber. Ich weiß nicht, ob ich dafür auf den Winter warten muss. Kann es denn sein, dass er eine Granate mit seiner Visage gefangen hat? Im Rahmen des Möglichen. Oh, ach, guck mal, hat er den so aufgebockt jetzt, oder was? Das ist ja interessant. Okay, wenn ich jetzt hier, warte mal, wenn ich jetzt hier nur einen kleinen nehme und die dann aufbocke damit. Kann ich den damit aufbocken? Nee, nicht so richtig. Oh! Okay, es hat nicht so funktioniert, wie ich dachte, das funktioniert, aber... Es hat funktioniert und darüber bin ich ziemlich stolz. Wir halbieren den hier nochmal. Nehmen den mal mit und stocken den hier dann auch einmal auf. Oh, guck mal, perfekt. Also. So. Also so meint ihr ungefähr, ne? Jetzt ist es gestützt hier. Das heißt, ich könnte ja jetzt hier vorne auch ein quer drüber legen. Nee, kann ich leider nicht. Wo ist mein Stamm hin da vorne? Ah, ich bin zu doof dafür, Leute. Sorry. Ich kriege das hier nicht so gebaut, wie ich es gerne hätte. Heißt, ich müsste hier eigentlich hier drunter einen stützen. Unten anlegen. Ja, das habe ich gerade versucht, weil hier ist noch einer. Aber der möchte den nicht. Ah, jetzt möchte er es. Okay, nevermind. Es hat funktioniert. Alles gut. Ich bin zwar ein Idiot, aber lernfähiger Idiot. Immerhin, das ist das Gute bei mir. Ich kann lernen. Ich bin auf jeden Fall lernfähig. Ich habe viel Potenzial zu lernen. Ist auch ein guter Insight. Du hast so viel Potenzial. Ja, rein in den Dreck. Ich habe sehr viel Potenzial zu lernen. Ey, guck mal, es wird ja richtig schickimicki hier. So, jetzt da noch einen hin. Ey, der ist... Also, ich will ja nicht sagen, dass es entsteht, aber... Es entsteht. Haha. Es wird spät. So, diesen Stamm hier kann ich eigentlich wieder ganz gediegen einmal halbieren. Obwohl, nee, da habe ich jetzt schon zwei. So, die beiden, wenn ich jetzt mit den beiden das hier wieder aufstocke. Hoch mit dir. Ey, geil, das funktioniert einfach. Und hoch mit dir. Du hast den Stamm weggeworfen, bevor du es aufgestockt hast. Aber es hat... Aber es hat trotzdem funktioniert. Okay, das funktioniert nicht so gut. Der verliert den immer, wenn er aufbocken will. Weil er anfängt dann zu schwimmen. Warte mal, wie kriege ich das denn jetzt hin? Jetzt kannst du oben drauf Platten legen. Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das cooler wäre, wenn wir hier noch einen hochgehen. Weißt du, was wir machen? Wir gehen hier einfach noch einen hoch hier vorne. Ich glaube, das sähe ganz cool aus, oder? Wenn wir hier einfach noch einen hochgehen, so, dann haben wir so einen kleinen Anstieg in der Mitte. Ich glaube, das sieht ja ganz cool aus. Guck mal, ich habe da hier bestimmt noch Stämme. So, ich schnapp mir mal die beiden. Wenn wir dann hier geradeaus gehen weiterhin und dann hier hoch. Das heißt, hier vorne brauche ich auch noch zwei. Warte, ich bin doof. Ich brauche mehr Äste, ich brauche mehr Stämme. Ich brauche mehr von allem. Wo sind meine Bäume? Sind ja Gott sei Dank recht nah. Okay, ich fäll nochmal ganz kurz diesen Baum hier. Dann wisst ihr gleich, was ich meine auf jeden Fall. Es scheint zu stehen, also wen juckt es denn? Ja, also die Optik. Die Optik, die juckt es. Die juckt es stark. Schon so ein kleiner...
Ich sitze auch schon wieder so tief, sorry. Ich rutsche den ganzen Tag nach unten. So, Stammfeld. Dann halbieren wir den guten hier Armor. Bam. Haben wir den schon mal. Und wir müssen erst noch zwei halbe hinlegen, ich bin doof. Deswegen habe ich es ja gerade halbiert. So, hier vorne einen halben. Und hier vorne einen halben. Kevin ist nicht tot, der schläft. Der schläft. Der geht wandern, der geht sich was snacken. Der ist für den nächsten Stream wieder da. Könnt ihr sicher sein. Der ist für den nächsten Stream wieder da. So, ich könnte jetzt hier schon hochgehen. Oder ich gehe erst ein später hoch. Ah, ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, weißt du, was ich mache? Ich gehe ein später erst hoch. Ich gehe tatsächlich erst ein später hoch. Das heißt, hier brauche ich tatsächlich noch gar nicht hochgehen. Hier kann es noch gerade sein von mir aus. Sparen wir uns auch ein bisschen Holz. Ich schwöre euch meine Treue. Danke für deine Treue, Juburi. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. So, wenn wir jetzt hier vorne einmal hochgehen. So und so. Und dann können wir das hier von mir aus auch schon mal so machen. Bam und bam. Wunderschön. Es entsteht. Es entsteht. Ich sage es euch, es entsteht. Hast du eigentlich schon Werbung für den Discord-Server gemacht? Den frisch renovierten, geordneten und polierten Discord-Server mit Benachrichtigungsfunktionen für neue Videos und Streams. Nein, habe ich nicht. Gut, dass du sagst. Wir haben einen neuen Discord-Server. Also nicht neu, aber einen polierten Discord-Server. Mit Ausrufezeichen Discord. In eurem Namen. Dankeschön, in meinem Namen, Marcel, werde ich jetzt Werbung für diesen Discord-Server machen. Kommt rein, schwingt euch rum, postet euer Essen, habt Spaß. Kriegt alles mit, Update zu neuen Videos, etc. Es ist ein Fest auf diesem Discord, ich sage es euch. Ein wahrhaftiges Fest. Kommt gerne rein. Kommt gerne rein, kommt gerne rum. Da könnt ihr auch super gut mit mir schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas an mich habt. Ist super easy, super gut aufgebaut, der Discord. Funktioniert. Nein, ich will den nicht aufstocken. Hä, wohin? Hä, wohin? Das ist ja ganz, das funktioniert ja richtig. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja ein Traum. Mit der Kacke. Okay, komme ich von hier vorne aus hin? Nein, 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 nein. Ihr scheiß Wasser. Den kann ich dann auch einmal wegnehmen. Wir sind so gut vorangekommen, ne? Und dann habe ich angefangen mit Dingen. Okay, warte mal. Den einmal nach unten. Und da muss ich einen zum Aufbocken haben. Das ist dann der hier. Wir können auch noch einen hochgehen, aber ich glaube, diese Brücke hier reicht. So, wenn ich den hier jetzt... Kann ich den jetzt hier von hier aus auch schon aufbocken? Nee, weil der fängt dann hier automatisch an zu schwimmen. Ah, ich sehe dich doch da hinten. Du Lumpennase. Ich sehe das. Ja, also die Physik ist hier manchmal mehr so ein Vorschlag. Aber eigentlich funktioniert das ganz gut. Kannst du mal die Gegend erkunden, dann erzähle ich dir auch einen Witz. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ich baue weiter diesen Steg. Und du kannst mir dann trotzdem einen Witz erzählen. Was hältst du davon? So, dann bauen wir erstmal so weiter. Die Seite, die funktioniert. Das ist die gute Seite. Ich schwöre euch meine Treue. Danke für deine Treue, Raffi. Herzlich willkommen. Hi. Moin, was geht ab? Freut mich, dass du da bist. Ich wünsche nur zu dienen. Das freut mich sehr zu hören, Speedy. Das freut mich sehr zu hören. Und dienen darfst du. Keine Sorge. Ich müsste das jetzt hier mit einem ganzen Stamm aufbocken, ne? So, das reicht ja auch schon. Heißt, ich könnte hier vorne auch schon wieder runtergehen. Eigentlich muss ich aber weiter geradeaus gehen, weil das hier eben so ein bisschen unkluftig ist. Heißt, ich fäll mal hier ganz kurz ein Bäumchen. Und guck mal, ob ich hier irgendwie, das wird das Knifflige, irgendwie auf der anderen Seite ankommen. Das wird, glaube ich, echt knifflig. Wie nennt man einen Waschbär wahrscheinlich, der ins Fitnessstudio geht? Eine Waschmaschine. Der war nicht so schlecht, wie ich dachte. Der war ist nicht so schlecht, wie ich dachte.
Okay, das hat funktioniert. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache wirklich näher. So, die beiden nehmen wir auch nochmal mit. Dann können wir hier vorne auch noch einen runtersetzen. Und das wird jetzt hier natürlich knifflig, hier einen Stamm hochzustemmen. Vielleicht kriegen wir das aber irgendwie geschissen. Ich habe ja Hoffnung. Ich habe ja wirklich Hoffnung. Ja, da kommt das mich hoch. Alles klar, Matthias, hau da rein. Schön, dass du da warst. Hau da rein. Tschüss, tschüss. Auf Wiedersehen. Jetzt auf, Leute. Es klappt nicht. Ich kann zwar hochbocken, so, das sieht jetzt aus, so, wie hochgebockt, aber es ist nicht hochgebockt. Und ich glaube, das stört mich zu sehr in der Optik. Kann ich? Ich würde den hier gerne hochbocken. So kann ich ihn hochbocken. Das ist hier alles frisch am Bau. Das ist hier... Kann man eigentlich keinem hier andrehen, aber... Gott. Guckt euch mal diese Brücke hier an. Ach, du Heilige. Du Heilige. Das kannst du keinem antun. Das kannst du wirklich keinem antun. Ja, das ist doch perfekt. Das ist doch... Das ist doch einfach schön. Genauso muss es aussehen, glaube ich, oder? Dieser Mutant gerade. Ich bin eine Spinne. Ja, die kraxeln sehr gerne auf allen Vieren rum, ne? Ja, du kleines Kräuchchen. Was ist da los, ne? Was ist da los? Was krabbelst du so? Was ist da los? Oh, das ist ein Pilz für mich. Guck mal, den kann man essen. Ist gut für dich. Hau da rein. Ja, also ich glaube, diese Brücke hier, müssen wir wann anders fertig machen. Jetzt kann ich den hier noch nicht mal wegnehmen, den ich gerade so da hingehunzt habe. Tja, das ist keine Brücke, das ist eine Beleidigung hier. Boah, was ist denn das? Wird denn das? Das kannst du dir keinem antun. Nein, das geht hier... Ich kann das jetzt ja auch nicht mehr wegnehmen. Was ist denn das? Ich will doch einfach nur eine Brücke bauen. Ja, einen Staudamm kann ich auch bauen, so theoretisch, aber ich habe gerade irgendwie andere Sorgen. Den hier kann ich auch nicht hochbocken. Kann ich denn wenigstens mit einem langen Stamm den irgendwie hier verbinden? Das geht. Das geht. Okay. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Das ist ja echt eine Zumutung hier mit dem Kack. Ach du Heilige. Doch, ich meine, habe ich einen Knick in der Optik oder ist das schief? Da hinten ist jemand gelaufen. Ja, hier kreucht es ganz gut durch die Gegend. Mach dir keine Sorgen. Die lernen wir noch früher oder später kennen. Ich muss das hier loswerden. Das geht nicht. Das muss weg. Das ist schief. Ja, das muss weg hier. Das ist eine Zumutung. Das kann ich ja keinem andrehen. So. Komm mal her, Stammi. Immerhin das haben wir. Guck mal, ich meine, man kann drüber laufen, oder? Kann sagen, was man will, aber man kann drüber laufen. Man muss sich nur ein bisschen anstrengen. Das ist... Ja, parke ich den erstmal hier. Mach mal den Spider-Man. Ach, guck mal, hier habe ich sogar noch Stämme. Das ist ja ein Träumchen, ist das ja. Kann ich hier schon mal anfangen, den Weg auszuschmücken? So rum, bitte. So. Dann tun wir wenigstens mal so, als hätten wir was geschafft, indem ich den so ein bisschen ausschmücke, den Weg. Die Brücke sieht gut aus, wenn man sie moderne Kunst nennt. Ah. Oh, ich weiß nicht, ob das noch als irgendwas Kunst durchgeht. Also das ist wirklich eine Zumutung. Also, was anderes ist es nicht. Einfach nur eine einzelne Zumutung. Hätte ich hier noch einen Stamm hintun müssen? Habe ich noch einen Stamm, den ich da hin tun kann? Sogar noch zwei. Ich dachte, das könnte ich ja auch mit so einer schrägen Platte machen, aber muss hier vielleicht ein Stamm hin? Nee. Stamm muss da nicht hin. Ein Stamm muss da nicht hin. Legen wir ja einmal ein bisschen was. Kann ich dich nicht... Kannst du nicht hier ein weiter runter? Oder muss der dafür weg? Hey, was kreuchst du denn hier rum? Geh mal kacken. So, hier vorne... Kann ich hier nichts...
Muss doch gehen. Hier auch ein Zwischen. Da, jawohl, so geht's nämlich. Okay, wunderbar. Wunderschön, so ist gut, so ist gut. Und jetzt noch einen da oben hin. Dann haben wir den Aufstieg schon mal fertig. Unserer wunderschönen Brücke. Weil ich finde das einfach unfair, dass Mutanten uns nur hier vorne belästigen können, weißt du? Den wollen wir auch die Möglichkeit geben, wenn auf der anderen Seite der Insel auch Mutanten sind, wollen wir denen auch die Möglichkeit geben, uns auch zu belästigen. Das finde ich ganz wichtig. Wir wollen hier keinen ausschließen. Okay, ich fäll mal noch ein paar Bäume. Damit hier Kreuch einfach weniger Grund hat, hier irgendwo rumzuhängen. Was machst du denn da? Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass er sein Gebrüder Fleuch auch noch am Start hat. Jetzt fehlt nur noch die Mutanten. Ja, die Mutanten kommen noch früher oder später, glaub mir. Die kommen noch. Baumfeld, Kreuch, aus dem Weg mit dir. Guck mal, der hängt da. Hi. Faust du denn nach mir? Ich will denen ja nichts tun. Die sind ja irgendwie knuffig, die kleinen Erdmenschen hier. Irgendwie wie Diggity, ne? Also das Pokémon, nur in Menschenform. Hm. So, du da rein. Das wäre natürlich jetzt ein Traum. Würde das hier jetzt funktionieren, wäre das natürlich ein absoluter Traum. Aber leider kann ich hier nichts hochbocken, weil ich ins Wasser falle und dann alle Stämme verliere. Das ist ein bisschen schade. So, zack, zack. Wir schnappen uns die hier nochmal. Diggity, du meinst Dickda? Ja, meine ich ja Dickda. Sorry, ich habe nie Pokémon gespielt. Steinigt mich und überhaupt, aber ich... Ja, das ist schon wieder hier buggy wie sonst was. Ich kann das hier nicht aufstocken. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Warte, was ist denn? Kann ich denn hier irgendwo stehen, dass ich hier irgendwie... Guck mal, wenn ich hier einen habe, kann ich dann den hier nehmen? Ja, das funktioniert ja ganz wunderbar. Ist ja ein Träumchen, ist das. Pass auf, den hier packen wir hier hin. Hm. Ah, nein, der verliert den immer, wenn ich hier reingehe. Das gibt's doch nicht. Hm. Warum jo darum? Jo, darum. Oh, was liegt denn da? Ach, ein verrotteter Fisch. Upsi. Warum jo darum? Ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich hatte die Story schon mal erzählt. Pass auf. Es war damals, vor Urzeiten. Ich habe irgendein Videospiel angefangen zu spielen. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Ich glaube, es war S4 League oder vielleicht auch Metin 2 oder so. Und ich wollte mal halt einen neuen Charakter erstellen. Und ich wollte halt nicht irgendeinen Namen von wegen XX, Sniper, XX oder sowas. Ich wollte irgendwas für mich, irgendwas Eigenes, was ich immer benutzen kann, was ich immer haben kann. Und da war mir schnell klar, yo, du musst ein Wort erfinden. Gleichzeitig, also ursprünglich saß ich am PC, um Vokabeln zu lernen. Lateinvokabeln. Ich hatte aber nur das Lateinvokabelheft so provisorisch, alibimäßig vor mir aufgebaut und war nebenbei am Zocken. So, falls meine Mom ins Zimmer kommt, dann konnte ich wenigstens so tun, als würde ich lernen. Und als ich dann da so saß und mir dachte, yo, kacke, ich muss ein Wort erfinden, ich will einen neuen Namen, ich will irgendetwas, was ich immer benutzen kann. Da habe ich mich, glaube ich, das erste und letzte Mal für mein Lateinvokabelheft interessiert. Und dann habe ich da so durchgeblättert und habe so geguckt, was für Wörter es so gibt. Und da gibt es ja alle möglichen Konjugationen und sowas. Und irgendwie habe ich dann aus dem einen Wortfetzen mit der Konjugation von dem anderen und dann da noch was zusammengefügt. Und dann ist da irgendwie Jodarum raus entstanden. Es ist komplett ein erfundenes Wort. Ich habe auch nicht mehr rausgefunden, aus welchen Ursprungswörtern das zusammengesetzt ist. Aber irgendwann ist da Jodarum draus geworden. Und dass Jodarum selber ein Wortspiel ist, du kannst auch Jodarum oder Jodarum oder Jodarum oder kannst aussprechen, wie du willst, ist mir komplett ralle. Ich höre auf alles. Ich höre auch, wenn du pfeifst oder sagst hier oder Leckerchen. Ich höre auf alles. Ist kein Ding. Ja. Und so ist Jodarum entstanden. Mir ist viel später erst aufgefallen, als mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht hat, yo, warum, yo, darum. Dass das ja eine Antwort ist, yo, darum. Warum, yo, darum. Das wusste ich gar nicht. Das war gar nicht
Es war Zufall. Ja, so ist aber Yodarum entstanden. Tatsächlich. Ja. Und wie gesagt, ihr dürft es aussprechen, wie ihr wollt. Das ist mir wirklich, wirklich Ralle. Ich höre auf alles. So, wo lege ich denn die Kacke hin? Ich glaube, hier vorne einfach hin. Jetzt baue ich hier die ganze Zeit schon den Steg, ne, und habe noch nichts anderes geschissen bekommen. Ich muss auch was essen, ne? Ich muss mal irgendwas mit zwischen die Kieben hauen. Habe ich denn irgendwas? Rotten Fish. Ja, den sollte ich vielleicht... Ich habe zweimal Rotten Fish. Ja, perfekt. Den lasse ich mal ganz gediegen fallen. Ich habe aber ein paar Sachen, die ich braten könnte. Weil Feuer ist ja schon aus. Hä? Ich hab das so gelobt mit dem Brennholz. Das hat mal irgendwie länger gebrannt. Das gibt's doch nicht. Gib mir eine Schaufel. Oh, okay, Fapsen. Dann buddel mal los, mein Bester. Viel Spaß damit. Kann ich dich hier, hallo? Ich wollte gern hier was ins Feuer legen. Kann ich nur einen ins Feuer legen immer? Das wäre ein bisschen doof. Nee, ich kann... Warum kann ich dich denn nicht immer ins Feuer legen? Hallo, gerade so gut... Lass mich dich doch ins Feuer legen. Hallo? Das Feuer will einfach nicht. Feuer will kein Holz? Was ist das denn? Apropos Essen, warte mal. Ich werf mal kurz meine gekochten Sachen hier rein. Was macht denn eigentlich mein getrocknet? Ach, guck mal, die sind alle durchgetrocknet, ne? Die könnte ich mir eigentlich auch mal reinklamüsern. So, dann mache ich das doch mal. Ich schwöre euch meine Treue. Justin, vielen Dank für deine Treue. Hallöchen. Sehr logisch, dass das elektrische Feuerzeug nie ausgeht. Ja, ich meine, irgendwo muss halt die Logik auch enden. Du könntest natürlich jetzt auch eine Mechanik hier einbauen, dass es nachladen muss und sowas. Oder, was heißt nachladen? Ein neues Magazin reinladen und losgefeuert. Also, dass es irgendwie auffüllen muss oder so. Aber es sind halt so kleine, tedious Aufgaben. Ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht. Das ist schon in Ordnung. Das Spiel hat schon genug Realismus drin, dass ich mich wohlfühle. Jetzt habe ich den ekligen Fisch hier auf meinem Steg liegen. Genauso eklig wie die Ecke da hinten. Ja. So, gönnt es mal ganz kurz einen Schluck. Wenn du von beiden Seiten eine Schräge unten machst, kannst du doch auf der einen stehen. Das könnte funktionieren. Das klingt, also. Jetzt kommt sie auf einmal mit Logik um die Ecke, weißt du? Damit kann ich jetzt gar nicht umgehen. Versuchen das mal, pass auf. Wir haben ja von der einen Seite haben wir schon eine Schräge hin. Jetzt noch von der anderen Seite, meintest du? Das heißt, hier vorne jetzt auch noch eine Schräge. Naja, der will hier keine Schräge runter machen, weil da schon einer ist. Der will hier keine Schräge runter machen. Ja, der will hier keine runter machen, weil da vorne schon eine Schräge ist. Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut. Martin! Wieder ein Unruhestifter, ich fass es nicht. Shit, also er möchte hier nicht. Devan Dark. Hi, herzlich willkommen, danke dir. Auch für deine Treue. Du musst nur einen Stock reinlegen. Ach so, dann geht das erst. Noch ein Stock und dann Feuerholz. Das ist gut zu wissen. Dann wissen wir das fürs nächste Mal. Wie kann man Treue gewinnen? Das ist der Abo-Sound. Wenn jemand abonniert und die Abos auf öffentlich hat, dann kommt hier so eine random Nachricht. Und dann schwörst mir deine Treue oder geh Schlammbaden oder was auch immer. Eigentlich gibt es 100 verschiedene Sprachdinger. Aber irgendwie spielt er die ganze Zeit nur die gleichen Szenen ab. Ich muss da nochmal reingucken. Das ist ja echt doof, ey. Ja, wenn ich hier reingehe, dann... Das könnte funktionieren. Warte mal. Wenn ich jetzt hier drauf stelle... Ja! Was? Warum? Warum hast du dich jetzt halbiert? Aber wir sind schon mal ein Stück... Wir sind ein Stückchen weiter. Wir sind ein Stückchen weiter. Wenn ich jetzt den hier drauf stelle, den hier wegnehme, dann kann ich den hier rüber machen. Okay. Okay. Let him cook. Let him cook. Warte, wir haben es gleich. Das ist kaum fassen. Was hat er denn gerade jetzt halbiert? So. We freaking did it, Leute. We freaking did it. Ich werde Böses mit Bösem bekämpfen. Du kannst mir einen Gefallen tun und in deinem Voice-Over den Satz in die Beißerchen schieben. In die Beißerchen schieben. Boah, also,
Wenn ich mal wieder was mir reinschnabuliere, in die Beißerchen schieben, kann ich von mir aus noch machen. Wenn ich dran denke. Ist immer unter Vorsicht zu genießen, was ich hier sage. Ich bin halt auch Meister für sinnloses Sein und Tun. Also ich... Was? Es hat funktioniert. Es ist, by the way, 21 Uhr. Ja, ich muss auch Feierabend machen. Verdammt. Oh, ich bin... Wo arbeitest du? Ich arbeite an einer Universität. Wie will ich das jetzt hier noch schön machen? Kann man das hier überhaupt noch schön machen? Das ist halt... Es ist halt da, sagen wir mal so. Es ist halt wirklich einfach da, diese Brücke. Ich bin froh, dass sie da ist. Aber... Ich glaube, die Brücke wäre auch froh, wenn irgendwie... Ich könnte noch mal... Nochmal jetzt hier raus. Ich könnte ja vielleicht noch mal den hier ganz kurz wegtun. Den hier nehmen, weil dann ist sie immerhin symmetrisch. So ein bisschen. Könnte ich den dann hier drunter machen. Nein, nicht... Die Seite, Mann. Hier vorne. Den hier drunter. Den sollst du stützen. Wie auf der Seite? Ist das denn zu schwierig? Da, hier drunter. Mann, Fleuch, mach doch mal was hier. Ist das die Bauaufsicht oder warum ist der hier die ganze Zeit am Rumkräuchen? Machen halt da drunter. Wenn es dich glücklich macht, dann machen halt da drunter. Ist doch schön, dann mach das doch. Davor, wenn du dich glücklich... Mach das doch. Ach, ist mir doch egal. Okay. So, dann hätte ich hier ganz gerne so einen Überweg. Ah, wie macht man Abos auf öffentlich? Boah, da musst du mal die Suchmaschine deines Vertrauens befragen. Das irgendwo in den Einstellungen, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wenn du deabonnierst und dann wieder abonnierst, also wenn bald es umgestellt hast. Ich schwöre euch meine Treue. Jaden, danke dir für deine Treue. Herzlich willkommen. Danke dir. Okay, jetzt nicht auf mein Gebäude. Oh, und Blue ist bereit für die Schlacht. Hallöchen. Es ist normal, dass ich 12 bin und gib niemals dein... Metallhand im Himmel auserwählt. Fabian, hi, herzlich willkommen. Gib niemals dein Alter im Internet bitte preis. Falls gerade ein Mod da ist, am besten die Nachricht einmal löschen. Niemals dein Alter im Internet preisgeben. Ist eine ziemlich gute Regel. Nee, funktioniert nicht mit Diabo und Direkt-Abo. Ja. Was denn los? Was denn? Was hast du denn? Ist doch alles easy. Ist doch alles cool. Haben doch Spaß hier. Kannst hier ein bisschen hier auf dem Holz ein rumkräuchen. Macht doch Spaß. Ist doch schön. Meine Güte, Mensch. Ist da gerade einer durchs Wasser gerannt? Oder habe ich jetzt schon... Schiebe ich jetzt schon ein? Der ist halt echt von der Bauaufsicht, ne? Ich glaube, der ist kurz davor, mir hier die Hütte dicht zu machen. Ah. Wie alt bist du? 26. Genau, wie Perfect Aim schreibt. 26. Das konnte ich jetzt auch nur so schnell sagen, weil mich das vorhin schon mal gefragt wurde und ich dann nachrechnen musste. Habt ihr eigentlich einen Lieblingsdinosaurier? Ich habe so das Gefühl, ich hatte das Thema schon mal. Aber je älter man wird, desto weniger wird man gefragt, was denn sein Lieblingsdinosaurier ist. Ist fast so, als würde es einfach keinen mehr interessieren. Und mich interessiert das. Was ist euer Lieblingsdinosaurier? Ich finde das wichtig, dass wir sowas mal debattieren. Hast du eine Baugenehmigung dafür? Ja, das, also Baugenehmigung nicht, aber ich glaube, ich muss meine holen, weil irgendwie scheint der Typ ja hier nicht abzuhauen. Die Stämme hier vorne kriege ich auch nicht raus, ne? Ich muss hier vorne nochmal das Konstrukt ein bisschen fertig bauen. Kriege ich die Stämme hier vorne irgendwie raus? Ah, wir kommen näher, jawohl. Oh, Weakline, hallo, herzlich willkommen. Danke dir für deine Treue. Wäre ja auch echt cool, hier noch so ein so ein Dach über dem Steg zu haben. Das wäre, glaube ich, auch echt cool. Guck mal, der hockt hier echt und kontrolliert einfach, was ich hier mache. Der Keck. Also T-Rex und Triceratops, die sind ja so die sehr Standard-Dinger. Aber Triceratops fand ich auch schon immer ganz cool. Aber halt wegen Littlefoot damals. Ist das ein echter... Man weiß halt nie bei Dinosauriernamen, ob es was Echtes ist, ne? Aber... Also das...
Giganotosaurus. Gibt es das? Oh mein Gott. Hi. Guck mal, da ist noch jemand von der Bauaufsicht. Hat er einfach seine Frau geholt. Das geht hier alles mit rechten Dingen zu, ich schwör's. Das geht hier alles mit rechten Dingen zu. Das ist, meine gute Dame. Alles kannst ruhig hier, hier ist sicher. Zumindest 40% der Zeit. Der Bronco, ein Stegosaurus. Utharosaurus, mhm. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier sind Erdmännchen. Auf Erdmännchen lasse ich nichts kommen. Mein Lieblingsdinosaurier sind diese Riesenflugsaurier. Diese Pterodactylus-Dinger. Ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Aber ich habe damals als kleiner Bub, so mit 12 oder sowas, so eine Doku von der BBC gesehen. Irgendwie die letzten Flugsaurier. Und die hat mich einfach so gepackt. Die fand ich so geil, dass ich seitdem einfach diese Flugsaurier super geil finde. Der Steigsaurier. Ist der in Bergen zu finden? Oder? Ach Quatsch, bin doof. Wollte das hier vorne hinlegen. So, dann haben wir es nämlich auch symmetrisch hier den Eingang. Zumindest so ein bisschen was geschafft, wisst ihr? So ein bisschen Grundlagen gelegt. Das muss ich aufpassen, wo ich es hinfälle. Guck mal, der ist hier echt immer noch am Rumpfeifen, der Boy. Pterodactylus. Kann, ja... Der hat irgendwie einen etwas längeren Namen. Ist aber halt so ein Riesenflugsaurier. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Die haben auch so einen Schnabel, der hat so eine Wölbung. Der hat so eine Wölbung, weißt du? Selten einen so sympathischen Chat. Könnt ihr euch mal schön auf die Schulter klopfen? Ihr seid ja doch echt lieb alle zusammen. Könnt ihr euch mal schön auf die Schulter klopfen? Ihr seid alle lieb. Es freut mich sehr. Es freut mich sehr, dass ihr alle so lieb seid. Hat doch echt Bock. Also macht es auch wirklich Spaß, einfach mit euch zu schnacken die ganze Zeit. Ich will gar nicht spielen. Ich will eigentlich nur schnacken. Ich will eigentlich nur mit euch die ganze Zeit labern. Am liebsten über Dinosaurier. Coelophysis. Weißt du, was wir mal machen? Weißt du, was wir beim nächsten Stream, nächsten Mittwoch um 18 Uhr, machen wir ein Ranking. Dann frage ich euch, was eure Lieblingsdinosaurier sind. Und dann holen wir von jedem Dinosaurier ein Bild raus und dann ranken wir die. Und dann finden wir wirklich raus, was der beste Dinosaurier ist. Ganz objektiv. Finden wir raus, was haltet ihr davon? Was machst du in der Uni? Ich arbeite da. Ist nicht die Antwort, die du wolltest, aber ich bin Klinikkoordinator. Ist im Grunde eine glorifizierte Sachbearbeiterstelle. Ich bin gelernter Kaufmann für Büromanagement. Das ist spannend, oder? Das ist genau das, was ich... Lass uns über Bürokaufleute sprechen. Lass mal bei Dinosaurier bleiben. Nächster Streamtitel ist dann Dinos googeln mit Yodarum. Ja, zum Beispiel. Hättet ihr da Bock drauf auf sowas? Wir können ja beim nächsten Stream nochmal gucken, wer so da ist. Und dann... Können wir vielleicht mal so ein Ranking machen? Hätte ich voll Bock drauf. Einfach so eine Tierlist erstellen. Guten Tag auch an dich, Jason. Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass du ein freundlicher Bauer geworden bist. Ich laufe auf die ganze... Es wird auch... Wie schnell wird es denn dunkel? Ich sehe ja nichts mehr. Ich sehe ja schon gar nichts mehr. Aber komm, ein Baum geht noch. Hast du schon mal Ark gespielt? Nee. Ich wollte Ark immer mal spielen. Kann ich den mit dem Baum treffen da hinten? Ich wollte immer mal Ark spielen, aber dann habe ich es bei Kollegen gesehen. Und man musste einfach so viel Zeit reinstecken, bis man mal... Man musste einfach mehr Zeit reinstecken, als ich gerne in ein Spiel stecken würde, um daran Spaß zu haben. Es ist cool, es hat unfassbar viele Inhalte. Aber Bruder, habe ich anderes vor im Leben. Es tut mir leid. Ich kann halt, statt Ark zu spielen, kann ich halt drei andere Spiele spielen. Und ich glaube, vom Spaßfaktor habe ich dann mehr Spaß an den anderen drei Spielen, als wenn ich die ganze Zeit nur Ark spiele, weißt du? Das schreckt mich ein bisschen ab. Das ist bestimmt ein cooles Spiel und überhaupt, aber ist mir einfach meine Zeit gerade nicht so richtig wert. So leid es mir tut. Archeobeto... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie denn der Dinosaurier hieß, den ich so gerne mochte. Hab ich den hier nicht? Kann ich den hier nicht einfach... Warte, sorry. Ich muss mir hier einmal ganz kurz meinen Desktop anzeigen. So. Ich habe hier irgendwo doch bestimmt den Dinosaurier, den ich gerne mochte. Das hier, der... Warte, ich poste das mal in Chat, ja? Ich poste das mal ganz frech bei euch in den Chat rein, ja? Pass auf. Das hier ist mein Lieblingsdinosaurier. Der Ornithochirus. Der hat einfach so riesen Flügel, so ein Schnabel, der irgendwie voll cool ist. Den fühle ich voll. Voll geil. Was ich auch fühle, ist mir mal ganz kurz aufs Ohr zu hauen hier. Bam. Flashback.
Du hast Flashbang geschrieben, kurz. Wusstest du, dass das passiert? Okay. Warum werde ich bei allen deutschen Streamern ignoriert? Swiss HD, hier nicht. Hier wirst du nicht ignoriert. Was hast du auf dem Herzen? Lass hören. Tut mir leid. Ich habe sonst nur zu... Ich bin nicht gewohnt, dass Leute mir antworten im Chat. Ich bin überfordert, es tut mir leid. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen managen. Ich bin nach wie vor leicht überfordert. Ey, guck mal. Also wenn man von hier guckt, sieht es aus, als hätte ich einen Plan, was ich tue. Wenn man dann aber... Spielst du Zelda? Nee. Wenn man dann aber hier sieht, dann sieht man einfach, wie viel Fusch ich eigentlich betreibe. An allem, was ich hier tue. Einfach überall Fusch am Bau. Aber es wird. Langsam aber sicher. Im Winter wird das hier etwas einfacher. Im Winter wird das hier wieder etwas einfacher. Mal, der hier ist ein hoch. Den könnte ich dann auch ein hoch. Ich habe magische Hände. NE. Dann hab mal, dann, also, viel Spaß mit deinen magischen Händen, würde ich sagen. Boah. Ich muss auch dringend was abknuspern, ne? Ich muss dringend etwas knuspern. Habe ich noch irgendwas Knuspriges dabei? Jawohl, habe ich noch. Guckt Fisch. Den schnabulieren wir uns mal rein. Schieben wir uns in die Beißerchen. Dann darf ich mal kurz unken? Ich weiß, was du mit unken meinst, aber mach das. Also fühl dich frei zu unken. Bin ich ein Fan von. Jeder darf hier frei unken. Das ist ein großer Vorteil von dem Stream. Moin, Yannick, hi. Herzlich willkommen. Was geht ab? Der größte Flugzeuger war der Quetzer... Okay, lass mal die Muckis tanzen. Vielen Dank, Flo Kevin 10. Hi, herzlich willkommen. Der größte Flugzeuger war der Quetzalcoatlus. Okay. Also, freut mich für ihn. Ich finde, weiß ich nicht. Darf er ruhig sein? Darf ich das hier nicht verbinden? Doch, darf ich. Okay, ich glaube, das sähe nämlich ganz cool aus, wenn man noch so eine kleine Umrandung hätte bei der Brücke. Ich weiß nicht, ich sollte eigentlich die Hütte hier weiterbauen. Aber irgendwie macht mir ein Stegbauen mehr Spaß. Ich weiß nicht genau, warum. Kann ich das jetzt hier drüber machen, ohne dass ich mir in den Weg stehe? Nö, das passt. Ach, cool. Das ist ja nett. Ich glaube, das sähe ganz cool aus. Ich glaube wirklich, das sähe ganz nice aus. Weißt du, von der Hütte raus direkt ein Steg... Hier, die Baumstämme kommen den Bach runter. Ein Träumchen. Das kann ich dann auch hier direkt hier vorne hin tun. Ja, hier müsste ich jetzt eigentlich den Weg weitermachen. Ich gucke statt die neuen Folgen von The Mandalorian dein Live. Danke dir. Es ehrt mich sehr. Es ehrt mich sehr. Das ehrt mich sehr. Vielen Dank. Also, wenn ihr Lebenszeit kostbar verschwenden wollt, dann hier. Dann seid ihr hier genau richtig. So, das beides gönne ich mir auch noch. Gucke erst seit ein paar Tagen und finde deine Videos jetzt schon toll. Hey, dankeschön. Herzlich willkommen bei meinen Videos. Freut mich sehr. Ich plane noch viele weitere davon zu machen. Freut mich immer sehr. Und ich habe es schon am Anfang des Streams gesagt, aber ich habe ein Problem. Also, zum einen habe ich wirklich, wirklich, wirklich kleine Hände. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal meine Hände gesehen habt, aber die sind halt klein. Also ich brauche echt die ganze Zeit, bis ich ein Skript eingetippt habe. Aber nein, das war gar nicht das Problem. Ich wollte sagen, ich bin sehr süchtig nach Kommentaren. Ich liebe Kommentare. Bitte kommentiert unter meine Videos. Irgendwas Tolles. Ich bin nicht, weil... Also es pusht auch den Algorithmus meine Videos, ist aber gar nicht der Kentergedanke, sondern ich hänge echt teilweise stundenlang im Bett und scroll durch Kommentare. Ich liebe es, Kommentare zu lesen. Ich finde ich voll geil. Das ist voll toll. Oh, okay. King Long. King Jong Loren. Ich hoffe, ich butcher deinen Namen nicht allzu sehr. Genauso wie ich den Baum hier wegbutcher. Herzlich willkommen und auch Dirty. Oder Dirty. Moin. Schwör mal deinen Gehorsam. Genau richtig so. Guck mal. Kreuch und Fleuch. Da waren sie gerade beide. Habt ihr gesehen? Er hat echt sein Brüderchen geholt. Das ist ja crazy. Oh. Ich glaube, da hing jemand im Baum. Nein, Kreuch, guck dir das jetzt nicht an. Es ist, der macht gerade Schwimmübungen. Seine letzten. Oh. Das ist Brustschwimmen. Das ist eine neue Technik. Scheiße. Dein Content ist wirklich hochwertig für deine Reichweite. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Es freut mich sehr, dass es gefällt. Jetzt seid ihr schon drei.
Wollt ihr nicht auch schwimmen lernen? Der ist gerade ganz gut dabei. Guck mal, der ist schon fast den Bach ganz runtergeschwommen. Noch ein bisschen ist er hinten am See angekommen. Was macht ihr denn jetzt alle hier? Ich will doch gar nicht einfach nur hier. Muss ich jetzt hier echt mal meine Hütte hier fertig bauen, damit ihr mich in Ruhe lasst oder was? Was krabbelt ihr denn hier rum? Ihr geht mir echt ein bisschen auf den Zwirn. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin süchtig nach deinen Videos. Gut, das ist der Plan. Euch alle süchtig zu machen nach meinen Videos. Dann kommt der kalte Entzug. Kann man die Monster in Forest löschen? Ja, man kann einen Spielstand auf friedlich starten. Dann gibt es hier keine Mutanten und sowas. Dann kannst du einfach ganz entspannt bauen und die Höhlen erforschen. Kannst du ganz gediegen in deinem eigenen Tempo spielen. Räuch und Fleuch haben beim Bauamt angefangen. Wirklich so. Die sind konstant hier am Kontrollieren. Macht mir ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Perfekt. So. Ich muss dringend mal hier... Na, hier ist jetzt aber mal... Befehl, Meister. MV, mein Befehl ist es hier, den Stream zu gucken. Danke dir, MV. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Und in den Sattel, Moritz. Jawohl, rein in die Schlacht. Die mögen den Stein da, ne? Finde ich voll gut. Ich muss nochmal irgendwann, ich glaube im nächsten Stream, wenn wir im nächsten Stream nochmal Forest spielen, muss ich mir dringend mal irgendwie eine bessere Waffe ranholen. Das macht mir ein bisschen Sorgen hier, dass hier so viel Gefleuch unterwegs ist. Und erstmal muss ich hier meine Hütte dicht machen. Ich könnte hier auch mal eine Mauer bauen, einmal hier außen rum, aber das dauert halt, ne? Und mein Grundstück so komplett zu ummauern ist halt... Seid ihr der König? Also ich hab euch nicht gewählt. Ace, natürlich. Ich hab mich ja verernannt. Nicht sagen, dass es mir leid tut. Dranza, ich hab dich im Auge, also... Und Asylum of Gaming, geh ruhig in den Streit. Vielleicht helfen dir Kräuch und Fleuch ja dabei. Irgendwann bin ich einfach weg. Ich nehme einfach... Ich presse euch aus, ich mach 30 Werbeanzeigen in einem Video und dann Kanalmitgliedschaft und Patreon. Dann mach ich noch einen Onlyfans und dann... Dann bin ich plötzlich weg. Bau den Stein ab. Kann man die Steine abbauen? Geht das? Ist das möglich? So, zack dich. Und zack dich. Es geht langsam aber sicher voran. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber es geht voran. Ich muss aber auch wirklich gleich Feierabend machen. Sagen wir haben ja schon eine halbe Stunde überzogen. Sagen wir, machen noch so bis halb. So 4 Minuten und dann sagen wir Adieu und Tschüss und auf Wiedersehen. Aber hier sind gerade auch so viele da, ne? Und ich habe meinen Endscreen immer noch nicht überarbeitet. Der ist immer noch so mega hässlich. Geh doch einfach. Geh. Ich bezahle die Lizenz nicht für die Scheiße hier. Das bleibt alles so, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Also wir sind schon ganz gut vorangekommen. Hallo, wo ist Kelvin? Kelvin ist in den Bergen. Der ist wandern. Der ist wandern. Der kommt gleich wieder. Wahrscheinlich zum nächsten Stream. Wahrscheinlich kommt er zum nächsten Stream wieder. Die Top 4 wird dich überraschen. So ist es. Irgendwann fange ich wieder zu leben an. So. Bin durch Zufall auf deinen Kanal gestoßen und bin froh darüber. Oh, und ich bin auch froh darüber. Vielen Dank, dass du über meinen Kanal gestolpert bist. Vielen Dank, dass du ein Video angeklickt hast. Und vielen Dank, dass du jetzt hier im Live bist und kommentierst. Dankeschön. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich muss auch meine Stimme schonen, ne? Dringend. Was ist denn los? Wir haben kein Problem miteinander. Der Vater wird dich verbannen. Geh. Okay, gut. Ich mag Kelvin. Er ist so wie ich. Ist bedenklich, aber freut mich für dich. Das freut mich, Baggy. A, dass du dir Hilfe holst und B, dass ich dich aufheitern kann. Weiterhin viel Kraft für dich. Wollte nur kurz sagen, dass deine Streams und deine Videos genial sind. Dein Humor ist mega geil und ich hoffe, dass das noch mehr Leute erfahren werden. Ach, dankeschön. Ihr könnt doch, Leute,
Ich wollte heute eigentlich nicht mehr duschen gehen oder baden, aber wenn ihr mir so viele Lorbeeren entgegenwerft, dann muss ich da gleich mich einfach drin einsuhlen. Einmal komplett über mich schütten und schmieren. Das müsste aufhören. Ich bin sonst komplett abgehoben. Ihr müsst aufhören, mir Komplimente zu machen, ehrlich. Basti, gute Nacht. Hau da rein, schlaf schön. So, das Bauamt hat Angst vor Gott. So ist das. Bauamt ist halt wirklich... Nee, da ist es wieder. Geh! Geh! Wir sind lizenzlos. Geh! Oh. Geh! Okay. Weißt du was? Wir speichern. Wir speichern. Wir speichern. Wir speichern. Ich werde Böses mit Bösem bekämpfen. Okay, Nadine. Mach das. Viel Spaß dabei und Dankeschön für dein Abo. Wie geht's deinen Katzen? Top. Die müssen jetzt bespielt werden. Wir spielen jeden Abend mit den Katzen. Pass auf. Sorry. Forest, wir haben schon überzogen. Wir haben schon eine halbe Stunde überzogen. Es tut mir leid. Es hat auch so viel Bock gemacht. Ich gehe mal ganz kurz in Talk. Wir haben schon eine halbe Stunde überzogen. Guck mal, wie der Chat hier durchrattert. Der muss erstmal alles verarbeiten, was so in den letzten Stunden passiert ist. Den geht's super. Den Katzen geht's echt top. Wir bespaßen die Katzen jeden Abend. Und jetzt ist Spielzeit. Das heißt, ich muss jetzt auch leider gehen. Es tut mir leid. Deine Videos und Streams sind ultra nice. Dankeschön. Vielen Dank auch, dass ihr euch so gut... Die Katzen müssen bespielt werden, nicht ich. Okay, geil. Der Chat goes brrr. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr euch so schön behalten habt. Verhalten habt. Sorry, Leute. Sorry. waren lustige anderthalb Stunden. Das freut mich sehr, dass dir gefallen hat. Wie lange streamen wir denn schon? Wir streamen auch schon 3,5 Stunden. Nächster Stream Dinos. Im nächsten Stream... Schwertkämpfer, vorwärts! Jawohl, Schwertkämpfer. Machen wir. Danke dir, Steel Daniel. Vielen Dank. Danke dir. Herzlich willkommen. Gute Nacht, wann streamst du wieder? Ich streame jeden Mittwoch um 18 Uhr und ab und zu auch sonntags. Wenn du aktuelle Infos haben möchtest, dann... musst du einmal auf Discord kommen. Der Link erscheint jetzt im Chat. Dann kannst du auf meinen Discord-Server kommen, da kündige ich alles an. Von Videos zu Updates zu Streams, da ist alles. Da posten wir unser Essen, da posten wir Memes, da wird alles. Die Katzen werden hier schon ein bisschen bespaßt. Vielen Dank, Leute, dass ihr alle da wart. War mega überwältigend, to be honest. Der letzte Stream war vor 10 Leuten, dieser vor 150. Danke. Dankeschön, vielen lieben Dank. Ich traue mich kaum in den Endscreen zu gehen, weil der so ultra hässlich ist. Aber gehabt euch wohl. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Hau da rein. Und ich überarbeite den Endscreen. Ich schwör's. Aber für den Moment müssen wir damit noch klarkommen. Ja, es tut mir wirklich leid. Aber ihr müsst damit klarkommen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dankeschön. Auch für die ganzen Komplimente und überhaupt. Ich hör auf zu reden. Komm, ich gehe rüber. Wie gehe ich denn rüber? Ich muss hier in den Endscreen. Gute Nacht. Kommt gut zu liegen, alle zusammen. Kommt gut zu liegen. Der ist doch so unschön, es tut mir so leid. Der ist so hässlich. Welch feige Finanzamt-Kreatur. Danke, Django. Vielen Dank. Ciao, Alicia. Auf Wiedersehen, Blue. Tschüss, Philipp Schneider. Hau da rein, komm gut zu liegen. Und der wahre Bruder, Peace an dich. Gute Nacht, Lolots. Auch Wiedersehen. Hau da rein. Flo Kelvin. Oh, Flo Kelvin. Guck mal, ich bin schon gestört. Flo Kelvin. Hau da rein. Bis dahin. Auch ciao an dich, Tiago. Charco oder Tiago? Wahrscheinlich eher Tiago. Auch irgendwie ein cooler Name. Black Wave. Nee, der muss ändern. Das ist eine Schande, dieser Endscreen. Team Damm, hau da rein, auf Wiedersehen. Ich bleibe. Okay, alles klar, Perfect Man, du bleibst. Bilde die Nachhut. Hau da rein, Desire. Bis dahin, auch an dich, Freddy.
Mann sieht sich. Du bist ein super Newcomer. Ach, dankeschön. Lava, gute Nacht auch an dich. Bis dahin. Lolzoll, ciao, hau da rein. Ein Sarg aus 100-jähriger Eichen, die morgen erst gepflanzt werden. Oh, das ist irgendwie nett, das ist irgendwie cool. Und dir natürlich auch. Mögen wir alle die gleiche Eiche als unseren Sargnagel bekommen. Nee, Nagel nicht. Ich glaube, Nägel werden nicht aus Eichen gepflanzt. Letztes Mal, als ich nachgeguckt habe, zumindest nicht. Black Wave, gute Nacht. Und Opi bleibt bis zum Ende. Mach das. Bis zum bitteren Ende. Sind deine Fußbilder kostenlos? Was? Und gute Nacht auch an dich, Anne. Gute Nacht, kommt gut zu liegen. Guckt meine Videos. Kommt auf meinen Discord. Und Gentlefuchs, jawohl. Wir haben ja schon ein paar, die sich als Nachhut eingetragen haben. Die dürfen dann das Licht ausmachen. Nächsten Mittwoch wieder 18 Uhr, vielleicht auch am Sonntag. Ob ich Sonntag streame, erfahrt ihr aber nur auf meinem Discord. Oder wenn ihr gerade live auf YouTube seid. Gute Nacht, Wolf Gaming. Gute Nacht. Hi, Basic Name. Und schau, wir sind gerade am Feierabend machen. Pass auf, ich kann ja auch den hier einblenden. The end is never the end. Danke dir, Abby. Haki, hau da rein. Na? Viele Grüße vom Schüsseldienst. Man sieht sich. Goodbye. Und danke dir, Basic. Vielen Dank. The end is never the end, 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 is never the end. Es ist vorbei. Geht. Was seid ihr denn noch hier? Bis. Goku geht die Welt erobern. Ihr müsst jetzt gehen. Bereitet euch vor. Der Film war voll überwältigend, mich voll geplättet. Keine Ahnung. Oh, das ist froh, Haki. Ich butcher jeden Namen, der mir über den Weg läuft. Jeden. Johannes, dann bleib. Hier ist sicher. Wir bleiben bis in alle Ewigkeit, alle. Jo. Also, irgendwann dürft ihr schon gehen. Also, ist er. Oder du bleibst bis nächsten Mittwoch hier. Das geht natürlich auch. Das Ende kommt früher, als ihr glaubt. Ende? Oder so? Hallo? Tschüss? Ich will nicht beenden. Das war so schön. Aber ich muss. Haut da rein. Auf Wiedersehen. Kommt gut zu liegen. Bis dahin. Tschüss.